Islam. Ja, also ich sag mal so, es gab es schon vorher, aber ich habe mitbekommen, dass es geschichtlich Relevanz hatte, weil man dadurch halt auch Blutlinien beendet hat. Wie gesagt, die Männer wurden ja getötet und die Frauen wurden dann in die Sklaverei gebracht. Und insofern, ja, also die sexuelle Unterwerfung hat in den Kalifaten immer eine Riesenrolle gespielt, dass man die Frauen übernommen hat und ja, Da die habe ich mir das Gruppenvergewaltigung. aufgeschrieben, Koran Kapitel 4, Vers 24, dass man ja auch Sklaven, also dass du mit denen einfach Sex haben kannst, auch wenn die verheiratet sind, die Frauen. Ja, da gibt es sogar da gibt es ein Tafsir von Ibn Kathir zu. Da wird eine Geschichte erzählt von hier von den Sahaba, die zu Mohammed gegangen sind und gefragt haben, hier, wir haben verheiratete Sklavinnen, dürfen wir mit ihnen den Akt vollziehen? Und er hat dann die Bestätigung dazu gegeben. Also Also man waren darf. sozusagen die Anhänger Mohammeds waren besser als Mohammed, weil sie waren sich nicht sicher, ob sie es machen dürfen, weißt du? Sie sind Ja, nicht also ich darüber finde die hingefahren. Geschichte. Also ich sag mal so, ich finde die Geschichte von Safia ist da ja immer bezeichnend, ne? Safia ist ja eine Jüdin gewesen vom Stamm der Banu Nadir damals. Mohammed hat ihren Stamm getötet, ihren Mann töten lassen, vorher noch gefoltert. Der hat ihr eine Fackel vor Händelang seiner übrig Brust, der Religion, ja. friedlich. Und dem dann eine Nackentherapie gegeben. Und ja, danach hat er mit Safia den, ja, in der Nacht den Akt vollführt, ne? Und da kann mir doch keiner sagen, dass nach dem, was da passiert ist, mit deren ganzen Familie, dass sie ihn dann geliebt hat, angeblich und dann freiwillig mit ihm, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, das ist Grape, ne? Ganz klassisch, wie man es beschreibt. Ich weiß, früher waren die Zeiten anders, aber ich finde halt krass, dass viele Muslime ja sich trotzdem hinstellen und jetzt immer noch behaupten, dass dieser Vers okay ist, weil der Koran ist für immer okay. Ich so, what the fuck? Hast du keine Moral oder irgendwie? Ja, genau das ist eben das Problem. Das mit der rechten Hand, was die Sklavinnen, also was Sklavinnen angeht, das ist auch eine Sache, die unbedingt gestrichen werden muss, weil dieser wurde nie abrogiert und in Mauretanien, meine ich, ist es erst 2007 oder 2008 zur Straftat erklärt worden, Sklavenhandel zu betreiben, ne? Also es wurde 1950 bis 2000 wurde das in den islamischen Ländern Stück für Stück verboten, auch Druck des Westens. Ne? Und es gibt immer noch Sklavenmärkte in verschiedenen fundamentalistisch-islamischen Ländern, natürlich unter der Hand. Ne? Afrika auch ganz viele. Ja, eben, aber halt, ich sag mal so, dass der Westen es nicht mitkriegt, damit man noch Handelsbeziehungen und so führen kann. Ja, gotcha. Das Verrückte ist Lass nicht ja, mehr so man darf ja offensichtlich. eine Sache nicht vergessen, und zwar, dass es natürlich auf der ganzen Welt in verschiedenen Kulturkreisen unterschiedliche moralische Werte gibt. Was auf der einen Seite völlig verwerflich ist, ist auf der anderen Seite oder in einer anderen Kultur auf einem anderen Teil des Planeten völlig legitim oder sagen wir mal akzeptabel. Aber grundsätzlich im westlichen Bereich, wo wir nun mal schon seit ja, Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, ein festes grundsätzliches Wertefundament haben, wie man mit Menschen umgeht und dass sie eine gewisse, dass sie allgemein, egal wo sie herkommen und wie sie ausschauen, einen allgemeinen Schutz bedürfen. Wenn dann Menschen herkommen und aus ihrem Glaubensbereich wirklich eine Erlaubnis mitbringen, die ihnen gewährt, dass sie wirklich zu mehrfach über einzelne Personen herfallen und sie wirklich schänden dürfen. Also spätestens dann, und wenn man belegen kann, ganz klar, dass sich das wirklich aus der Religion ableitet, dass es dort wirklich erlaubt und geboten ist, spätestens dann hat diese Ideologie den Wert einer Religion für mich verwirkt. Man sollte ihr eigentlich den Status der Religion aberkennen, wenn sich ganz klar beweisen lässt, dass Ja. das dort erlaubt ist. Die Hamas Auch, selber hat das Mann. ja auch gemacht, am 7. Oktober Ja. nachweislich. Sie Ja. hat Sexsklavinnen genommen, sie haben an diesem Tag Gruppenvergewaltigungen durchgeführt, die haben mit leblosen Körpern, ihr wisst, was ich meine, auch mitten auf der Straße gemacht. Also da sind Gräueltaten sondergleichen. Wie gesagt, auch an diesem Tag wurden Sklavinnen zu diesem Zweck genommen. Und ich bin zu euch gelaufen, um Alles noch sagen, was was sie da gemacht hinzuzugeben. Moritz, erstmal haben. danke, Willkommen zurück. danke, danke, dass du da bist. Schön, dich kennenzulernen. Die Hamas hat sogar die Propaganda genauso benutzt, wie Moritz es eben erzählt hat, mit der Geschichte, die über 1000 Jahre alt ist oder sogar länger. Die haben ja erfunden, dass Frauen, deren Familien vor ihren Augen vernichtet wurden, bei wem ist so laut? Macht bitte alle Mikro aus, damit es nicht so laut ist.
dass Frauen, dessen Familien direkt vor deren Augen vernichtet wurden und sie wurden in Geiselhaft genommen und sie wurden in der Geiselhaft vergewaltigt, gequält und hatten einfach unmenschliche Bedingungen dort, denen wurde danach gesagt, in der Öffentlichkeit, sie hätten sich verliebt in die Mörder ihrer Familie und in ihre Vergewaltiger. Die haben sogar das ausgenutzt. Und als diese ältere Frau die Geiselhaft endlich verlassen hat und gezwungen wurde, unter Gewalt ein freundliches Tschüss und ein kleines Anfassen von dem Terroristen zuzulassen am Ende ihrer Geiselhaft, denn ihr Ehemann ist immer noch in Geiselhaft. Was wurde da gemacht? Da wurde ebenfalls eine schöne Freundschafts- und Liebesgeschichte erfunden. Ja, aber wenn du reinzoomst, ich möchte lieber kurz, ich bin sofort weg. Ich möchte einfach unterstreichen, die Hamas hat nichts neu erfunden. Es ist aus der Religion, aus deren Geschichte, das, was Moritz gesagt hat. Die machen das schon tausende Jahre. Die werden das in Deutschland auch machen, wenn das hier nicht unterbunden wird, diese Radikalisierung. So, ich bin jetzt wirklich weg. Okay, danke, Anna. Ja, aber da hast du recht auf jeden Fall. Und gerade was du meintest mit dem Hamas, war es so, wo sie so für Fotos gepostet haben, als die älteren Geiseln freigelassen wurden und dann noch gesagt haben, winken, winken, lächeln, lächeln. Weißt du, du hörst es richtig, wie sie es auf Englisch sagen. Sogar da hat die alte Frau, ich glaube, es war eine Holocaust-Überlebende, hat noch seine Hand so weggeschlagen, weißt du, mit ihrer Hand, so richtig classy einfach. Respekt dafür, sie ist eine Löwin. Und was ich noch sagen wollte über Islam, ich finde es halt krass, was für eine Heuchler die sind, weil wir sehen es jetzt wieder, dieser eine US, ich weiß nicht, ob er, ich glaube Navy oder so, der sich in Brand gesetzt hat, extrem psychisch gestört, mentale Probleme. Was machen die Islamisten und Propagandisten für die Hamas? Sie benutzen, sie instrumentalisieren den Tod dieses kranken Menschen, ja, und benutzen das und führen das in ihren Narrativ mit ein. Dabei würden sie selber ihn, sie würden ihm nicht sagen, Ruhe in Frieden, weil aus ihrer Sicht kommt er in die Hölle. Er hat sich selber umgebracht, ja, also ist ja kein Moslem, hat Selbstmord begangen. Moritz, wie sieht's aus? Ich glaube, da gibt's nur ein Urteil, oder? So, mehr als Märtyrer gilt meines Wissens nur der, der im Kampf gegen die, also Fisabilillah auf dem Weg Allahs Sache kämpft und dabei getötet wird. Also Selbstmord in dem Sinn, dass man sich anzündet oder so, glaube ich jetzt nicht, dass das als Märtyrer durchgeht. Vor allem, man darf ja noch nicht ich sag mal so, es ist ja vollkommen haram für eine andere, also als Soldat für ein anderes Heer zu kämpfen, weil man darf nur für Allahs Heer kämpfen. Für eine fremde Armee ist vollkommen haram, das darf man eh nicht. Und er war ja bei der Navy oder so. Auf jeden Fall ist es, das ist so, was mich extrem stört. Und die Leute fressen diese billige, ist ja nicht mal gute Propaganda, ja. Jeder mit einem IQ von über 60 kann das durchschauen, aber es gibt anscheinend genug, die das trotzdem fressen. Problem ist, warum solche Propaganda inzwischen so unüberlegt genommen wird, ist, weil sie moralisch überladen ist. Es wird auf ein bestimmtes Narrativ immer wieder hingewiesen, und zwar fließbandmäßig, wie zum Beispiel immer die 10.000, 20.000, 30.000 Kinder. Und schon haben viele Leute einfach nur dieses Bild im Kopf und blenden jegliche Rationalität und Sachlichkeit in diesem Bezug aus. Weil dann sind sie moralisch erpresst und sind gezwungen, mehr oder weniger der Sache Recht zu geben. Weißt und du, wenn was, sie das nicht daran ist, Stefan, die Hamas sagt ja, es gibt irgendwie jetzt 29.000, also 30.000 Tote, ne? Israel hat insgesamt 30.000 Waffen, also das heißt Bomben, über Gaza abgeworfen seit dem 7. Oktober. Das heißt, wir haben so viele Bomben abgeworfen wie Zivilisten oder Kämpfer insgesamt, wie viele Menschen gestorben sind. Aber ich glaube, eine Bombe kann ein bisschen mehr als einen Menschen töten, oder? Ich meine, die Zahlen, alle Zahlen widersprechen ihnen ja ganz offiziell. Ja. Du musst sehr resistent sein gegenüber Logik, um weiterhin an diesen... Warum ist Ellie raus? Guten Abend. Servus. Ja, warum ist raus? Bin wieder zurück. Ich höre euch zu. Ich möchte aber eben, dass der Stream gut läuft. Bitte nicht nacheinander. Leon, Speedy sind die Bosse. So. Jo, genau. Hey Hakan, willkommen zurück. Hast du noch eine Frage?
Lion, ich habe jetzt vorhin kurz zugehört. Du redest irgendwie ein bisschen verhasst, habe ich das Gefühl. Du sagst, da fliegt eine Bombe und ja, und da sind ja auch andere Menschen, sagst du. Also da sind ja viele Menschen. Du hast ja das nicht kapiert, was er gesagt hat. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, dass 30.000 Bomben. Einfach nicht richtig verstanden, kann auch sein. 30.000 Bomben geworfen und es sind knapp 30.000 Opfer. Das heißt, rein statistisch müsste jede Bombe einen getroffen haben. Und das hat er gesagt. Genau. Überhaupt nicht möglich, weil dann hätte man eine Trefferquote von 100% und das ist völlig unrealistisch. Du hast die Botschaft hinter dieser Aussage null verstanden, überhaupt nicht, weil auch du versuchst es zu moralisieren und es mit irgendwelchen Floskeln zu völlig aus dem Kontext zu reißen. Es ist also wirklich sowas von schlecht. Ja, aber ich wundere mich, ob er es vielleicht einfach faktisch nicht verstanden hat oder ob er einfach Takia machen will. Hakan, wie sieht's aus? Sei mal nicht böse, aber das ist so bescheuert, das ist so dumm. Das, also wirklich, das, ich kenne Zwölfjährige, die sind klüger. Guck mal, wenn wir eine Bombe haben und sagen wir mal, die Bombe hat genug Sprengstoff, um 100 Menschen zu töten im Schnitt, ja? Und ich werfe 30.000 Bomben ab, ja? Dann ist der Fakt, dass es 30.000 Tote in Gaza gibt und nicht 300.000, ein fucking Wunder und ein Beweis dafür, wie gut und wie präzise die IDF in Gaza vorgeht. Und jeder, der die Zahlen sieht und die versteht, weiß das auch. Ja, das ist sehr hasserfüllt, Leon, gerade gewesen von dir. Fakten tun immer weh. Aber die Frage, man muss doch die Frage eher so stellen, wieso fliegen da Bomben oder nicht? Also die ganze Welt ist ja jetzt gerade dagegen. Das kann man doch ganz einfach beantworten. Let's go. Also wir haben doch diese Infrastruktur da. Wir haben sagen wir mal so, ist sehr dicht besiedelt, ne? Jetzt versetz dich mal in die Lage eines israelischen Soldaten. So, du willst natürlich möglichst heil da durchkommen. Du hast jetzt Gebäude, wo du durchgehst, die sind größtenteils leer, weil evakuiert worden ist. So, jetzt weißt du aber nicht, wird er jetzt von den Gebäuden da rausgeschossen, weil du musst dir vorstellen, da es so dicht besiedelt ist, überall könnte ein Hamas-Kämpfer rauskommen oder könnte aus den Gebäuden rausgeschossen werden. So, und da muss natürlich Israel, wenn die ihre eigenen Soldaten schützen wollen noch, ne, müssen die sagen, okay, wir haben jetzt ein Gebiet, das ist eine potenzielle Gefahrenzone. Wir wissen, da sind wenig bis gar keine Zivilisten mehr. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir da jetzt sichern. Genau, Ganz einfach. und viel einfacher zu beschreiben. Moritz ist jetzt sehr ins Detail von der Operation gegangen, aber um es einfach zu beschreiben, deine Frage war, warum werden da Bomben ge Die Antwort ist ganz einfach, na, weil die Hamas einen Krieg angefangen hat. Ende. Gehen, Leon, nicht. Nee, aber ich Du spreche wolltest gerade nach. nicht von Hamas, Nein, ich spreche willst du von Hamas Zivilisten. fragen, warum da die Bomben fliegen, Hakan? Okay, du sprichst von Zivilisten. Also nochmal, die Hamas hat einen Krieg angefangen und die Hamas ist die Regierung von den Menschen in Gaza. Willst du denen jetzt alle Verantwortung dafür nehmen? Willst du die quasi sozusagen zu Kindern allen machen, die nicht entscheiden können, was das Beste für sie ist? Aber so wie ich es mitbekommen, mitverfolgt habe, sind doch die Menschen. Durch Israel sind die ja nach Norden oder nach Süden ausgewandert. Also Ja. die wurden ja dahin evakuiert, Nach damit Rafah da keine runter. Probleme. Ja, die sind Schau, ja nach Rafah runter, weil das da hat ja unten Moritz gerade erklärt. Flüchtlingslager sind. Ja. Und das ist doch eine gute Sache. Sei mir doch mal ehrlich, es Es ist ist eine sehr gute genau. Ja, Sache, ich dass versuche unten es verstehen. Flüchtlingslager sind, dass Israel, dass die IDF oben die Hamas sich um die kümmern kann, ne? Und die Zivilisten durch sichere Korridore nach unten geführt werden, dass möglichst wenig Zivilisten getroffen werden. Ist doch eine Es ist gute ja Sache. super, super Sache, aber wie ich es jetzt weiterverfolge, sehe ich die Information, dass jetzt Rafah auch bombardiert wird. Das ist jetzt, Aber okay, jetzt. Deswegen, wieso fliegen da die Bomben? Habt ihr jetzt meine Frage du musst verstanden? die Hamas fragen, warum da Bomben fallen. Wirklich. Du musst da wirklich die Hamas mal Das ist so fragen. eine komische Frage. Warum fliegen im Krieg Bomben, Leute? Hä? Nein. Versteht das Man einer? schickt die Leute ja dahin, da wo keine Bomben Nein, fallen die sollen. Leute, schau, also jetzt gerade wird ja nicht in Rafah gekämpft, jetzt gerade wird in Khan Yunis gekämpft. Das ist der Bereich Aktuell vor. ist Rafah. Aktuell, es gibt bestimmt schon kleine Scharmützel und so, aber wir haben noch nicht die Hauptoffensive in Rafah gestartet. Und sobald das der Fall ist, werden die Leute, die jetzt in Rafah sind,
Richtung Khan Yunis oder Richtung Sinai gehen, wenn Ägypten endlich die fucking Grenze aufmacht, was sie eigentlich schon seit 5 Monaten hätten machen müssen. Genau, und dann werden wir die Leute auch wieder aus der Gefahrenzone bringen, was eigentlich Hamas Job ist, nicht unser Job. Aber weil wir gute Menschen sind, machen wir es natürlich trotzdem. Das ist ja nicht mal der Job von der Hamas. Die Hamas selber hat gesagt, sie ist eine reine Angriffsorganisation. Der Schutz der Zivilisten obliegt der UN. Ja, ist ja toll. Basically, das haben sie im Interview ganz offen zugegeben. Ja, das vermisse ich auch, dass in Palästinenser-Streams mal zur Sprache kommt, wie eigentlich die Hamas zur eigenen Bevölkerung steht. Da wird ja immer nur ständig immer über die IDF gesprochen oder wo die Hamas das ganze Geld zum Beispiel, dass da mal irgendwie mal kritisch mal irgendwie mal hinterfragt wird, gleich null irgendwie. Das scheint irgendwie so, die scheinen irgendwie heilig zu sein. Ich habe eine Frage, bitte, sehr wichtig. Ich habe es mir aufgeschrieben gehabt vorhin. Wieso wird dann Israel von fast gar keinen Ländern unterstützt? Also es gibt nur Deutschland, Amerika. Ja, weil wir stark sind, verstehst du das nein, nicht? Ich kann es ganz wir leicht sind erklären. Die stärksten, verdammt so scheiße. Erstmal ist deine Aussage so nicht ganz richtig, weil Israel wird unterstützt und zwar von den demokratisch westlichen, fortgeschrittenen, man könnte auch sagen zivilisierten Ländern okay, auf dieser Welt. Und Israel wird nicht unterstützt von allen anderen, den Diktatoren, den Radikalen, den Islamisten, den Putins, den Nordkoreas dieser Welt. Vor allem Laien. Weißt du, wer Israel auch unterstützt? Ja. Viele Zivilisten in Gaza, die gerade gegen die Hamas aufbegehren, die gegen die Hamas protestieren, ja, weil die Hamas eben auch auf Zivilisten schießt. Wir haben eine Bewegung innerhalb von Gaza, ja, okay, die sich gegen die Hamas gerade wendet. Oder Speedy. Da sagte Stefan oder Moritz? Aber schau mal, bloß weil Moritz, wenn du das nee, ich meinte vorhin, es gab eine Abstimmung durch Länder und da waren über 100 Hakan, Länder. Hakan, hast du das sagen lassen, was Moritz, ich glaube Moritz hat das gesagt. Es gibt wirklich, es gab jetzt auch im eine Iranerin, die hat erzählt, was in Gaza, das in Iran ist. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass in Gaza viele Menschen unter der Hamas leiden so sehr, dass sie, obwohl sie Araber sind, sich wünschen, dass Israel dort endlich erscheint in Form von Soldaten. Das ist alles, muss man sich sagen lassen. Das sind die Unschuldigen. Vor allem Anna, dazu kommt auch noch, das Ding ist halt, wir wissen ja, Israel hat humanitäre Maßnahmen rüber nach Gaza gebracht. So, diese humanitären Laster, die darüber gebracht worden sind, die wurden von Hamas und von Zivilisten ausgeraubt, bevor die überhaupt in Krankenhäusern und in wichtiger kritischer Infrastruktur ankommen sollten. Das heißt, Israel unterstützt da drüben die Zivilbevölkerung von Gaza, will denen Sachen geben, aber die Hamas und gewisse raffgierige Leute plündern und rauben da die Trucks aus. Also, was ich aber noch schlimmer finde, sind die Araber, die hier in Deutschland leben und behaupten, sie seien Palästinenser. Also Araber, die ganz genau wissen, dass es kein palästinensisches Volk gibt. Ich kann gerne nochmal Interviewauszug jetzt hier reinstellen, wenn ihr wollt, von deren Anführer, der selber auch sagt, es gibt kein palästinensisches Volk. Diese Araber, die von dort abgehauen sind nach Deutschland, die nicht vor Israel abgehauen sind, sondern genau vor diesen Terroristen, zumindest um Asylrecht zu missbrauchen haben, die es hier in Deutschland behaupten. Genau diese Araber wissen ganz genau, dass die Menschen in Gazastreifen nur, wenn überhaupt dann nur von Israel unterstützt werden, aber diese Unterstützung nie erhalten, weil diese wird gestohlen, ja. Diese Araber hier verbreiten den größten antisemitischen, judenfeindlichen Scheiß. Was sagt diese Araber? Anna, hast du gehört von dem Geiseldeal, der vielleicht vor Ramadan kommt? Welchen meinst du? Ich habe jetzt viele Sachen gelesen. Es soll einen Deal geben, wo alle Geiseln auf einmal freigelassen werden vor Ramadan und dann soll irgendwie... Gegen Waffenstillstand. Gegen Waffenstillstand oder so, ja, also langfristig erstmal. Aber Hamas hat noch nicht zugestimmt. Die Hamas wird auch nicht zustimmen. Die Hamas, alles, was Israel vorschlägt, wenn es darum geht, dass endlich in Gazastreifen die Araber, also die friedlichen Araber, nicht sterben und deren Kinder, all das
werden die Hamas nicht wollen. Es gäbe diese ganze Bodenoperation nicht, wenn die Hamas sofort die Geiseln freigelassen hätte oder wenn es den 7. Oktober nicht geben würde. Ich habe Issam Bayan gehört, wie er behauptete, wortwörtlich in einem seiner Streams, die Hamas kann ja nicht die Geiseln freilassen wegen einem Gefechtsstillstand, weil dann haben sie ja nicht gewonnen und gar nichts gewonnen. Was haben sie davon? Also tatsächlich hat er das gesagt. Und das passte seinem Stream. Er hat dort hunderte Leute, die sind sehr aktiv. Das passte denen so. Und das ist genau diese terroristische Denkweise, ja, diese mörderische Denkweise. Sie halten sich nicht an das internationale Recht. Die spucken auf Menschenrechte. Denen ist der Frieden egal. Und das, wenn man sich bedenkt, wir reden jetzt wirklich über Grausamkeiten. Menschen, die ihre, also das war ja in Israel so und mir tun nicht alle Menschen in Gaza leid, sage ich ganz ehrlich, bei der ganzen Unterstützung von der Hamas. Aber diejenigen, die dort wirklich leiden, sie tun mir auch wirklich vom Herzen leid. Sie werden auch in die Schusslinie geraten oder sie geraten dort und sie gehen, wenn jemand von euch schon mal einen Menschen verloren hat, auf die Beerdigung gehen von Verwandten, Bekannten, vom Ehemann, Ehefrau, Kindern, Vater und so weiter. Oder manchmal nicht mal ganz das, den Körper bekommen, sondern seinen geliebten Menschen in Stücken auf dem Boden sind. Das ist alles eine Tragödie. Das ist eine Tragödie, aber das interessiert die Hamas nicht. Die Geiseln interessieren die Hamas auch nicht. Die Geiseln interessieren nur Israel. Der Westen zum Beispiel hier macht keinen Druck auf arabische Länder wegen den Geiseln. Macht keinen Druck auf die Hamas und deren Anführer. Und das könnten sie zum Beispiel mit Geld, ja. Macht keinen Druck auf diese ganze Terrorstruktur und auf die UN macht auch niemand Druck und auf den Roten Kreuz macht auch niemand Druck. Das ist gruselig, ja, weil es müsste ja eigentlich um die Zivilbevölkerung gehen in Gaza. Dieser Waffenstillstand ist nicht etwas, was die Hamas will oder nicht will. Es geht doch um die Bevölkerung. Warum sagen die Araber nie, die hier leben oder die Muslime, die einander als Brüder bezeichnen, fuck, what the fuck is going on with Hamas? Warum machen die keinen Waffenstillstand? Lasst doch die Menschen, die Geiseln gehören doch euch doch nicht. Lasst die frei. Oder wenn das schon Leichen sind, gebt die auch frei, damit die Familien sich verabschieden können. Und dann können viele weitere Menschen leben, viele kleine Menschen überleben und essen und trinken und sich... Nein, die wollen es nicht. Also das ist Hamas wird aber nicht unterstützt. Hamas, ich kenne keinen Moslem, der Hamas unterstützt. Ach, come on, Hakan. Anna, warte mal ganz kurz, da kann ich dir was ganz Interessantes sagen, Hakan. Ich schweige. Die Hamas selber wird über verschiedene Sachen unterstützt. Unter anderem über Mittel aus der UNWAA. So. Und da sind wie viel Millionen runtergelaufen an Mitteln, die dann an Hilfsorganisationen angeblich gelaufen sind, die von der Hamas kontrolliert werden unten. Also die UNWAA ist von der Hamas unterwandert. Das heißt, Gelder, die darunter gespendet worden sind, sind zum größten Teil an die Hamas gelaufen und nicht in humanitäre Maßnahmen. Genau, und das ist halt, deswegen gibt es leider auch keine Unterstützungen mehr, also wegen Hamas, also weil diese ganzen Spenden gehen ja, kriegen die ja bestimmt. Mashallah, ja, weil die Welt jetzt sieht, was für fucking IS-Kämpfer das sind. Es gibt keinen Unterschied zwischen Daesh und Hamas, das ist alles derselbe Scheiß, dieselbe Ideologie, derselbe Hass. Und die Leute haben es diesmal endlich geschnallt. Es geht, bei den Muslimen geht es eher darum, dass halt sehr viele Unschuldige gestorben sind. Darunter sehr, sehr viele Kinder. Puh. Bei den Muslimen, oder was? Die Kinder, Hakan, weißt du, wie die Kinder besprochen werden? Weißt von beiden Seiten. Schaut mal, Leute, ich greife niemanden an. Ich sage nicht... Hakan, weißt du, wie im Fernsehen, weißt du, wie im Fernsehen von Al-Azhar die Kinder bezeichnet wurden? Weißt du, wie die Kinder im Fernsehen von Al-Azhar TV da bezeichnet wurden? Jedes Kind, und das hat der Chef der Hamas selber gesagt, ne? Jedes Kind, was da stirbt, wird als Märtyrer ins Paradies eingehen. Die Kinder werden darauf gedrillt in den Schulen, als Märtyrer zu sterben im Kampf, um möglichst viele Juden dabei mitzunehmen. Und das ist hochproblematisch. Nicht.
Ja, und Hakan, was sagst du denn was, zu was der ist Hakan? Das jetzt für eine Aussage? Ich bin mir sicher, du bist also ein guter Moslem und ein guter Mensch, aber stell dir mal vor, deine eigene Mutter würde von dir sagen, in irgendeinem Interview vor Kameras, ich wünsche im Namen Gottes, meine Kinder werden alle Märtyrer als Märtyrer sterben. Wie würdest du dich dafür Ich erkläre es euch ganz kurz. Ich als Moslem, ich kann es euch erklären. Ich bin zwar nicht so perfekt, aber ich glaube, sowas kann ich schon erklären. Und zwar, wir glauben halt daran, wenn wir ohne Grund sterben müssen oder getötet werden, dass wir halt dann ins Paradies kommen. Und das ist die Bezeichnung davon. Und diese Menschen, die... Hat es immer noch nicht verstanden. Ja. Grund sterben die Kinder, ja, wo als Schutzschild vorgeführt oder man für Allahs Sache stirbt. Wenn man auf dem Weg für Allahs Sache stirbt, dann ist man ein Märtyrer. Genau, und die unschuldigen Kinder auch. Also die sind ein Hadith, wenn ein Kind stirbt, einfach so, ne? Was keine Sünde oder so begangen hat, ist es nicht sicher, ob es ins Paradies kommt. Wir haben doch Mohammed und Aisha miteinander debattiert drüber, ob die dann in die Hölle kommen oder nicht. Aber unschuldige Kinder, die haben nicht mal. Glaubst du, Hakan, hör auf zu moralisieren. Er versucht die ganze Zeit immer das Kinderthema hier, glaube ich, hier groß zu sagen. Wie alle von denen. Moritz, erstmal habe ich nicht gesagt arabische Kinder, ich habe Kinder gesagt, alle Kinder. Alle Kinder, also du sagst quasi Fatima. Aisha hatte recht und alle Kinder kommen in den Himmel, ja? In Israel sind ja auch Kinder gestorben. Keiner hat dir gesagt, in Palästina oder dort, sondern ich habe gesagt, alle Unschuldige. Ja. Also Hakan, ich glaube auch, dass alle Kinder. Weißt du, was unschuldige Kinder sind, Hakan? Unschuldige Kinder sind die... Auch gar nicht im Himmel. Wo im Koran steht, dass ein jüdisches oder ein christliches... Moritz, das ist gerade nur... Nicht gleichzeitig, bitte. Wir haben auch gleich einen neuen Gast, Dragan. Hakan, lass bitte Moritz antworten. Leon, du moderierst... Schau mal, ich frage dich nur, weil das... Auf Moritz einzuhaken, immer nur einer auf ihn, danke. Ja, Moritz, bitte. Ja, schönen guten Abend euch alle. Dragan, guten Abend, du bist gleich dran. Moritz, bitte sprich und niemand unterbricht Moritz, danke. Sorry, also Hakan, wo im Koran steht... dass egal, ob du Jude oder Christ bist, als Kind in den Himmel kommst. Du kannst nur als Muslim in den Himmel kommen. Schau mal, als Kind, egal ob jüdische Kinder, christliche Kinder, als Kind bist du eh unschuldig. Du bist eh unschuldig. Du bist schon im Paradies dann. Okay, dann gib mir den Vers, wo das drin steht. Gib mir den Vers, wo das drin steht. Ich bin leider nicht so gut drin. Aber ich hab's gelernt, ich weiß es. Argumentier nicht damit, wenn du dir nicht sicher bist. Entweder du weißt es oder du weißt es nicht und dann ist man ruhig. Im Christentum, im Judentum ist es doch auch so. Tut ihr unterscheiden über muslimische Kinder und jüdische Kinder? Moment mal, im Christentum geht's jetzt gar nicht. Da gibt's keine Bibelschulen, wo man dann irgendwie radikalisiert, dass man sich in die Luft sprengen soll oder irgendwie mit einem Maschinengewehr rumrennen soll und Leute abknallen soll. Also hallo? Hab keiner gesagt, habe ich nicht gesagt. Was ist denn mit den unschuldigen Kindern, die indoktriniert werden in Koranschulen oder in Moscheen, die dann dazu ausgebildet werden, Menschen zu töten? Was ist denn mit den unschuldigen Kindern? Da reden Muslime nicht gerne drüber. Ne? Das ist auf der einen Seite ist es total schizophren. Ihr sagt, ihr beschwert euch, dass die IDF angeblich Kinder töten würde, was sie überhaupt gar nicht macht und da rumgeht und auf Kinder schießt. Und auf der anderen Seite seid ihr doch selber diejenigen, oder Muslime, oder nicht du, aber eben ne, die islamische Welt, die ständig Kinder indoktrinieren und dazu ausbilden, irgendwie Gehirnwäsche zu kriegen, um gegen Menschen vorzugehen. Das ist doch das Unnormale. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen... Tut mir auch leid, diese armen Kinder haben Gehirnwäsche bekommen. Dann red doch mal darüber. Ich schau mal. In Israel oder in generell jetzt wieder ablenken. In der arabischen Welt, keiner wird bestreiten, dass es da Probleme mit dem Islam gibt. Hallo, hört ihr mich? Ja. Okay. Keiner wird bestreiten, dass es da Probleme mit dem Islam gibt, ja, mit dem politischen Islam. Und dass der auf jeden Fall angepasst werden muss, liberaler werden muss. Aber die Veränderung muss halt von solchen Muslimen kommen, wie von dir, Hakan, die das anders sehen, die sagen, alle Kinder sind gleich und unschuldig, ja, weil das ist die Wahrheit. Also jeder, der klar denken kann, sieht das. Ja. Eben, da braucht man keinen Vers oder irgendwas, wer das auch gesagt hat vorhin. Und dass sich Leute wie du, ihr müsstet quasi euch zusammentun, damit ihr mehr Reichweite, mehr Stärke habt,
und versuchen den Islam. Es gibt hier jemanden auf TikTok, der heißt Femi. Danke, du hast verstanden. Kennst du Femi? Nein. Nee, okay, ich kann dir später vielleicht sein Profil schicken, ich frag dir mal. Auf jeden Fall, der ist auch, so wie du, sehr liberaler Moslem und geht halt auf Aufklärung hier auf TikTok und versucht mehr Muslime halt ein bisschen gechillter zu machen auf Deutsch, ja. Und ja, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, diese Veränderungen von euch kommen. Ihr müsst halt schauen, dass ihr wirklich sachlich und ruhig bleibt. Also Moritz zum Beispiel, deine Aussagen, oh mein Gott, sowas... Durch solche Sachen entstehen halt Hass und Kriege. Hakan, darf ich dir mein Ziel sagen? Darf ich dir mein Ziel sagen? Darf ich dir mein Ziel sagen? Mein Ziel ist, dass aus der muslimischen Gemeinde heraus, dass man sich anschaut, okay, im Koran stehen Sachen drin, die sind für die heutige Zeit überhaupt nicht mehr passend, beziehungsweise in den Hadithen, dass man schaut, okay, dass eine moderne Gemeinschaft von Muslimen entsteht, die sagt, hier, wir wollen in einer westlichen Gemeinschaft, hier in Deutschland zum Beispiel jetzt, ne, friedlich leben, wir wollen mit den Andersgläubigen friedlich leben, es spielt keine Rolle, was für eine Religion die haben. Wir sagen, trotz, dass der Koran es uns verbietet, mit denen befreundet zu sein, befreunden wir uns mit denen, weil es ist einfach menschlich. So. Und mir geht es einfach nur darum, dass die modernen Muslime, die sagen, hier, wir wollen friedlich mit euch leben, wir wollen nach dem Grundgesetz leben und wir sehen euch nicht als unsere Feinde an, dass die sich vereinen und sagen, hier, wir wollen den Islam weiterentwickeln in dem Sinn, dass er im 21. Jahrhundert ankommt. Ja, man muss erstmal mit sich anfangen und sich dann erstmal weiterbilden und erstmal für sich dann schon. Also so müssen wir alle vorstellen, wo alle Muslime und Christen und Juden in Frieden leben können, weil der Islam hatte dann auch diese Lass uns mal sehen, was wir dann erreichen können als Menschheit, wenn der ganze Nahe Osten so stabil ist wie Europa in den letzten 70 Jahren. Dragan, hallo, was willst du uns guten sagen? Guten Abend. So, erstmal guten Abend euch allen. Und zwar, wir müssen erstmal realistisch bleiben und sachlich, ganz genau. Immer gut, seit Jahren, beobachte ich sogar selbst, und jedes Kind auf dieser Welt weiß ganz genau, dass über 21 islamische Länder wünschen die Vernichtung von Israel. Und die haben oft versucht, nicht nur im 21. Jahrhundert, sogar im antiken Israel und heutzutage, ne? Und die haben oft versucht, ob das 48 war, 68, 72, 84 und jetzt letztes Jahr Oktober, ne? Und die wünschen, dass Israel bis zum Grund und Boden vernichtet wird. Ob das jetzt Kinder sind, Frauen oder Ältere, ne? Wer ist hier der Opfer? Israel oder der islamische Land? Klar, dass Israel sich verteidigen wollen. Es geht gar nicht um Region oder um Hass oder weiß was sie. Guckt ihr mal euch, die islamische Länder so groß. Das sind so viele Menschen. Israel ist ja ein einzig kleiner Punkt da auf die Karte zu sehen. Ne, was wollt ihr denn von dir? Warum wollt ihr Israel einfach vernichten? Ich verstehe das nicht. Die haben versucht, zweimal zwei Staaten zu gründen. Aber ihr habt das immer wieder abgelehnt. Ne, warum könnt ihr nicht einfach zufrieden leben? Ihr wollt die ganze Welt islamisieren. Das geht doch gar nicht. Ne? Wir müssen uns einander respektieren und akzeptieren. Aber so, dass jemand zu mir kommt und will mein Land vernichten, meine Kinder, meine Frau, und dann mache ich das selber mit dir. Verstehst du was Wichtiges an, Dragan? Ich bin noch nicht fertig. Ich werde erstmal versuchen, diplomatisch und sachlich umzugehen. Aber wenn ich das nicht hinbekommen kann, ne, wenn er immer wieder versucht, meine Familie auszulöschen, meine Nation, meine Wurzeln, dann werde ich das selber machen mit ihm. Und bevor er mich vernichtet, dann werde ich, und das steht sogar auch im Koran bei dir, ne? Also nochmal, Israel ist nicht, Israel ist nicht im Krieg mit ganz Gaza. Wir sind im Krieg mit der Hamas und mit allen, die Hamas unterstützen. Nein, du hast manchmal falsch verstanden. Es geht nicht nur um Gaza und um Palästina oder Israel. Es geht um die gesamte Welt und gesamte Islam,
dass die Israel vernichten wollen. Also ja, wenn du einen Feind hast, dann definitiv bekämpft den Feind, bis er gebrochen ist, gebe ich dir recht. Pass auf, das wissen wir alle. Iraner sind. Kurz einhaken. Das hat Iran auch gesagt. Iran hat gesagt, genau, dass wenn Israel zerstört werden sollte, dass das nicht das Ende des Zionismus ist, sondern erst dann aufhören wird, wenn alle Juden weg sind. Das hat ein iranischer Vertreter gesagt. Dragan. Alle islamische Länder, pass auf. Dragan, warte, lass mal Hakan dir eine Frage stellen. Dragan, es gibt kein islamisches Land, wo 6 Millionen Juden gestorben sind. Ach komm, jetzt die Nummer. Okay, aber es gibt Nummer. Sind genug weil andere gestorben. Er schießt gerade auf uns und sagt, weil was wir den Islampakt durchgehen, sollen wir mit Amin al-Husseini anfangen, sollen wir damit anfangen, dass ja jetzt ein neuer Film gedreht werden soll, dass der Nachkomme von Amin al-Husseini und der vom Österreicher kommen. Freund, deswegen sollte Dragan eher sachlich bleiben und sagen, alle Menschen in der Geschichte haben Israel gehasst oder wir wurden verfolgt von der ganzen Menschheit und nicht sagen Islam. Warte, wir konnten immer absoluter gut sagen, Blödsinn. Bei den Indern hat uns niemand gehasst, die meiste Zeit über konnten wir da gut schauen. Ihr habt mich ganz genau verstanden, Leute. Also, zweitens, Islam ist eine Bedrohung für die ganze Menschheit. Schaut euch die Osmanen an. Die Osmanen haben Juden aus Spanien, aus Europa nach Istanbul diese gebracht. Bitte. Wie waren das? 50 Islam Jahre und das nur, weil es den Nutzen gebracht hat. Der Islam hat sich verbreitet nur mit Gewalt, nur mit Tod, mit Verbrennung, mit Verfolgung, mit Vergewaltigung und, wenn man geschichtlich zurückgehen. Ne, da war nichts mit Liebe. Stimmt, die Juden waren völlig in Europa. Ne? Du hast recht, Dragan. Natürlich. Ja, in Spanien, in Deutschland, die waren überall glücklich. Also, Dragan, ja, es gab Pogrome in Europa, es gab welche im Nahen Osten, es gab eigentlich überall Pogrome, ganz einfach. Da muss man klar sagen, dass die Christen auch eine dunkle Geschichte hatten, aber... Weil die Christen haben es geschafft, sich weiterzuentwickeln, aus ihrer Vergangenheit zu lernen. Sie hatten sozusagen eine Phase der Erleuchtung, nennt man das, ne? Sind liberaler, moderater geworden, Trennung Kirche, Staat, bam, bam, bam. Und jetzt leben wir hier, respektieren einander und haben sowas. Und Hakan versucht einfach nur abzulenken. Nicht mehr im 15. Jahrhundert. Dorf längst abhaken. Es geht hier allgemein einfach nur um die muslimische Verbrechen oder die muslimische Länder, die wollen, dass Israel vernichtet wird. Darum geht es. Da musst du nicht ablenken auf damalige Zeiten. Du musst nicht ablenken, was Christen mit Juden gemacht haben. Das sind alles Dinge, die da versuchst du Whataboutism zu machen und abzulenken auf andere Dinge. Speedy, darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, sicher. Du darfst immer einer. Ja. Nee, wir haben ja, und wir können aus der Charta der Hamas gerne zitieren. Man muss kurz wissen, die Hamas selber ist eine Unterorganisation der Muslimbruderschaft. Die selber sehen den Koran als ihre Verfassung an und die haben selber einen Hadith zitiert in ihrer Verfassung in Artikel 7, wo drin steht, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Und ein Stein sagt, um Muslim Dina Allahs, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Der Einzige, der die Juden nicht verraten wird, ist der Baum Gakwat, denn er ist ein Baum der Juden. So, daraufhin waren auf Twitter haben etliche Muslime gepostet, pflanzt Gakwat-Bäume, so lächerlich, also ja, den Juden gegenüber. Dass die okay, Moritz, ich möchte was sagen. Nein, Moritz, das stimmt gar nicht, was du sagst. Bitte. Das stimmt überhaupt nicht, was Moritz ist irgendwie, ich alles weiß nicht. Lüge. Leute, lasst mal bitte Bild-Zeitung, TikTok neue Bild-Zeitung. Ja. Hakan, go ahead. Moritz, schau mal, es geht nicht darum, kein Mensch unterstützt Hamas. Hamas ist eine terroristische Organisation. Hakan, ohne Schmarrn, sag mal, hast du bei 12 angefangen, dich weiterzuentwickeln? Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Die islamische Welt hat mitbekommen, dass in Deutschland Baklava verteilt worden. Hast du mitbekommen, dass Erdogan das unterstützt hat, was da unten passiert? Hast du das alles nicht mitbekommen? Nein, das hat er nicht gesehen. Aber lass ihn erstmal aufschauen, wenn ich auf sein Argument höre. Also laut Moritz
sind dann alle Muslime gegen Juden. Willst du das jetzt sagen? Verstehst du das? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Die islamische Welt. Er hört nicht zu, er kapiert es nicht. Er hat die Aufnahmefähigkeit eines Kleinkindes. Ja, wahrscheinlich existiert für ihn der radikale Islam nicht. Das ist ja meistens so. Die leugnen das einfach. Okay, nochmal, um das klarzustellen. Bitte nochmal, um es klarzustellen, nochmal. Da steht in der Hadith-Literatur drin, ne? Gott sei Dank halten sich viele Muslime nicht an das, was in der Hadith-Literatur drin steht und denken eigenständig. So, diejenigen, die das aus der Hadith-Literatur ernst nehmen und darauf einen Vernichtungsaufruf gegen die Juden sehen, das ist, kann potenziell dazu genutzt werden, um das zu rechtfertigen. Ne? Deswegen muss geschaut werden, das ist für die heutige Zeit nicht mehr gültig, das muss aberkannt werden. Und da muss gesagt werden, hier, Mohammed hat da Sachen gesagt, die nicht in Ordnung gewesen sind. Aber diese Selbstkritik, die ist im leider muss ich sagen, bei sehr, sehr wenigen Muslimen nur vorhanden, dass sie Mohammed kritisieren können. Richtig. Und das wird nicht thematisiert von den Muslimen. Da haben wir die Arschkarte, wenn die in Mehrheit sind, vor allem hier in Europa. Dann glaubt mir, Leute, die wollen auch hier die Scharia haben. Ja, ja. Wenn sie immer in Mehrheit sind, dann haben wir wirklich die Arschkarte. Weil das ist die einzige Religion auf der Welt, die Gewalt, Tod und Mord verbreitet. Bei Buddhisten habe ich das noch nie gesehen. Bei Inder habe ich das auch nicht gesehen. Konfuzianismus und wie auch diese ganze Religionen heißen. Gewaltmäßig, so wie der Islam, habe ich noch nie gesehen. Und wenn Erdogan sagt, das sind Freiheitskämpfer, ne? Der Erdogan sagt ja selber, das sind Freiheitskämpfer. Okay, der Erdogan ist ja auch Islamsprecher von allen islamischen Ländern. Der Erdogan ist ja auch zählt für allen Muslimen, wenn er so sagt. Also hast du recht. Wieso ziehst du mich dann in den Dreck? Das ist mein Problem. Iran, Irak, Türkei, ja. Syrien, Libanon. Sind ja noch mehr. Ist ja nicht nur Erdogan. Ja. In den Ländern, in denen der Islam in den letzten Jahrzehnten an die Macht gekommen ist. Erdogan hat in die Medigörus-Moscheen und in die DITIB-Moscheen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss hier in Deutschland. Ja, man muss allerdings auch bedenken, Erdogan wurde mit den Stimmen aus Deutschland mitgewählt. Wie gesagt, die Diyanet ist direkt Erdogan unterstellt und die Politik von Erdogan wird hier in Deutschland auch mitgemacht. Also wenn man sich die Pro-Palästina-Demonstration angeschaut hat, ne, was da gerufen worden ist, Reiber, Ohe Juden oder so. Also es wurden so viele schlimme Sachen auf diesen Demonstrationen gerufen, die zu einem Genozid an den Juden aufrufen. Hallo, hört ihr mich? Ja. Erstens, ja, wir hören in Deutschland nicht. Alles haben gut, nicht okay. Mal Türken. Also ja, und schau mal, Erdogan wäre schon sehr gerne der Anführer der islamischen Welt. Du hast recht, er ist es nicht, aber er wäre es gerne und viele Muslime glauben es und feiern ihn, auch hier in Deutschland extrem viele. Also bekommt Hamas Unterstützung. War das sogar erst vor kurzem, haben sie doch in einem der türkischen Nachrichtensender, war nicht nur das türkische Land rot eingefärbt mit seiner Symbolik, sondern auch die Nachbarländer. Und da merkt man allein diese Bestrebungen, die sie haben wollen. Erdogan strebt ein neues großosmanisches Reich an. Ja. Eben, genau das ist das Ziel der MHP und unter anderem der Grauen Wölfe, dass die Türkei zum Großosmanischen Reich wieder wird und das hat halt eine Re-Islamisierung mit zur Folge und das wird halt auch in vielen Moscheen auch mit gepredigt. Und das sagt einer, der in der NATO ist und letztendlich dann gegen den Westen spricht, ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Erdogan ist in der NATO, redet aber eigentlich gegen unsere westliche Zivilisation, ne? Das ist auch noch der Hammer. Ja. Moritz, wie war der Spruch nochmal? Die Demokratie ist nur der Zug, auf dem wir ausspringen, bis wir am Ziel sind. Ja. Die Kaserne, also ist auch so, dass die NATO, Kaserne, dass die NATO mit dem Erdogan, ich sag's nur für eine Sekunde, überhaupt nicht sicher sind. Und das wurde schon von amerikanischem, ich weiß nicht welchen Dienst genau, beziehungsweise ich müsste nachschauen, ich habe das nicht im Kopf, aber in Amerika schon in höheren Kreisen wird darüber spekuliert, denn im Falle eines Krieges wäre Erdogan beziehungsweise die türkische Armee kein zuverlässiger Partner. Ja, aber die wären wohl zweitstärkste Kraft. Okay, ganz kurz dazu. Das ist immer sehr viel Rhetorik. Schaut im Nahen Osten nicht sehr auf die Worte, schaut immer auf die Taten. Und Erdogan hat letztens von den USA die F-16 genehmigt bekommen. Für den Schweden-Deal mit der NATO. Aber wir hätten es ihm nicht erlaubt, wenn die USA gesagt hätten, er ist nicht zuverlässig. Er ist vielleicht eine Nervensäge, okay. Er ist ein Großmaul, okay. Aber wenn es hart auf hart kommt, am Ende des Tages, dann wird er schon mit uns kämpfen. Die Türkei bleibt auch im Handel mit Israel
bleibt stark. Also Betonhandel. Jedes Land im Nahen Osten. Leute, ich muss euch was beichten, Leute. Die Politiker, die müssen manchmal lügen. Die müssen manchmal sagen, hey, wir sind gegen Israel. Aber natürlich, schau mal Handel an. Absolut. Wirtschaftlich ist Türkei mit Israel sehr stark. Oder nicht? Ja, die sind Leute, sehr ich habe nur ein, zwei Worte noch zu wechseln und dann gehe ich weg. Naja, okay. Warum? Drager, wirtschaftlich, Hakan, wirtschaftlich. Ja, wirtschaftlich. Wirtschaftlich, ja, wirtschaftlich sind wir gut. Ja, ja, ich wollte nur kurz mal sagen, warum die islamische Welt nicht angegriffen hat, weil die USA, die NATO, die China, die haben sich schon installiert bei der Küche. Ja, und daher dürfen auch nicht die islamische Welt angreifen, weil sie wissen ganz genau, was dann kommt. So. Ja, es hat aber auch noch einen anderen Grund. Mich hat ja auch gewundert, dass Jordanien nichts gesagt hat, habe ich ja auch schon im anderen Stream gesagt. Stream, Jordanien hat sich nicht sofort gemeldet, die waren kleinlaut. Wie gesagt, auch eigentlich Saudi-Arabien, eigentlich hätte ja auch draufhauen müssen auf Israel, aber die haben sie eigentlich auch rausgehalten. Katar, die sind zwar ein bisschen viel, aber die haben die Schnauze gehalten. Auch jeder und Tunesien, weil die ganz genau wissen, weil sie auch keinen Bock mehr haben mit diesem Konflikt. Die möchten ihre Ruhe haben. Deswegen verstehe ich ja diese Islamfeindlichkeit nicht. Welche Islamfeindlichkeit jetzt wieder? Ja, ich sag nur noch Moritz, unser Fake-Bild-Zeitung. Er schnappt mal wieder irgendwelche populistischen Begriffe aus. Derjenige, der Bild-Zeitungsniveau gerade anwendet. Ja, irgendwie. Hass auf die Welt, nicht wir auf den Islam. Ja, eben. Das wird ja alles verdreht. Weißt du, woher der Begriff Islamophobie kommt? Der Begriff Islamophobie wurde von Ayatollah Khomeini damals eingeführt, ne? Und du weißt, was mit den Linken passiert ist, als der an der Macht gewesen ist, ne? Der hat die Linken dann auch direkt beseitigt. Ja. Und Leute, da soll man keine Islamophobie bekommen. Das Einzige, was ich gesagt habe, die islamischen Länder, es gibt keine Unterstützung. Schon wieder? Also irgendwie... Schon wieder, ja, dann schau dir mal... Sage, also du bist Erdogan... Wie also irgendwie kapiert der das? Der ist nur seine Propaganda... Also ich habe echt nur Propaganda... Eine Frage, wie kamen die ganzen Waffen... Anna, spring mal ein, bitte, und erklär mal wirtschaftlich mit israelischen Ländern. Kann ich ganz kurz was sagen? Also, es gibt tatsächlich zum Beispiel im Iran so ein Phänomen, dass die Regierung vom Iran absolut israelfeindlich ist. Und darüber gibt es keine Diskussion. Aber im Iran selbst sind die Menschen israelfreundlich und judenfreundlich gestimmt. Das ist ein Beispiel, ja, für ein islamisches Land und für einen Erzfeind von Israel. Aber das ist nur im Iran so. Im Iran schreiben die Menschen auch, wir sind nicht Gaza und Schluss mit Gaza, Schluss mit Palästina. Die meinen damit natürlich nicht, dass sie kein Mitgefühl haben mit den Opfern dort. Die meinen damit lediglich nur, dass die es satt haben, dass die iranische Regierung viel Geld nach Katar, nach Palästina, nach Gaza, nach Libanon schickt. Die sind alle strikt dagegen und die haben überhaupt diesen Schmarrn, den wir in Deutschland hören von vielen Muslimen, Hakan leider, diesen Schmarrn über Israel besetzt. Das eben, Land, danke Anna, ja, richtig. Apartheid, das alles verbreiten sie überhaupt nicht, zum Beispiel im Iran. In der Türkei, leider, Hakan, muss man sagen, dass 40% der Türken Erdogan mit seiner populistischen, anti-israelischen Propaganda unterstützen. Und das ist sehr viel. Ja, auch hier, ich treffe immer wieder auf Muslime, die leider sagen, ich habe keine Nationalität, ich bin Moslem. Ja, warum unterstützt du Hamas? Denn die sind Moslems und ich bin Moslem, das sind meine Brüder. Hakan, man hört es leider sehr, sehr viel. Und was du meinst, ja, das stimmt auch. In den meisten muslimischen Ländern ist das, was die Bevölkerung denkt, nicht das, was die Regierung sagt. Genau. Aber das, was in Deutschland passiert, das verwundert mich. Du bist ein normaler Mensch, du kannst das auch nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Ich bin nicht islamophob, ich bin einfach entsetzt darüber, dass die islamische oder muslimische Gesellschaft sogar in Europa so unzivilisiert und radikalisiert wurde. Ja. Und dass die Hamas natürlich die Menschen in Gaza radikalisiert hat, das ist auch klar. Dafür gibt es und dafür
bis die ganzen Fahrer und 7. Oktober und was weiß ich alles. Also es ist, wie du sagst, aber es ist auch, wie wir sagen, es gibt das und das. Es gibt hier nur 30%, ungefähr 20-30% radikale Muslime. Aber man ist sehr zurückhaltend aufgrund von Kritik an Hamas. Ist man als islamische Staaten sehr auffallend zurückhaltend, ja, finde ich. Weil in den meisten muslimischen Staaten herrscht Diktatur. Ja. Ja, so, und die meisten Muslime sind tatsächlich nicht radikal. Die sind, nee, sind 20-30%. Aber von 2,5 Milliarden haben wir dann mindestens 300 Millionen radikale Menschen. Das ist Amerika. Das ist doch sehr viel und sehr gefährlich. Und die werden finanziert. Und wir brauchen Muslime wie dich, Hakan, die laut werden. Je mehr es von solchen wie Hakan gibt, eben Muslime, die aber aufstehen und sagen, einen Moment, das ist kein Bild von uns, ich will nicht so repräsentiert werden mit meinem Glaube, desto eher, ja danke auch dir, desto eher gibt es wirklich Frieden und desto eher gibt es auch Frieden in Deutschland und in Israel anyway und in den Gebieten, wo es Araber gibt. Darum geht es. Also was Hakan meint, das gibt es tatsächlich. Zum Beispiel im Iran, da weiß ich das ganz genau. So, ich schweige jetzt. Moritz, guten Abend. Deswegen ist es halt ein bisschen gefährlich, wie du dich artikulierst. Es stimmt nicht. Es ist nicht schön sowas. Das ist das Problem gerade. Ja, wenn jemand intelligent ist. Warte mal kurz, Hakan, was stimmt nicht von dem, was ich gesagt habe? Was stimmt nicht? Schau mal, der Unterschied zwischen... Wenn jemand intelligent genug ist, dann versteht er auch die Kritik. Okay, was genau, Hakan? Ich habe jetzt einige Statements gemacht. Du kannst dir gerne eins von denen aussuchen und mir sagen, was nicht stimmt. Dann können wir mal fertig reden. Die Zuschauer wissen ganz genau, wie Anna geredet hat, wie sie sich artikuliert hat. Und die wissen auch ganz genau, wie Moritz sich artikuliert hat. Geht nicht, es ist falsch. Es ist nicht menschlich, es ist nicht schön. Warte mal, sprichst du mir gerade die Menschlichkeit ab? Ja. Sprichst du mir gerade die Menschlichkeit ab? Darunter auch, ja. Moritz, also ganz ehrlich, wir brauchen nicht nur liberale Muslime, wir brauchen auch welche, die wirklich intelligent genug sind, zwischen den Zeilen zu lesen. Und das Problem ist allein schon, wie hier dermaßen inflationär die Begrifflichkeit missbraucht wird. Und klare Kante. Komischerweise, es fällt sehr wenigen auf. Rede ich zwischen den Zeilen? Na, aber wie gesagt, dass er auch den Kontext dahinter versteht. Und das Problem ist, dass allein schon, wie inflationär die Begrifflichkeiten missbraucht werden. Weil witzigerweise, es heißt ja zum Beispiel Antisemitismus, also wirklich Hass auf Juden. Aber warum heißt es komischerweise Islamophobie? Sie beziehen das auch auf Hass. Aber was ist eine Phobie? Eine Phobie ist Angst. Also es heißt wirklich Angst vor dem Islam. Eine Frage an dich, Hakan. Ich habe nur eine Frage an dich. Ja. Siehst du Mohammed als den perfekten Menschen? Nur ja oder nein? Ja. Ja, siehst du, und in der Hinsicht zeigt schon, dass du überhaupt keine Ahnung hast vom Islam, ganz ehrlich. Ja, das Problem ist, schau mal, es gibt ja auch unterschiedliche Perspektiven, weil der Islam, was du siehst, ist vielleicht bei mir komplett anders, weil dir wird man das falsch beigebracht. Dir zum Beispiel... Was? Islam, Hakan, es gibt Sachen, die kann man nicht rechtfertigen. Es gibt Sachen, die kann man nicht rechtfertigen. Kinderehen kann man nicht rechtfertigen. Sklavenhandel kann man nicht rechtfertigen. Und du sagst, das ist perfekt? Es ist perfekt, aber nicht das, was ihr kennt. Leider, leider. Mit solchen Muslimen wollt ihr euch ehrlich gesagt, ich verstehe es gerade nicht. Also ich finde es ein bisschen schwierig, dass er immer relativ hat. Mohammed hat nachweislich eine Kinderehe vollzogen. Er hat nachweislich Sklaven gehalten und auch mit denen Sex gehabt. Ist das für dich perfekt? Das ist alles Lüge. Das ist gelogen, das stimmt gar nicht. Das ist gelogen. Mein Freund, aber wer hat sich du hast es doch gerade bewiesen, für dich ist das okay und das zeigt die mangelnde Selbstkritik. Lass mal den Aziz aussprechen. Freund. Wir brauchen auch Gegenstimmen. Hallo. Aziz, guten Abend. Hallo Leo. Einen wunderschönen guten Abend. Was möchtest du sagen? Das ist alles Pillepalle-Pulle sind. Ihr muss was in genau, Gründe Aziz, gehen. Wir brauchen von dir Daten. Ihr müsst in Gründe gehen. Bisschen Bildung, nicht immer Zeitung lesen. Ihr müsst in Gründe die Wurzeln packen, Wurzeln. Wo die böse Wurzeln liegen. Das hat der Anfang damals in Pakistan, Afghanistan und UdSSR. Genau dort haben die schon alles geplant, wie der Weiterplan läuft. Und was gerade jetzt läuft, die... Hallo, hört ihr mich? Moment mal. Die ja, ich höre euch irgendwie nicht. Bitte hören zu. Ich habe euch die ganze Zeit zugehört und dann werde ich auch runtergehen. Ich wollte euch nur ein paar Sachen klären.
Das hatte damals angefangen in Pakistan, Afghanistan und UdSSR, diese Geschichte. Dort haben die den ganzen Terror finanziert mit Dollar. Und da waren die auch diese, was du gerade, was Ingmann hatte gerade gesagt, die ganze Diktaturen haben die auch finanziert, die haben auch mitgearbeitet. Aber die wussten damals nicht Pläne von die USA, was die überhaupt wollen. Die haben gleiche Zeit haben die China mit Kurden angefangen, die gleiche Zeit haben die Kurden gegen Türken gehetzt, die gleiche Zeit haben die ganz viele im Südamerika haben die angefangen, genau gleiche Zeit haben die in Afrika angefangen. Und irgendwann ist der UdSSR ist kaputt gegangen und dann haben die Pakistan Stich gelassen und dann haben die weiter diese Terror finanziert. Und Islam ist keine Terrorreligion. Das müssen wir langsam verstehen. Oh. Islam hatte immer. Eine Frage. Islam hatte immer. Was hat sich der Islam verbreitet? Ja, was? Islam hatte immer. Friedige Predigen oder gilt das Schwert? Es sind immer die anderen schuld, ja? Also das Schwert. Es sind immer die anderen schuld. Der Islam haben die damals gesehen, dass es Gefahr ist, weil der Islam so schnell verbreitet worden war. Also der Islam hat sich das Schwert verbreitet, nicht wie das Christentum, wo die Wanderprediger oder die Apostel oder die anderen Priester hergegangen sind und den Menschen von Gott und Jesus Christus erzählt haben. Der Aziz, wir haben ohne Waffen. Wenn wir diese Pflicht, kann ich bitte nicht unterbrochen werden? Danke. Aziz, ich habe eine Frage an dich. Hier schreibt zum Beispiel Nordlicht 856, sehr interessantes und wichtiges Kommentar. In Schulen werden Kinder bedroht ohne Kopftücher. Warum werden in Deutschland Menschen radikalisiert, die hier geboren sind oder sehr lange leben? Amerika, denkst du wirklich, das ist so ein Flashmob von Biden oder von Trump, die sich als Muslime, als junge Muslime verkleiden, durch deutsche Schulen gehen, durch deutsche Straßen, hier Frauen vergewaltigen? Ich meine, diese Radikalisierung der islamischen Welt, nicht alle, aber in der islamischen Welt, gibt es eine Radikalisierung und starke Verblödung. Daran kann nicht nur Amerika schuld sein oder Sowjetunion. Nee. Das muss ja irgendwie an den Muslimen selbst liegen, meinst du? Ja, natürlich, natürlich hast du recht. Ich gebe dir so, der Islam haben die benutzt, als im Terror dort so hinzustellen, ihr eigene Interesse so zu sehen, die ganze Welt zu kontrollieren. Der ganze Welt so. Wer hat das benutzt? Wer hat Terror benutzt? Habe ich nicht verstanden. USA, jetzt bist du. Ochsenfahren und der IS genauso. Die Kolonialmächte. Also der Westen wieder. Der Oligarchen, da kommen wir wieder hin. Weil die haben. Nennen Sie es doch mal beim Namen. Ich kann mir diese Lüge nicht anhören. Mohammed kam mit der schwarzen Fahne und hat erobert und genauso macht das der IS. Der IS macht genau dasselbe, was Mohammed gemacht hat. Dann bitte lese mal das bisschen aus spanischer Zeit, weißt du, Islam, dass es alles Lüge ist, was hier mies gelebt. Die haben da als Unterworfene gelebt, mit nicht denselben Rechten, unter der Jizya. Islam ist verbreitet worden vom Sufismus. Liebe, Liebe und Liebe. Davon sind die viele in der Welt. Was redest du bitte? Es wurde mit dem Schwert und mit Sklavenhandel verbreitet. Schau dir bitte mal an. Von dem Afrikaner Tijade and Jace. Der hat das selber geschrieben. Weißt du, wie wird Islam, wieso konvertieren so viele? Da ganze Blutlinien dadurch ausgelöscht, dass die Männer getötet wurden und die Frauen fast gelacht worden sind. Bitte erzähl nicht so einen Schwachsinn. Luft holen, durchatmen, like den Stream, teilt ihn, Geschenke, Dankeschön, lieber an den Host, danke. Also die USA hat nicht den Koran geschrieben, ne? Das musst du wissen. USA hat nicht den Koran geschrieben, ja? Das fehlt nämlich noch, dass ihr nachher noch behauptet, die USA hat den Koran selber verfasst mit 27 Terrorbefehlen oder Tötungsbefehlen. Islam, im Koran steht dir kein einziges Wort Gewalt oder irgend noch was. Das ist nur. Das ist eine blanke Lüge. Tötungsbefehle. Mit euch. Assi, es sind 27 Tötungsbefehle bei euch im Koran. Himmel, Donner, Wetter nochmal. 27. Hör die Zahl mal an. 27. Ich werde niemals Bibel und? Oder Tora oder sowas. Es geht nicht um Bibel. Es geht nicht um Bibel. Bleib mal bei deinem Koran, bitte. Bleib bei deiner Religion. Bleib bei deinem Koran, bitte. Mit euch. 27 Stück gibt es. Ihr habt so viele. Anna? So,
Hass in sich drin. Ganz kurz. Es geht in die falsche Richtung, deswegen verabschiede ich mich. Ich habe trotzdem viel gelernt. Ja, es geht in die Richtung, weil du dem nicht mehr Herr wirst. Ja, genau. Dann ganz schön. Was ist denn passiert? Wer hat gerade gesprochen? Ich habe viel gelernt, Anna, von dir. Dankeschön über den Judentum. Ich verabschiede mich. Ciao. Wer hat die Juden gerettet? Wer spricht denn da? Ihr bestimmt nicht. Hallo, Leute. Ihr bestimmt nicht. Hallo, jetzt rede ich mal. Ihr redet ein durcheinander. Das geht überhaupt nicht. Ich höre jetzt seit einer halben Stunde zu und ich kriege die Krise, wie ihr durcheinander euch gegenseitig angreift. Bleibt doch mal sachlich. Ja, und der Westen hat keinen Recht, irgendwie der Moralapostel über die Araber zu spielen. Der Westen ist kein Stück besser. Oder ja, wo was? Nein, wo gibt, okay, nein, wo gibt es Nein, Moment, du sagst, mal. Deine wo These gibt ist, es der Osten ist moralisch nicht auf einem Höhepunkt. Der Helmut Schmidt hat gesagt, ich werde anfangen und dann gehe ich runter. Warte, Frank. Assange ist im Gefängnis, weil er Kriegsverbrechen der USA ist. Thema Ablenkung. Das ist doch kein Stolz. Jetzt wieder nicht wieder vom Thema ablenken. Okay, nein. Auch, was ich jetzt persönlich darüber, über Journalismus und so, aber letztlich hat er Staatsgeheimnisse geleakt an andere Länder, okay, an andere Agenten, an welche andere Nationen. Staatsgeheimnisse? Er hat Militäre aus dem Irakkrieg, militärische Sachen, die nicht veröffentlicht waren, geleakt. Datenschutz gebrochen. Ja. Nicht Datenschutz, nur Datenschutz für Kriegsverbrechen. Das weiß man noch nicht. Das muss man dann mal gucken. Um die es da geht. Und die hat er verletzt. Ganz einfach. Guck mal, wenn du jetzt über... Das ist dein. Dann halt ich dir also darf ich eigentlich auch mal ausreden oder quatscht ihr immer dazwischen? Du quatscht immer dazwischen. Ich halte dann einfach mal Nawalny vor die Nase. Was sagst du denn dazu, Frank? Ja, nein. Du bist jetzt mal ruhig und lässt mal andere ausreden. Nein, du antwortest auf Fragen. Aber nicht immer. Du kannst halt nicht in der Debatte dich... nicht immer Anti-West-Propaganda. Jesus. Lasst auch eine andere Meinung, Leute. Lasst auch eine andere Meinung sein. Warum darf ich? Dankeschön. Warum darf ich nicht ausreden? Wir im Westen müssen uns mal an die eigene Nase fassen. Ich kenne Kinder, die mit 6, darf ich mal ausreden? Es nochmal, ist doch einfach widerlich. Sei doch darf mal lieb, ich ausreden? Halte dich doch an deine darf eigene Regel. Ich rede jetzt. Lass Frank aussprechen, auch wenn ihr dagegen seid. Nachdem er gesprochen hat, wir können nicht untereinander nur in Liebe und Einverständnis sein. Lasst Frank aussprechen, danach könnt ihr ihn einfach nur mit euren Argumenten dann entgegensetzen. Aber erstmal lasst ihn aussprechen. Okay? Dankeschön. Ich halte nichts von den Moslems. Ich habe aber auch nichts gegen sie. Wir müssen aber aufhören, die Moralapostel spielen. Wir sollten eigentlich mal uns an die eigene Nase fassen. Deutschland ist das Hurenhaus der Welt geworden, weil wir Frauen bei uns versklaven. Wir sollten nicht anfangen, bei den Moslems rumzumeckern, solange wir unser eigenes Haus nicht in Ordnung haben. Wenn ich von Kindern erfahre, die ich betreue, die im Kindergartenalter an 3 Männer verkauft worden, dann waren das nicht Moslems, die es gekauft haben, dann war es die westliche Welt. Und wenn ich sowas mitkriege, kriege ich über die Deutschen genauso das Kotzen, wie ich es über die Moslems kriege, die auch nicht besser sind. Aber wir müssen doch mal aufhören. Wer ist denn die westliche Welt? Frank, du vergisst das. Wenn man das rauskriegt, wird in Deutschland und in der europäischen Welt, werden diese Leute ins Gefängnis gesteckt. So, wenn man arabischen Welt, ist das denen scheißegal, da machen sie es dann, weil es in den Koran steht, dürfen sie es sogar. Ja. Und hier in unserer Westen-Welt ist ein Straftatbestand und die Personen werden bestraft. Also hör endlich auf. Werden sie eben nicht. Natürlich nein, ist das nicht gut, nicht. Wenn Frauen gezwungen werden, im Puff oder im Bordell zu arbeiten. Aber diese Zwangslage, wenn das rauskommt, diese Leute gehen ins Gefängnis. Wenn es rauskommt, da besteht doch überhaupt kein Interesse, dass es rauskommt. Natürlich ist das Interesse. Der Helmut Schmidt sollte in den Gefängnis gehen. Sorry, Frank, ich finde das da irgendwie opportunistisch. Du bist da irgendwie opportunistisch unterwegs und es ist auch für mich moralapostelmäßig, wenn einer sagt, wir müssen rechtgeleitet werden oder Islam wird siegen. Das ist auch moralapostelmäßig, ne? Aber da sagst du wahrscheinlich nichts. Ich bin kein Moslem. Sein Hauptargument ist, dass der Westen nicht
nichts, dass der Westen dem anderen Kulturen nichts voraus hat. Da sage ich Schwachsinn, Mann. Wir haben die beste Kultur, wir haben die freiste Kultur, wir haben die Wohlstand, die Kultur mit dem meisten Wohlstand. Deshalb kommen die anderen Leute aus anderen Kulturen zu uns. Genau, die wollen doch alles konsumieren. Ganz einfach. Die wollen alles konsumieren. Ihr redet alles Schwachsinn, Frank. Und das ist keine Schande, das auszusprechen. Nein, ihr redet. Du musst dich nicht dafür schämen. Ich schäme mich dafür. Darf ich jetzt ausreden? Relativierung auf höchstem Niveau. Du relativierst ohne Ende. Und vor allem, du pauschalisierst einfach nur den Westen. Du bezeichnest keine konkrete Nation oder irgendeine Gegend, weil in jedem gottverdammten Land auf der Welt gibt es Verbrecher und Leute, die sich nicht an die Regeln oder an die Gesetze halten. Wenn wir jetzt anfangen, wirklich bis auf den letzten Taschendieb runterzubrechen, dann würde jedes Argument verpuffen. Aber das ist Relativierung, was du machst. Und völlig, völlig realitätsfern. Es geht um ein Thema, nämlich den Islam. Und wenn du darin keine Ahnung hast, dann halt den Mund. Richtig, ja. Darf ich Ihnen, Frank, und Frank, was hältst du von der RAF oder Bader-Meinhof-Bande? Was hältst du von denen? Frank, was soll das jetzt? Ich habe gesagt, wollte ich fragen, weil ich habe nämlich langsam eine vollkommene Idee, was du für eine politische Einstellung hast. Du hast eine ultra-linke Einstellung. Eine sehr ultra-linke Einstellung. Der Helmut Schmidt hatte gesagt, wenn wir westliche Terroristen aus dritter Welt abziehen, dann wäre keine Krieg mehr geben, junger Mann. Ihr Helmut Schmidt hat ganz andere Sachen gesagt. Was sind die größten Kriege da unten? Die Kriege da die Sunniten und Schiiten bekriegen sich doch. Was redest du? Ihr seid bekloppt. Ja, dann. Wir haben noch einen Gast, Mido. Mido, du kannst auch zwischendurch was sagen, dann können wir alle zusammen diskutieren. Also zu Helmut Schmidt kann ich nur sagen, der war korrupt ohne Ende. Ich kenne ihn persönlich. Wir haben als Familie unter ihm gelitten, weil er eben korrupt war. Und die westliche Welt. Sind alle korrupt. Darf ich bitte mal. Du hast eigentlich gar nicht das Wort, Freundchen. Und dann war Helmut Schmidt korrupt. Stimmt, eigentlich. Und du hast der Helmut Schmidt die islamische Welt kritisiert. Der ist also der pass Helmut mal auf. Ja. Leute, es reicht mir langsam, dass man hier nicht ausreden darf. Ihr quatscht nur gegen einen. Helmut Schmidt hat zu meinem Vater persönlich gesagt, wenn er kein SPD-Parteibuch hat, wird er dafür sorgen, dass mein Vater nicht mehr befördert wird, weil er beim Hamburger Staat angestellt war. Das ist korrupt. Ja, fertig. Och, du armer Papi, hat er nicht die Beförderung bekommen? Er hat sie letztendlich bekommen, weil Leistung zahlte sich immer aus. Und wenn wir mal gucken... Was ist dann dein gottverdammtes Problem? Hä? Was soll das jetzt? Weil wir die Moralapostel spielen über eine andere Islam. Du genau gerade. Schau mal, wir sind voll vom Thema weg. Wir sind jetzt bei Helmut Schmidt und eigentlich waren wir bei Gaza, Palästina und wir waren eigentlich bei dem Thema. Jetzt sind wir wieder voll vom Thema weg. Und ich weiß auch nicht, danke, und Mido wartet auf sein Wort. Manchmal muss man das Spiel einfach mitspielen, so läuft's halt, ganz einfach. Er hat ja recht, dass es Moralapostel gibt, das sind aber die Linksgrünen im Westen, die nämlich gegen den Westen reden und auch Hass verbreiten. Warum unterstellst du mir das? Leute, ich bitte euch, einmal den Mido aussprechen zu lassen. Wir können doch gleich alle zusammen weiterreden, aber ein Mensch wartet auf sein Wort. Mido, guten Abend. Guten Abend. Ja, jetzt ist euer anderer Mitredner hier rausgegangen, aber naja, ich wollte eigentlich was zu ihm sagen. Wir brauchen mehr Widersacher. Wir haben sehr wenige Widersacher. Ja, nee, das war, ich glaube, aus Pakistan, der das so schön redet. Man hätte mal fragen können, was sein Land mal vorher war. Ne? Ein rein buddhistisches Land. Ne? Und jetzt fast 100% islamisch. Der muss mal seine Wurzeln nachforschen, was die mal früher waren und warum sie islamisiert worden sind. Die letzten Statuen von Buddha, vor vielleicht 18 Jahren, wurden sie in die Luft gesprengt. Im Irak, rein christliches Land, da wurden auch die assyrischen Statuen vor christlicher Zeit in die Luft gesprengt. Dann in Syrien genau dasselbe, in der Türkei dasselbe.
wenn das ist, wenn der Islam friedlich käme, warum vernichten sie unsere Geschichten? Warum verjagen sie die restlichen Christen und die Juden, die Jesiden und auch sogar die Buddhisten aus ihren Ländern? Das wäre meine Frage. Ja, dann hätte er mit Sicherheit wieder abgelenkt und wieder relativiert und wieder verallgemeinert. Das ist ihre übliche Taktik. Verschleiern, verdrehen, verzerren, ablenken. Ja, dann zeigen sie mit dem Finger immer auf Amerika, auf England, auf die Franzosen. Das ist immer diese billige Masche. Aber leben dann auch hier? Ich meine, wenn das ihre Feinde sind, warum leben sie überhaupt hier? Das ist meine nächste Frage. Ja? Frank weiterstellen, weil der macht das Gleiche. Hallo, hörst du mal auf, mich zu beleidigen? Ich bin Deutscher von Urzeit. Ach, du armes Büttchen, jetzt komm. Zeig mal ein bisschen Rückgrat. Ja, hör auf. Ja, der Frank hat ja noch kein Leid bekommen, also Leid in seiner Kultur oder Religion oder in seiner allgemein, ja, dass er nie so ein Leid gespürt hat wie Jesiden, wie Christen, wie Buddhisten aus dem Islam. Aber es wird irgendwann mal auch kommen, wenn das noch überlebt. Oder er spürt das noch nicht. Also eigentlich haben wir jetzt was, immer noch... Was nimmst du dir eigentlich für ein Recht auf, solche Lügen zu verbreiten? Was weißt du von der Vorgeschichte meiner Eltern und meiner Großeltern? Was weißt du darüber? Ich weiß viel. Also. Ich bin seit über 50 Jahren hier. Ich bin hier geboren. Also weiß ich auch vieles. Ich kenne zwar deine Eltern persönlich nicht, aber ich weiß, was hier passiert. Ja, da würde ich auch mal ganz vorsichtig sein. Bevor du gegen meine Eltern schießt. Habe ich irgendwie deine Eltern erwähnt? Ganz vorsichtig. Ja, nee. Wir haben auf hohem Niveau. Also was drehst du mir Dinge in den Mund jetzt? Verstehe ich nicht. Ja, du meinst, sie hätten kein Leid erlebt. Woher willst du das wissen, dass mein Vater, weil mein Vater für die Juden im Krieg eingestanden ist und aus der Hitlerjugend ausgestanden ist, weißt du, was er dafür durchmacht? Was hat das jetzt mit dem Islam zu tun? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine, was hat das jetzt mit dem Islam zu tun? Bitte zurück zum Thema von unserem Stream, ja? Aber ich muss Frank einerseits das Recht geben mit dem Moralapostel vom Westen. Das betrifft aber diejenigen, die unsere Demokratie nur benutzen für ihre Ideologien. Und das sind Linksgrüne mit dem radikalen Islam, die nur westliche Demokratien benutzen und für ihre Zwecke benutzen und sich auch noch immer aufregen und hier den Mund groß aufmachen, aber hier in Wirklichkeit zersetzen wollen und Demokratien zerstören wollen. Da hat er recht. Das sind die Moralapostel. Ganz ehrlich, also Frank, was ist das denn schon wieder für eine Unterstellung? Ich bin nicht linksgrün. Bitte, Amel Frank. Du hast aber eine sehr linke Einstellung, eine sehr anti-westliche linke Einstellung. Ja, und wir sind vielleicht habe ich mich auch ein bisschen mehr mit dem Westen beschäftigt, als du das vielleicht jemals getan hast. Das ist jetzt auch eine Unterstellung. Du hast es ja auch eine Unterstellung. Du hast vorhin gesagt, viele Beispiele genannt. Darf ich erst mal Frank zu Ende stellen? Frank, du hast vorhin erwähnt, dein Großvater wäre angeblich von Helmut Schmidt genötigt worden, bei der SPD beizutreten. Hast du dir schon mal überlegt, in welchem Gesprächszusammenhang das überhaupt war? Ich nehme an, dass dein Großvater nicht mehr lebt. Sonst hättest du ihn mal fragen können, in welchem Zusammenhang Helmut Schmidt ihm da damals gesagt hat, er möchte doch bitte der SPD beitreten. Du hättest also mal fragen sollen, da hast du nicht richtig zugehört. Da hast du nicht richtig zugehört. Doch. Tut mir leid. Andreas, warte mal. Entschuldigung, aber im Prinzip ist es ja auch egal. Wir wollten ja eigentlich zum Thema, wie Anna eben schon gesagt hat, Thema Israel-Gaza so. Und wie gesagt, das Ding ist halt, wir wissen, die Hamas selber hat leider Kinder an Schulen, an UNWAA-Schulen, an denen übrigens in allen, ausnahmslos allen Schulen wurden Waffen gefunden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dort Kinder schon an Waffen ausgebildet wurden. Es gibt tonnenweise Material von kleinen Kindern, die schreien, Millionen Märtyrer marschieren Richtung Israel. Weißt du, das sind alles so Sachen, da müssen wir drüber reden und da müssen wir sagen, hier, das ist nicht in Ordnung und wie kann man es schaffen, dass danach irgendwie eine friedliche Lösung getroffen wird, dass die Palästinenser, diejenigen, die friedlich leben wollen mit Israel, dass das gemeinsam klappt. Also sage ich dir ganz ehrlich, man müsste vielleicht mal anfangen, woher dieser ganze Konflikt kommt. Und der existiert ja nicht erst seit 100 Jahren. Woher dieser kommt? Konflikt, lass mich raten, der ist schon 4000 Jahre alt.
Na, nicht 4000, so lange gibt es ja keine Muslime. Also seit 1600 Jahren ungefähr. Nein, der hat schon. Der hat schon bei Vater Abraham angefangen, weil er mich zwei Frauen hatte. Aus dem einen stammt Ismael, daraus ist der Islam, die Araber entstanden. Und das andere war Isaak. Und daraus ist das Christentum und das Judentum entstanden. Nein, schau und mal, damals gab es schon die Konflikte. Schau mal, der Islam, schau mal, der behauptet, dass er das Update von Tora und von der Bibel ist. So ist es aber nicht. Es ist ein frei erfundenes Werk von Mohammed selber, so, und das hat mit dem Judentum und Christentum nicht viel zu tun. So, es geht ja jetzt darum. Das habe ich gar nicht behauptet. Nein. Schon? Hä, warum? Ich habe doch nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Frank, hör mal, es jammern auf, echt. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du das gesagt hast. So, Fakt ist, es wurde vieles im Islam dazu gedichtet und behauptet, es wäre aus dem Christen, aus dem Judentum, was einfach de facto nicht stimmt. So, wichtig ist aber, dieses Land gehört nachweislich Israel da unten, so, und Israel hat Land abgegeben. Gaza selber hat Israel gehört, die haben das abgegeben, das war Land for Peace, das haben die abgegeben, und damit die da siedeln konnten. Damit die Palästinenser, die Transjordanier dorthin gehen konnten. So, was haben sie dafür bekommen? 50.000 Qassam-Raketen und alle Länder drumherum haben angegriffen. Jetzt ist die Frage, eine Zwei- oder Drei-Staaten-Lösung, weil Westbank ist ja auch noch mit dabei, wurde mehrfach angestrebt, wurde immer abgelehnt, weil die Hamas von Anfang an gesagt hat, sie will keine Friedensverhandlungen, sie will Israel zerstören bis zum letzten Juden. Und deswegen ist es schwierig, mit Leuten zu verhandeln, die deine komplette Auslöschung fordern und nichts drunter machen. Da kann mein Freund Andreas mal eine Antwort liefern. Gerade was du, Moritz, gesagt hast. Wir müssen uns die ganze Sache historisch betrachten oder müssen wir viel früher anfangen? So, aber das wollt ihr nicht. Ihr seid nur in eurer 2000-Jahre-Schiene. Wir müssen gucken. Bei Abraham hat es sich getrennt. Frank Andreas, wir leben jetzt. Wir reden über jetzt und wie ist jetzt die Lösung? Ja, wahrscheinlich kann der Vater Abraham auch. Leute, ich habe auf diese Beleidigung von dir überhaupt keine Lust mehr. Von dir kommt lächerlich machen. Nein, das ist abartig, jetzt, was ihr macht. Ja, das ist abartig, da auch immer wieder zuzuhören. Du hier rumjammerst, du bist so ein Fühli, Frank, echt. Hey, geh wieder in deinen Stuhlkreis und jammer die Ohren voll. Stefan, wir gehen dauernd vom Thema runter. Können wir nicht einfach beim Thema bleiben? Frank, bitte, können wir beim Thema bleiben und kannst dich nicht dauernd angegriffen fühlen? Kannst du dich nicht dauernd angegriffen fühlen? Nein, auf diese Diskussion von Stefan habe ich keine Lust. Ich bin keine Heuschnupfe. Du bist einfach ein Affe. Du bist das Letzte, was in der Diskussion zu gebrauchen ist. Willkommen bei TikTok, Leute. Du bist ein Affe als ein Kermit. Also ganz ehrlich, Frank weiß gar nicht. Und ich beleidige einander. Ich glaube, Frank hat sich nie so wirklich mit dem Islam beschäftigt und er war auch noch. Was weißt du denn? Geht schon wieder die Beleidigung los? Nee, kommt mir irgendwie nicht so vor. Es ist keine Beleidigung, wenn ich feststelle, dass wir nur reden, aber weiß nicht was. Genau, er will viel reden und ihr habt euch nicht mit der Israel, mit der Geschichte beschäftigt. Ihr lauft nur um jetzt und heute. Und da kennt ihr die Hintergründe nicht. Die Geschichte von 4000 Jahre lang, von Abraham, Isaak, Jakob und weiter, Babylon und alles, was geschehen war. Nicht besser ist als die ganzen Diktatorships und so. Okay. Frank möchte nur moralisieren. Frank möchte selber Moralapostel spielen gegen den Westen und was der Westen alles für Fehler macht und falsch gemacht hat. Das ist selber ein großer Moralapostel, der Frank. Vor allem die Juden haben dort 3000 Jahre gelebt. 3000 Jahre lang haben dort Juden gelebt. So, die Transjordanier selber, das sind kein eigenständiges Volk in diesem Sinne. Die Römer haben das Gebiet damals Palästina genannt. Es wurde aber nie offiziell ein Staat Palästina gegründet. Yasser Arafat selber hat es selber gesagt, dass es Propaganda gewesen ist, einfach nur gegen Israel, dass diese Staatsgründung, die er damals angeblich getan hatte. Und es geht einfach nur darum, also wir wissen faktisch, nachdem das Osmanische Reich das Land dort verkauft hatte, die Israelis haben sich das übrigens aufgekauft.
Und guck mal, hättest du auch gesagt, ganz einfach, es gibt auch Probleme im Westen, man sollte immer erstmal bei sich hingucken, da hätte ich dir 100% zugestimmt. Aber ich sage, wir sind auch mit unseren ganzen Problemen noch tausendmal weiterentwickelt als diese ganzen anderen zurückgebliebenen Shitholes auf der Welt. Und wenn du das nicht sehen kannst, dann sorry. Ja, also du solltest dich mal mit der Westen, du solltest dich mal mit der NATO beschäftigen, wer der Chef der NATO ist. Davon habt ihr überhaupt keine Ahnung. Ja, ja, beleidige ihn aber nicht. Du bist wahrscheinlich ein Überbleibsel von die RAF, behaupte ich mal. Ja. Ich habe ihn gefragt, deswegen habe ich ihn gefragt, wie er zu Bader-Meinhof und zu RAF steht. Habe ich ihn deswegen gefragt und ich nehme an, dass er ganz äußerste linke Reihe ist, Ecke ist. Denn so ein Blödsinn, was ja. du da gerade vorhin verzapft hast, ja. kann irgendwas nicht mehr richtig sein. Du, ja, die schon wieder Beleidigung. In der Ecke, du hast überhaupt keine Ahnung, auch von der NATO gar nichts. Du bist wahrscheinlich auch noch Kriegsdienstverwalter von damals. Frank, Andreas, was behauptest du denn über wie stehst du zur RAF? Ey, sag mal, Leute, wie zur RAF geht, die Bomben jagen, hochjagen? Ist das eine Frage? Ist das wirklich eine ernsthafte Frage, die losgehen und Leute erschießen? Willst du mir da wirklich eine Frage stellen, wie ich dazu stehe? Ja, ja. Ich glaube, das ist... Ja, hey, hier werden uns viel blödere Fragen gestellt. Vielleicht sagst du uns ja auch gleich, dass die ja. Navy Seals genau dasselbe machen oder so. Wer weiß. Man weiß bei solchen Leuten immer nicht. Deshalb fragen wir. Ja, genau. 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 Okay, ich halte von dem Mordaktion der RAF halte ich gar nichts. Fehlerfrei? Oder ist das ein Nackentherapeut? Der weiß gar nicht, was du damit meinst. Bei euren Durcheinandergerede kommt man manchmal nicht hinterher, was wer wann sagt und wen er anspricht. Hast du wahrscheinlich von Pierre Vogel wie heißt das, neue Glaubensrichtung angenommen oder was? Ich verstehe dich nicht. Was, schon wieder Beleidigung versuche. Was habe ich jetzt mit der Vogel zu tun? Wahnsinn, ohne Schmarrn. So jemand wie er ist wirklich das Abbild der heutigen Gesellschaft, das Problem. Und zwar, unsere Gesellschaft ist voll mit hypersensiblen Fühlis, die bei jedem Furz sofort an die Decke gehen. Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass hier inzwischen echt nichts mehr geht. Ah, da hat sich wahrscheinlich kaputt geimpft, glaube ich mal. Keiner kann mehr, alle sind viel zu politisch korrekt geworden. Jetzt wird auch im Chat hier, wird auch, sage ich mal, ein Slogan verwendet, das ist mir auch schon aufgefallen aus AfD-Streams, dass da immer, also auch generell AfD, Amigo Home, ne? Da müsste man sich auch informieren, das war damals ein DDR-Slogan. Ich weiß nicht, ob man als Rechtskonservativer sich so Slogans bedienen sollte mit Amigo Home, ne? Also das muss man vielleicht, man kann Amerika kritisieren, aber DDR-Slogans und irgendwelche Propagandasongs zu nehmen, muss man jetzt auch nicht unbedingt. Also, Amerika hat Basen, Militärbasen um die ganze Welt. Amerikaner als wie unter Russen oder Chinesen oder Arabern. Warte kurz, ich bin's. Die Länder, die die Amis beherbergen, bitten die USA, diese Truppen bei sich zu haben, damit sie weniger für ihr eigenes Militär ausgeben können, mehr was Status haben, dass niemand mit ihnen einfach... Wer atmet hier wie Darth Vader ins Mikrofon? Was ist los? Hallo? Ein Wütender, ein schnaubender Wütender. Speedy. Ja, echt so. Ich Speedy, bin was ja, Luke. Speedy, ja, Speedy, was ja auch generell heutzutage ein Problem ist, ist einfach, dass viele Slogans oder Begrifflichkeiten für jeden möglichen Zweck einfach entfremdet werden. Also es wird einfach gekapert und für seine Sache einfach benutzt, ohne den Hintergrund überhaupt zu kennen oder sich dafür zu interessieren. Es wird umgedichtet, wie es gerade passt. Wir sind ja inzwischen in einem Zeitalter nicht mehr der Begriffsinterpretation, Definition, sondern der Begriffsinterpretation. Es wird alles neu umgedichtet. Und wie gesagt, es ist halt eben auch bedenklich, wenn man ganz wurde ja Gaza-Israel-Konflikt, ja. Aber da Frank Andreas, sag ich mal, dieses Thema eingeführt hat, ja, ist mal eine einfache Frage. Möchte besser unter Russland, China oder arabischen Welten, sag ich mal, stehen, beherrscht werden oder Amerikaner? Ich wähle die Amerikaner. Ja, ich auch. Klar, ich wähle die Amerikaner. Warum lasst ihr euch jetzt davon trollen? Wir sind jetzt vollkommen vom Thema wieder weg. Warum lasst ihr euch von sowas trollen? Ja.
Kann ich einen von euch kurz runternehmen, weil wir haben noch Line hier, der gerne hoch möchte. Ja, gut. Da. Dankeschön. Kannst ja gleich wieder hoch oder später. Kann auch, aber ist okay. Oder so? Atmen, ey. Tiefluft holen. Okay. Hey Line, was geht? Hi. Hallo. Ach, Line, Line und Line. Wirklich toll. Ja, genau, wie Line. Finde ich wirklich super. Die Islamisten sind ja heute nicht da und trollen auch nicht in den Kommentaren. Also man kann in Ruhe diskutieren. Was mich aber interessieren würde, warum spricht man ständig von der Vergangenheit? Auch in diesem Live geht man 100 Jahre zurück. Man muss gar nicht die Vergangenheit sich anschauen. Es gibt eine Gegenwart und die Gegenwart bedeutet Israel als Staat. Und die hat man zu akzeptieren in Europa. Da muss man nicht 80 Jahre zurück verfolgen und 200 und 300 in der Gegenwart bleiben. Es gibt einen Staat, der heißt Israel und der hat ein Existenzrecht und Punkt. Und alle, die das verkennen, sind Terroristen. Oder sind mir in erster Linie erstmal scheißegal. Ja, das Ding ist halt, ich finde, es ist wichtig, ich persönlich finde, es ist wichtig, dass wir zurückgehen, und zwar aus folgendem Grund. Das Ding ist halt, wir müssen halt schauen, warum. Warum wird Israel so stark von den islamischen Ländern drumherum bekämpft? Hauptgrund ist seine Existenz, weil das Problem ist halt, Mohammed hatte damals alle Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertrieben, und dass Israel, dieses kleine Land jetzt, in diesen ganzen islamischen Ländern mit drin ist, das ist denen, das haben sie auch wie oft schon geschrieben, ein Dorn, ein rostiger Dolch, wie sie es immer bezeichnet haben. Und das ist die Existenz eines jüdischen Staates innerhalb der islamischen Länder. Das ist das Hauptproblem. Und das ist halt theologisch, politisch begründet. Und deswegen ist es schon wichtig, das zu wissen, damit man weiß, woher dieser Hass kommt, dass dieses Land dort aus Sicht der radikalen Anhänger des politischen Islams ausgelöscht werden muss. Ja, und die dann auch noch angeschaut. Das wissen alle. Die ein bisschen ihr Hirn einschalten, wissen, dass Israel sich gerade umzingelt fühlt von Feinden. Und deswegen gibt es auch keine Zwei-Staaten-Lösung. Das versuchen die Islamisten hier auf TikTok zu verbreiten. Sie tun ja so, oh, wir sind ja für die Zwei-Staaten-Lösung. Ein Scheißdreck sind sie. Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung. Nicht, weil das Israel nicht möchte, sondern weil das nicht möglich ist. Jordan, Israel ist einfach. Aber wenn wir jetzt ja über drei oder vier Staaten reden, dann sage ich, fuck off, ihr kriegt gar nichts von uns. Sie haben sogar das palästinensische Volk erfunden. Ich habe heute, guten Abend, Line, ein Interview-Ausschnitt von dem Mohesi. Das ist ein Anführer der palästinensischen Befreiungsbehörde. Und er hat in einem Interview, gar nicht so lange her, der holländischen Zeitung die Wahrheit mitgeteilt. Es gibt kein palästinensisches Volk. Es wurde erfunden als ein Druckmittel, um Israel zu bekämpfen. Denn Araber, es gibt ja keine Palästinenser, es gibt Araber. Araber haben überhaupt keinen Anspruch auf Haifa, Jaffa, Jerusalem und so mehr und noch ein paar andere Orte. Aber wenn man Palästinenser erfindet und das nach Palästina, also nach Domestic-Ureinwohnern klingt, dann ist das eine gute Ausrede. Dann kann man es den doofen Europäern und Amerikanern, die sowieso keine Ahnung von Geschichte haben, aber eine europäisierte Friede, Freude, Eierkuchen-Einstellung zu allem haben, diese Lüge auftischen und damit Geld verdienen. So, deswegen hast du absolut recht, Line. Ich will dich einfach nur bei mir begrüßen und mich bedanken. Ja, und Line hat einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Nochmal, also wir brauchen nicht in 1000 Jahre, 100 Jahre Vergangenheit gucken. Letztlich, was zählt ist, wer sind die Ureinwohner? Das sind wir. Und wer hält das Land mit Waffengewalt? Das sind auch wir. Also ist überhaupt keine Diskussion.
Wir sind auch nicht in dieser Lage, also ich persönlich sehe es nicht als existenziellen Bedrohung an, in der wir uns gerade befinden, sonst wäre ich nicht in Deutschland. Wir sind in einer ganz anderen Lage jetzt, nicht nur militärisch, sondern auch ökonomisch gesehen, ja, diplomatisch gesehen auf der Welt, als wir es 48 waren, als wir es 73 waren. Wir sind jedes Jahr, jedes Jahrzehnt am Wachsen und jedes Jahrzehnt sind wir stärker. Und die arabischen Länder kooperieren mit uns genau aus diesem Grund, weil sie gesehen haben, wer mit uns arbeitet, blüht auf und wer gegen uns kämpft. Ja. Alle haben dir zugehört zum ersten Mal. Sind jetzt erstmal ganz leise. Ich so, hör, was los? Das erste Mal. Sieta live, ich kenne es anders, in den Islamisten-Lives, da wird man stumm geschaltet, da wird man, fallen die einem ins Wort. Aber das ja, ist doch eine deren eigene Realität kreiert. Ja, das ist deren Schrift. Umlügen. Sie lügen. Ja, das ist deren Schrift. Die sind ja stark. Was haben die am 7. Oktober gemacht? Sie sind hochbewaffnet, in einer riesengroßen Menge bei unbewaffneten Menschen gewesen, die sie einfach nur ausgerottet haben, qualvoll. Und die haben wirklich etwas Grausames begangen, weil sie in der Mehrheit waren und weil sie Waffen hatten. Aber wenn sie alleine vor, also in einem Verhör sind, Lein, ich weiß nicht, du hast das bestimmt gehört und alle anderen, dann heulen sie immer nur rum. Sie können nie ein Geständnis ablegen. Natürlich heulen sie rum. Ablegen, und wenn man sie herausfordert, dann zeigen sie wahres, terroristisches, judenfeindliches, menschenverachtendes Gesicht. Waldbrand. Genau deswegen, das. Deswegen werden sie auch von TikTok gesperrt. Warum werden wir nicht gesperrt? Wir werden auch oft gesperrt. Sie werden eben nicht gesperrt. Und was ich mir meinte in den Streams, ja, ich lade hier oft zu mir, also auch jetzt, wirklich Gegner ein, die kommen aber nicht hoch, weil sie sind hier nicht bewaffnet und nicht in der Mehrheit. Genau. Aber in deren Streams, das ist der einzige Ort, wo sie sich trauen zu sprechen, ja. Obwohl hier wird jeder zum Wort gelassen. Hier kann man eigentlich alles sagen, wenn man das ohne persönliche Beleidigungen sagt, ja. Wie jemand hier mir schreibt, ich sei eine Hure, zum Beispiel in den Kommentaren. Also so kann man sich natürlich nicht unterhalten. Mashallah, das ist ein Kompliment. So. Aber an sich kann man eigentlich alles sagen. Nur eben kommen die trotzdem nicht hoch, ja. Die kommen nicht hoch. Die sind es nicht gewohnt. Das ist ein zivilisierter Umgang und den sind sie nicht gewohnt. Ja. Und das ist genau das Problem. Das siehst du wirklich, wenn sie gezwungen sind, dann bei einem neutralen Moderator oder so in eine ernste Debatte zu gehen, faktenbasierte Debatte. Sie haben nichts, gar nichts. Ich habe mit einem Typen mal eine Stunde debattiert am Stück. Am Ende, ich hatte das Gefühl, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis, ja. Und auf dem Zettel, auf dem ich mir seine Argumente aufschreiben wollte, stand einfach nichts. Nada, null. Bei Isam war letztens Beats. Und dieser Isam, also der, da sage ich jetzt lieber nichts dazu. Isam hat nur bei Beats geschwiegen. Das ist eine Witzfigur. Oder geheult. Geheult, dass er all das nicht gesagt hat, was Beats ihm gesagt hat. Beats hat ihn zum Beispiel gefragt, er konnte das nicht beantworten. Und dann als Beats zum Beispiel sagte, ich habe ja gehört, also ich habe ja auch gehört, ich habe die Aufnahmen auch damals gemacht. Isam Bayan hat nämlich ausgesagt, Zionismus ist Narzissmus und die Idee des Zionismus ist, die Araber zu verjagen oder auszurotten. Und er hat es vor Beats nicht wiederholen können. Er hatte kein einziges Argument. Ja, kein einziges. Der Typ ist hohl. Also ja, vor allem, er hat ja auch gesagt, IDF-Soldaten, das sind für den keine Menschen, mit denen kann alles Mögliche passieren, die können verbrennen, ist ihm egal. Ja, ja, er sagt auch schon mal Sachen. Das ist ja genau das, was ich meine. Komm doch mal hoch, dann reden wir. Bei sowas zeigen die ihr wahres Gesicht und das, wogegen eine Demokratie wie Israel gerade zu kämpfen hat. Und es ist ungerecht, dass es überhaupt Thema ist, dass sich Israel verteidigt.
Bei Frankreich, ja, ich wiederhole es immer wieder, bei Frankreich hat man es nicht in Frage gestellt, als der IS 2015 Frankreich angegriffen hat, hat man es nicht in Frage gestellt und hat man den Staat nicht aufgefordert, mit Terroristen, mit menschlichem Abschaum zu verhandeln, sondern man hat das sogar unterstützt, dass Frankreich hart durchgegriffen hat. Und das ist das Ungerechte gerade, dass Israel aufgefordert wird, mit diesem menschlichen Abschaum Terroristen zu verhandeln. Ja, Lein, und das ist es ja. Ich frage mich einfach nur, wie es sein kann, dass in Deutschland es erlaubt ist, überhaupt ein Stream mit Unterstellung zu führen, dass Israel kein Recht hätte, sich zu verteidigen. Der führt ja solche Streams, da steht, hat Israel das Recht, sich zu verteidigen, und er sagt dort nein. Jedes Land hat das Recht, sich zu verteidigen, das ist so in der UN-Charta, das ist so unmenschlich. 52, festgelegt. Das ist so verachtend, das ist so unterste Schublade, und es findet sehr viele Anhänger. Und wenn ich mir das einfach als Juden angucke, ich verstehe, dass diese Menschen mir einfach so den Tod wünschen. Und macht eigentlich Israel nur größer, weil je mehr Deutschland solche Fachkräfte, in Anführungsstrichen, sich aneignet und mit linken Parolen um sich wirft, desto größer wird Israel. Und desto näher ist Untergang von Deutschland. Denn Menschen mit so einem IQ, mit so einem Charakter und mit einem so derartig kaputten Moralkompass, das ist nicht die Zukunft von Deutschland. Auch wenn die sich stark vermehren, wie die Kanickel oder wie Meerschweinchen, das hilft nicht. Im Gegenteil, das ist Untergang von Deutschland. Wenn man normale Menschen verliert, adäquate Menschen verliert, und sowas hier sich vermehrt, das wird nichts. Anna, was meinst du, was die mit dir machen würden? Sagen wir mal, du wärst jetzt in Israel. Sagen wir jetzt rein theoretisch, Israel würde überrannt werden. Und wir wissen, was mit den Jesidinnen gemacht worden ist. Genau dasselbe würden die am allerliebsten mit den Juden da drüben machen. Dass die versklaven können, alles drum und dran. Was meinst du, was da dann los wäre? Ey, das ist einfach nur grausam, sich das vorzustellen. Wir haben ja gesehen, was am 7. Oktober passiert ist, dass dort Männer eine Frau rausgebracht haben in einem Video von der Hamas, gesagt haben, bringt sie zurück, und dann haben die in diesem Haus dann Gruppen vergewaltigt. Oder wo ein... Moritz, kennst du diesen Fürst hier auf TikTok? Wen? Der Fürst heißt der? Sagt mir jetzt so nichts. Ah, okay. Der ist hier im Dings drin, der kommt aber nicht hoch. Ich weiß nicht. Ja, ich kann ja nicht. Dennis, du kannst gerne hochkommen. Jedenfalls, ich erinnere mich auch noch an den Anruf, den ein Hamas-Kämpfer da gemacht hatte, wo er seine Mutter und seinen Vater angerufen hat und gesagt hat, hier, Mama, ich habe gerade 10 Juden mit meinen eigenen Händen getötet, ich habe eine Familie vor den Augen der Kinder getötet. Stolz. Oh, ja, eben, und sie hat gesagt, ich, inshallah, ich wünschte, ich wäre bei dir gewesen. Ja. Hatte sie gesagt. Aber Moritz, die beschweren sich darüber, dass Netanyahu diese Abschaum als Tiere bezeichnet hat, und verzerren alles und tun so, als hätte Netanyahu alle Menschen in Gaza als Tiere bezeichnet. Das ist die Reaktion von den Muslimen hier. Das ist erschreckend. Aber ich sehe auch einige linke Deutsche, die da mitmachen. Ich sehe Menschen, die einfach... Rechte, die denken, dass sie rechts sind, aber eigentlich links. Links sind ja sehr, also einige Rechte, die, oder mindestens Menschen, die behaupten, die seien rechts, die sind total links. Die sagen das, was Speedy gesagt hat. Danke, Speedy, dass du das erwähnt hast. Aber halt gebildete Menschen wissen, dass eben in der DDR zum Beispiel es Slogans gab wie Army, go home. Ja, und die bedienen sich das Gleiche. Amerika hat uns besetzt. Wir, die Deutschen, leiden unter Amerika. Und dann leiden wir noch unter Israel und Juden und bla bla. Und manche sind nicht mal links und sind auch nicht rechts. Manche sind einfach nur doof. Ja, was ich auch
meinte, ist, dass eben dass die Gefahr ist, dass in der AfD immer ständig, also man kann ja Westen kritisieren, aber die ganze Zeit in Streams hier werden eben linke Narrative immer bedient, wo dann Linke sich dann nachher einschleusen können als Maulwürfe oder ja, so, also als Trolle. Und immer dieses, das sagen Linke ja auch aus der NATO raus, wir sind besetzt von Amerika, die USA hat so viele Kriege geführt und so. Dieses anti-westliche Gerede machen ja Linke genauso. Hinzu kommt dann noch das von Muslime, die dann auch so das aufschnappen und dann so reden. Und dann hat man schon eine große Bubble, die dann sich in der AfD aufhält. Das ist, ne, das, warum zum Beispiel Dennis, also der Fürst, nicht hochkommt eventuell. Vielleicht kann er auch nicht, aber er weiß es auch selber, dass er auch solche Parolen ruft und gleichzeitig sagt, er ist ein Teil der AfD und er ist patriotisch. Er ist ein Jazi, also wirklich ein richtiger kleiner Jazi ist er. Kein Nazi. Er ist, ich glaube, ihm fehlt einfach... Jazis sind doch Sozialnationalisten gewesen, also auch sehr links eigentlich. Ja, die waren links, ja, die waren links. Darf ich auch noch mal was sagen, bevor ich gleich abhaue? Ja, ich bin in fünf Minuten erst zurück, wenn du... wollte auch bedenken, dass die Hamas auch ihre politischen Gegner im Gazastreifen beseitigt haben. Auch diejenigen, die gegen einige, man weiß, wie gesagt, die haben auch einige um die Ecke gebracht, die direkt gegen die Hamas waren. Direkt im Gazastreifen auch. Das darf man nicht vergessen. Auch. Dass sie, wie gesagt, um die Ecke gebracht haben. Ich sag mal so, es traut sich aber auch keiner in die Diskussion, weil das Ding ist, wir haben hier Leute oben, die auch Ahnung haben und die auch gut debattieren können. Und wie gesagt, hier kann man auch reden, hier kann man auch ausreden. Wenn das, also wenn man ein Argument hat, was man auch faktisch unterlegen kann. Aber wie gesagt, faktisch kann man dem Ganzen eigentlich nichts entgegenbringen. Wir wissen, wie die Situation ist, wir können das Ganze faktisch belegen. Und wenn jemand eine andere Meinung dazu hat, dann kann er das gerne probieren rüberzubringen. Wie gesagt, wenn man mit Quellen arbeitet, wenn man mit Fakten arbeitet, ist es immer willkommen. Moritz, ich kannte dich bis jetzt nicht. Anna, ich wollte dich kurz verabschieden. Ja, guten Abend, lieber. Wir haben ja nämlich gleich 1 Uhr schon. Dann würde ich sagen, bis die Tage vielleicht, alle zusammen. Bis die Tage, lieber Andreas, vielen Dank. Du bist ja morgen ja nicht da, sondern glaube ich erst Samstag wieder, ne? Ich bin morgen auch nicht da. Morgen hat Kian auf YouTube seinen Stream. Auf dem Radar heißt es und es geht da um Reimmigration. Also seid auch gerne da. Ich bin übermorgen wieder im Stream mit euch hier. Ich wollte nur kurz zu Moritz sagen und dann bin ich für ein paar Minuten weg. Dann ist wieder Leon und Speedy Lord of the Game. Moritz, ich kannte dich noch nicht. Ich habe dich jetzt abonniert. Ich finde dich großartig und ich gebe dir recht, eben weil wir hier Gesitze diskutieren, haben wir natürlich nicht so viele, also so ein Bobo oder Issam Bayan werden hier nicht hochkommen. Und deswegen ist diese Plattform besonders wertvoll, weil Menschen, die vielleicht einfach nur nach Wissen suchen, ja, nach Informationen suchen oder sich eingestehen können, dass sie eventuell sich geirrt haben, können hier was dazulernen. Das ist sehr wertvoll. So, Leon, ich unterbreche dich nicht. Andreas, gute Nacht. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Okay. Vielen Dank, Anna. Moritz war eigentlich der erste Stream, bei dem ich je auf TikTok live war, tatsächlich. Und ja, er macht eine sehr gute Arbeit, was Islamaufklärung angeht, kennt sich sehr damit aus. Leute, wenn ihr ihn noch nicht kennt, gebt ihm ein Follow, like den Stream, double tap. Genau. Wer macht weiter? Hier. Cool. Kann ich nur noch zusätzlich unterstützen. Ich habe Moritz auch schon 1-2 Mal persönlich getroffen und ich bin immer wieder begeistert, wie sich sein Wissensschatz erweitert. Also weiter so, Moritz. Danke. Wir haben einen neuen Gast. Guten Abend. Kurdi, Kurdistan, hallo. Ich habe Moritz vermisst, deswegen bin ich auch beigetreten. Moritz, stabil. Danke. Haben wir schon mal miteinander geredet? Also ja, auf TikTok oder so? Ich habe mich umbenannt. Ich war ab und zu bei Hope im Stream. Wir sind auch schon durch die ein oder andere Israel-Palästina-Debatte gegangen. Ja, es kann sein. Also von der Stimme her, ich sag mal so, ist manchmal schwer, von der Stimme das wieder zu erkennen. Also ich merke mir das normalerweise über Profilbild und so. Aber, ja. Ich hieß Ferro. Gut. Ach so, ja, klar, natürlich, ja, jetzt weiß ich wieder. Was ist deine Meinung zu Israel-Gaza, Ferro? Also es existiert auf jeden Fall um Israel herum
ein Judenhass und jede Unterstützung von Israel ist des Westens ist gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite muss ich halt schon sagen, dass ich doch ein wenig schon traurig finde, wenn ich auch schon die ganzen Opfer sehe auf palästinensischer Seite. Leider kommen halt auch unschuldige Kinder oder unschuldige Menschen ums Leben, aber es ist halt ein Krieg, oder? Ja, jeder Unschuldige ist einer zu viel, aber wie gesagt, es gab nicht einen Krieg in der Geschichte der Menschheit, wo es keine Unschuldigen gab, die gestorben sind. Ja, das stimmt. Also, es ist kein Krieg. Ein Krieg wird zwischen zwei Staaten geführt. Das ist ein Angriff, ein Terrorangriff auf einen Staat. Eine Auseinandersetzung. Es ist kein Krieg. Ich würde schon argumentieren, dass es ein Krieg ist. Beide Waffen sind bewaffnet. Vietcong zum Beispiel war in dem Sinne auch kein richtiger Staat, ja, und war auch extrem gefährlich fürs US-Militär. Na gut, wir haben ja bei der Hamas, das sind ja Guerillakämpfer, um es mal so zu sagen. Das sind ja jetzt nicht... Das sind Terroristen, aber die... ja klar, natürlich. Beispiel, die waren Guerillakämpfer, ja. Und die sind ja auch kein bisschen der Staat in dem Sinne und trotzdem haben die den Krieg mit den USA geführt. Klar, natürlich. Also Terroristen, die mit Guerillataktiken arbeiten und wie gesagt Menschen als Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen und dabei keinerlei Skrupel zeigen. Was Kriegsverbrechen sind, by the way, was keiner von der anderen Seite jemals erwähnt. Also ich sag mal, viele der Sachen, die am 7. Oktober geschehen sind, die Hamas selber gemacht hat, die habe ich vorher auch nirgendwo mitbekommen. Also mir wäre es jetzt zum Beispiel neu gewesen, dass Körper verbrannt wurden und dann mit den toten Körpern, ihr wisst schon, was gemacht wurde. Also das ist mir auch neu gewesen, das kannte ich eigentlich nur vom IS bis jetzt. Mal das, ich bin Körperverbrennungsköpfe, also Nackentherapie, wie ich es immer so schön sagt. Aber solche Sachen sind nicht mehr, also ich will es nicht mehr sagen, es ist einfach so grausam. Die Sache ist vor allem ich persönlich würde mir mehr Unterstützung wünschen vom Westen, von den westlichen Staaten. Ich würde mir mindestens genauso viel Unterstützung und genauso wenig Diskussion wünschen, wie 2015, als Frankreich angegriffen wurde durch die IS-Terroristen. Bravo, Lein. Was ich auch sehr bedeutend, also halt sehr bezeichnend finde, weil ich das ja vorhin nochmal am Anfang angesprochen habe, zwecks dieser Schändung des Feindes. Und es ist ja generell ja auch oft in vielen Kriegen so passiert, dass gerade die Soldaten, die mit der Zeit so vogelfrei geworden sind und keine gesteuerte Einheit mehr waren, dass die aus ihrer persönlichen Genugtuung sogar über Gebiete und die Leute, die da dort noch waren, wirklich hergefallen sind wie die Tiere, weil es gibt nun mal gerade, das ist die schlimmste Seite des Krieges überhaupt, dass die Opfer wirklich so dermaßen geschändet werden und das gehört zu deren Siegeszug mit dazu. Und bei solchen Leuten ist es tief in der Mentalität verankert, dass man sich über die Besiegten regelrecht, dass man über sie herfällt wie Tiere. Auch bei den Sowjets, die haben das ganz krass eingesetzt als Waffe gegenüber Frauen, um die Bevölkerung zu brechen. Das ist nicht nur damals, sondern auch heute in der russischen Armee noch gang und gäbe. Ich möchte nur mal kurz anmerken, für den Fall, ich weiß, dass es beim letzten Stream hier bei Anna so gemacht worden ist, für den Fall, dass der Stream noch irgendwo anders jetzt gestreamt wird, wo man dann über uns redet, ne? Grüße an die anderen, kommt ruhig hier hin und diskutiert mit uns, ja. Machen die immer noch, ja, Moritz? Aber warum kann man hier so friedlich reden? Beim letzten Mal, ich weiß, dass es bei dem Stream mit Kian so lief, da wurde der nebenbei laufen gelassen. Und einer war dann drin, der hat das dann laufen lassen und die anderen haben das dann nebendran kommentiert. Also Kian wird ja von Fashion verfolgt und dadurch werde ich auch verfolgt. Und ja, falls jetzt wieder Fashion und seine Leute und Hope da sind, dann schöne Grüße. Uns interessiert es nicht und um auf die Frage von... Wir verfolgen alle,
zu Israel steht. Wie kann man sagen, leider, ich kann nicht gut Deutsch. Aber du kannst gut verfolgen, ja? Nee, jeder verfolgt wird, wer schützt Israel. Also du meinst nicht du, sondern allgemein. Allgemein. Ja, okay. Jeder verfolgt wird. Egal, was du hier sagst. Später du wirst verfolgt, oder wie man sagt. Und die senden Menschen, die folgen. Er sagt, die senden Menschen, die dann einfolgen. Also das, was Moritz angesprochen hat. Und glaube nicht auf diese Beine und auf diese Zirkus. In Israel und in Gaza sind Menschen. Aber hinter diesen Menschen, in Gaza sind Menschen, richtige Menschen, gute Menschen. Aber hinter diesen Menschen stehen Teufel. In Gaza schon, in Israel nicht. Und in Israel, ja, was mit Opas jetzt, weiß ich nicht. Ich wollte kurz nur auf die Frage antworten von dem Mann mit Herz, Sonne, Herz. Also, ja, das wegen. Rot, ich habe dieses Theater gesehen. Ich spreche noch. Rot, Gelb, Grün. Es ist hier friedlich, weil ich das so gemacht habe. Hier darf nicht wirklich so ablaufen wie in anderen Streams. Es ist zwar nicht so hitzig, ja, und wir haben nicht so viele Besucher, aber dafür, es ist wirklich eine Aufklärungsplattform, so dass Menschen wie Moritz zu Wort kommen, Menschen wie Kian zu Wort kommen, Menschen wie Leon, Sadik und Beats und ich und Speedy und das alles, das sind alles Menschen, die sprechen können, aufgrund von Wissen, auf Basis von wirklich Kenntnissen und gehört werden. Auch wenn das manchmal natürlich bei uns weniger emotional läuft. So, viele wurden blockiert. Ich musste ein paar ausblockieren, damit wir überhaupt einen Umfang bekommen. Ja, die kannst du bitte nicht unterbrechen. Ich bin jetzt wirklich vor ein paar Minuten weg. Nee, sie haben gesagt, sie möchten mich blockieren. Wofür? Jetzt ist, und Sie müssen dann hören, auf Leon und auf Speedy, da sind zwei Teilnehmer, da sind jetzt meine Co-Moderatoren, da sind auch nicht nur Hosts, sondern die moderieren. Das heißt, wenn ich nicht da bin, dann hören Sie bitte auf die Leon und Speedy, ihr sagt, wer wann sprechen muss. Danke. Okay, ich liebe euch, ich wünsche Freiheit für Israel. Und oh, danke schön. Frieden für dich und Gesundheit. Dankeschön. Ciao. Ja, wenn noch jemand hochkommen möchte, einfach Anfrage stellen. Fürst, ich schicke dir einfach nochmal eine. Ansonsten, Herz, warst du gerade? Hattest du nicht gerade was gesagt? Ich habe deinen Namen wieder vergessen. Cody. Hattest du nicht gerade was gesagt, bevor der andere hier unterbrochen hat? Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Ja, ja, okay. Ah, ich wollte fragen, warum es hier in diesem Stream so friedlich und argumentativ vorangeht. Ach so, hat ja Anna gerade sozusagen schon erklärt, weil wir hier Leute sind, die auch nicht nur reden, sondern auch zuhören können den anderen und das auch aktiv machen. Leider haben die nie sehr viel zu sagen, substanziell, aber wir versuchen es immerhin weiter. So gut in der Seele. Ja, danke, danke. Wir geben unser Bestes hier. Ja, Lein, was denkst du? Also ich sag ja, ich bin deiner Meinung, ne, Zwei-Staaten-Lösung, was die alle Zwei-Staaten-Lösung nennen, was ich drei Staaten nenne, ist am 7. Oktober beerdigt worden sozusagen. Braucht man jetzt gar nicht drüber reden. Jeder, der das macht, hat eigentlich gar keine Ahnung. Ja, das ist halt die Frage, was wird danach mit dem Gebiet passieren? Wird das ein Gebiet unter israelischer Kontrolle sein? Weil ich sag mal so, ich persönlich glaube, es wäre ein Fehler, das unter muslimische Kontrolle zu geben, und zwar aus dem Grund, weil dann je nachdem nochmal das komplett von neu entstehen kann, je nachdem dann dasselbe wieder in den Schulen gepredigt wird, derselbe Unterricht, weil wir wissen, was für Leute da die Kinder ausbilden. Deswegen, also ich halte es für keine gute Idee, das danach zu einem muslimischen Land zu machen. Also ich halte es persönlich besser, in Israel leben 1,8 Millionen Muslime friedlich unter den Israelis, dass man zeigt hier, das sind gar nicht so schlechte Menschen und die wollen euch gar nichts Schlechtes.
Ja, an sich schon. Lein, was denkst du darüber? Genau das wird ignoriert, dass in Israel Muslime leben und sie nicht als Menschen zweiter Klasse leben, weil nenn mir mal eine Gesellschaft, in der ein Richter, ein Arzt Mensch zweiter Klasse ist. Das ist deren Wunschvorstellung. Und wenn sie von einer zwei Staaten, also die Islamisten in den Islamisten-Lives, wenn sie von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen, dann ist es ein Wolf in Schafspelz. Es ist nie ehrlich und sie wissen selber, dass sie nicht dran glauben, jo, weil es nicht möglich ist, nicht wegen Israel, sondern wegen ihrer eigenen Einstellung. Weil wenn man sie herausfordert mit Argumenten, mit Fragen, genau mit dieser Frage, wie kann es sein, dass in Israel Muslime ganz normal leben, dass allein in Gaza fast 70.000 Palästinenser arbeitslos geworden sind aus Sicherheitsgründen. Das wird man wohl verstehen. Andersrum. Ich glaube, die haben jetzt ganz andere Sorgen. Als hallo? Ja, allein dieser Fakt. Ja, ja. Andersrum geht das ja gar nicht. Anders also ein Jude im Gazastreifen unter der Herrschaft, unter der Fuchtel der Terrororganisation Hamas ist... Guck mal, die einzige Terrororganisation ist Netanyahu. Kannst du es beweisen? Red du, Alter, ich muss das nicht beweisen. Mach einfach mal die Nachricht. Du musst es nicht beweisen. Schau, wenn du hier bei uns hochkommst, dann musst du alles beweisen. Kind, ich beweise dir gerne. Komm gerne zu mir nach Hause vorbei. Ich zeig dir gerne alles. Komm vorbei. Ich wir haben einen Palästinenser da. Ich habe meine Frage an euch. Nein. Habt ihr sowas wie ein Wir stellen erstmal die Fragen. Du bist ja hier hochgekommen mit genau, ihr stummt Leben uns ja auch Leben. Jedes Mal, wenn wir da sind. Ja, genau. Ich wollte auf Lions Frage eingehen. Eine Zwei-Staaten-Lösung wäre theoretisch möglich gewesen. Sie ist aber aus meiner Sicht aktuell nicht möglich. Verstehe. Also, eigentlich ist es ganz easy. Du würdest ja auch nicht einen Mörder in deine Wohnung reinlassen und sagen, ja, wir teilen uns das jetzt, wir wohnen jetzt in einer WG. Das geht einfach nicht. Exakt. Es geht also nicht. Das letzte Mal, meiner Meinung, dass die Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt worden hätte können, wäre 2000 gewesen. Ja, das war höchstens 2008, aber ich glaube, 2000 wäre wirklich am realistischsten. Danach verkackt, sorry, zu spät. Und jetzt, 7. Oktober, hat es endgültig begraben. Also Gaza wird, der Norden von Gaza, Gaza City, wird auch nicht an Hamas oder an irgendwelche Araber zurückgegeben. Das wird langfristig. Ich habe mal eine Frage an euch, Jungs. Meine ganz kurze Frage. Kannst du gleich stellen, versprochen. Also der Norden wird sozusagen als Bufferzone behalten. Okay, Redun, jetzt kannst du dich muten. Guck mal, Jungs. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, was für einen Bildungsstand ihr habt. Und ich weiß nicht, eure Recherchemethoden sind, aber wenn ihr doch mal einen logischen Menschenverstand anschaltet, okay? Also, wenn ihr mal auf die Geschichte Israels zurückschaut, warum ist, warte, Lein, lass ihn sein kurz, Nee, ich möchte, ja, wenn ihr den Kontext, wenn ich nicht weiß, guck mal, wenn ihr den Kontext doch gar nicht... Lein, warte, lass ihn kurzes Argument. Lein, lass ihn aussprechen. Ich meine einfach, wenn ihr den Kontext doch gar nicht kennt, also wenn ich meiner Meinung nach, wenn man einen logischen Menschenverstand hat und den Kontext kennt und weiß, dass Israel aus der Not des Zweiten Weltkrieges entstanden ist, um den Juden einen sicheren Platz zu geben, den die Palästinenser den Juden gewährt haben. Natürlich sei es mal dahingestellt, Das, was Hamas ist, Gutes. Ein bisschen Takia, was du hier betreibst, ne? Weißt genau, du schon? Stell mal deine Frage und laber nicht. Genau. Du weißt schon, dass Israel den Juden seit 3000 Jahren leben dort Juden. Und es geht auch nicht um Vergangenheit, es geht um aktuelle Gegenwart und Fakten, einen existierenden Staat Israel. Stopp, Lein, Redouan, kurz leise. Wer von euch, aber nur eine Person, ist bereit, dem gebildeten Redouan über Judäa zu erzählen, über den
Ich kann es gleich machen, aber ich will erstmal seine Frage oder sein Argument hören, damit er ich. Führt zu viel aus und wir sind gespannt. Ja, auf die ja Redouan, bitte mach mal eine Frage. Okay, und cool. Einer danke, hier, ohne zu unterbrochen zu werden, muss ihm dann wirklich die Tatsachen mal benennen. Und ich habe extra das Bild reingestellt von deren eigenen Führer, ja, der ausgesagt hat, dass es keine Palästinenser gibt. Das sind alles Einwanderer aus Syrien und Jordanien und Ägypten. Und Juden sind eben diejenigen, denen das ganze Land gehört. Palästina wird besetzt also von Arabern, okay. Redouan. Mhm. Ich rede noch. Und die Juden haben sich aber Peace for Land, das ist deren Mood of Life gewesen. Die haben den Arabern viel Land geschenkt von Anfang an. Und dennoch gibt es keinen Frieden. Redouan, stell deine Frage und dann wird einer hier bitte die Frage beantworten, beziehungsweise nacheinander. Ich muss wirklich kurz zur Seite. Ich möchte nicht, dass hier durcheinander gesprochen wird. Vielen Dank. Okay, ich möchte mich entschuldigen. Ich wusste nicht, dass das dein Livestream ist. Ich reagiere bei dem Thema sehr emotional. Wie dem auch sei. Meine Frage ist an euch, ob ihr das gerechtfertigt findet, die ganzen Angriffe auf die unschuldigen Palästinenser. Ist das gerechtfertigt? Wenn das gerechtfertigt, wenn mir da einer, ja, sage ich, bin direkt hier draußen, sage ich euch offen ehrlich. Ja, dann kannst du rausgehen. Frage, also, Frage unschuldige ist, Kinder sind gerechtfertigt. Komm, hör auf. Das hör los. Auf. Ah, weißt, warte mal, stopp. Was ist am 7. Oktober passiert? Redouan, was ist am 7. Nicht gleichzeitig. Moritz, mach bitte dein Mikro an, danach Leon, danach Lein. Moritz ist Erster. Okay, also, das Ding ist halt, am 7. Oktober wurde ein Terroranschlag auf Israel von der Hamas verübt. Können da was die Palästinenser für? Ja. Lass mich doch mal ausreden. Also erstens, Punkt 1. Am 7. Oktober wurde ein Terroranschlag auf Israel verübt. So, Israel, übrigens die Hamas selber, beschießt mit einem menschlichen Schutzschild von Palästinensern drüben, beschießt dauernd Israel. Das wird vom Iron Dome größtenteils abgewehrt, manchmal kommen aber auch noch welche durch. Die bauen da aus Wasserrohren drüben, die Hamas bauen da Raketen, schießen die rüber Richtung Israel und hoffen damit, so viele Menschen wie möglich zu töten. So, die Hamas selber ist eine terroristische Angriffsorganisation, die damals gewählt worden ist. Dann wurden keine Wahlen mehr durchgeführt, die haben aber immer noch einen Rückhalt in der Zivilbevölkerung. So, und ich sag mal so, jedes Kind, was stirbt, ne, was unschuldig ist, ist definitiv eins zu viel. So, man muss aber auch bedenken, die Hamas selber bildet an Schulen über UNWAA-Schulen die Kinder aus, tötet den Juden. Denen wird gesagt, dass Juden Affen und Schweine sind, nach dem Koran, und dass die töten sollen, dass die abstechen sollen. Es gibt wie viele Propagandavideos im Fernsehen, läuft von morgens bis abend nichts anderes, als dass die Juden töten sollen. Deswegen haben wir es dort leider mit gehirngewaschenen Kindern zu tun, die nochmal nach dem Mittel der Verhältnismäßigkeit, denen muss gezeigt werden, das sind keine Tiere, das sind Menschen wie du und ich, und dass denen kein Leid zugefügt werden soll. Nochmal, ich bin nicht dafür, dass unschuldige Kinder sterben. Also guck mal, wenn ich kurz was dazu sagen darf. Hast du verstanden, was er dir gerade erzählt hat? Ich bin da mir der deutschen Sprache mächtig. Ich verstehe nicht. Kannst du es nochmal kurz zusammenfassen? Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Guck mal, er hat gesagt, dass Hamas ist dies, Hamas ist das, Hamas bildet Kinder aus. Gar nicht zugehört. Das ist aber sehr, das ist jetzt so unverschämt, Mann. Bro, ohne Witz. Wisst ihr, was unverschämt ist? Nein, du bist unverschämt. Sorry. Du bist unverschämt, deshalb höre ich dir. Warte mal, okay, dann muss ich dir eine Frage stellen. Redouan. Redouan, ist die Hamas eine Terrororganisation für dich? Ist die Hamas eine Terrororganisation für dich, Redouan? Redou, entstumm dich mal. Ja oder nein? Entstumm dich mal. Redouan, distanzierst du dich von der Hamas? Der soll einfach ja oder nein sagen. Ich distanziere mich von jeglicher Gewalt. Laber nicht, brabbel nicht, sondern guck mal, erst mit ja oder nein. Nur weil du hinter dem Telefon bist. Warum wird die Hamas nicht von den Palästinensern selbst bekämpft? Ja, oder warum nehmen sie diese Palästinenser? Hey Leute, einer nach dem anderen. Okay. Moritz Lein, let's go. Hört mal, ich höre euch die ganze Zeit zu. Lasst mich doch auch ausreden. Dann lasst mich doch ausreden. Ja, dann rede. Ja, ich distanziere mich davon.
Aber dann stelle ich euch mal eine Gegenfrage. Ist Netanyahu, ist die israelische Regierung, ist das eine Terrororganisation? Nein, nein, ist es nicht. Nein, lernt ihr, was endlich mal, was eine Terrororganisation ist und was ein Staat zu tun hat in einer Krisensituation, in einem kriegsähnlichen Zustand. Nein, das tut der Staat. Hamas tötet unschuldige Kinder und du sagst nichts dagegen, weil du ein Häuptler bist. Das passt nicht rein. Das fehlt ganz einfach. Ganz einfach. Du bist ein Heuchler. Du interessierst. Kann ich ja mit der Anno Adessa spielen? Nein, ist das nicht da. Du, dich interessiert, was Israel machst, weil du Israel hasst. Ich hasse Israel nicht. Ich habe gegen keinen israelischen Bürger Natürlich hast du Israel. Natürlich hast du Israel. Allein deine Hamas Flagge sagst. Ist genau, Hass allein deine komische Flagge da von Jordanien. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Leute? Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Und Redouan, warte mal, eine Frage. Welchen Teil von Palästina besetzt Israel? Lern erstmal Deutsch. Junge, ey, welchen Teil von Palästina besetzt Israel? Zu viel. Es gibt kein Palästina. Warte mal. Nein, das ist keine Antwort. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Welcher Teil wird von Israel besetzt? Er hat gerade schon beantwortet. Israel, er hat gesagt, alles. Es gibt kein Israel. Siehst du, alles Land. Israel besetzt alles. Staatenlösung, wo sollen die Juden hin? Solange es Leute wie dich gibt, werdet ihr niemals einen Staat bekommen. Ich habe eine Frage an euch. Es geht nicht um Juden. Stell mal eine Frage und dann will ich endlich mal was dazu sagen. Zu euren Vorwürfen, was es Kinder und sonstige zivile Opfer angeht. Stell mal deine Frage. Redun, entmute dich und stell die Frage, aber denk dran, bleib respektvoll und guck mal, du kannst nicht gleichzeitig für Frieden sein und dann sagen, es soll keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Er versteht nicht, dass diese Opfer, diese zivilen Opfer, die entstehen durch die Terrororganisation, nicht durch einen Staat mit klaren Strukturen, der sich verteidigt. Und dann nochmal, das hat Frankreich 2015 genauso getan und man hat nicht rumgeeiert, sondern man hat es unterstützt. 100%. Ich verstehe deinen Punkt. Ich habe eine Frage nicht unterstützt, sondern die Terroristen, man bietet ihnen eine Plattform, man bietet irgendwelchen Ländern wie Südafrika, die sich da zum Affen machen und irgendwelche Anträge stellen, die dann abgewiesen werden. Also guck mal, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Das ist ein Witz. Also ich sag dir ganz ehrlich, ne? Also, dass der Was meinst du, wer... Ja, hör mir doch zu. An den zivilen Opfern. Hör mir doch zu. Ich habe eine Frage an dich. Wenn ich jetzt zu Hause, zu dir nach Hause komme, okay? Ich würde sowas niemals tun. Stell dir vor, ich würde dann nach Hause kommen und ich würde deine Familienangehörigen verletzen. Genau wie am 7. Oktober. Hör mir doch mal zu, Junge. Lass mich doch mal ausreden, Alter. Nein, ich sag ja. Lass mich ausreden. Aber dein Beispiel ist so dumm. Dein Beispiel ist so dumm, weil das Haus gehört uns. Die sehen das nicht. Die sehen, da fehlt es einfach an Synapsen im Hirn. Um das zu verstehen. Deswegen kommen sie immer mit diesem lächerlichen Beispiel. Guten Abend und Gottes Segen euch an. Hallo, grüß Gott. Ich würde gerne mal ein bisschen auf das Thema zurückkommen. Wer von euch hat gesagt, Palästina hat nie existiert? Ich sag das. Wir sagen das alle. Das war nie ein Staat. Wir sagen das alle. Das war nie ein Staat oder ein Fundreich. Das sagen nicht wir. Das wisst ihr aber zu 100%. Da seid ihr euch 100%ig sicher? Wir sind uns 1000% sicher. Und ich sage nur ein Satz. Es geht mich ein Scheißdreck an, was vor 80 oder 100 Jahren war. Du hast zu akzeptieren, das, was jetzt die Gegenwart ist und das die Wahrnehmung und die Fakten, lass mich ausreden, von dem Land, in dem du lebst. Lass mich doch jetzt mal kurz meinen Text ändern. Die einzige Wahrheit ist Israel. Lass mich doch mal bitte meinen Text zu Ende reden, dann kann ich gerne weiter. Nein, du lässt mich jetzt mal Sprechen. Wir haben hier Unterhaltung. Das heißt, wir hören einander zu und gehen auf das ein, was der andere gesagt hat. Das ist das Minimum für eine Unterhaltung. Ich war und deshalb lassen wir Laien zu Ende sagen und damit auch seinen Punkt verstehen. Lass mich zu Ende sprechen. Genau, danke schön.
Also, es geht mich nichts an, es geht mich ein Scheißdreck an, was vor 80 oder 200 Jahren war. Die Realität aktuell ist, und ich weiß nicht, wo du lebst, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum. In allen drei Ländern des deutschsprachigen Raums gibt es nur eine Wahrheit und die heißt Israel. Okay. Maschallah. Danke für deine tollen Argumente. Okay, jetzt frag deine Frage, Ayam. Ich werde einfach eine Feststellung jetzt setzen und ich bitte darum, diejenigen auch bitte sich nicht mitten in mein Wort reinzuschmeißen und meinen, sie müssen jetzt was sagen. Also, so wie du es gemacht hast? Genau. Nee, ich war ja noch nicht fertig mit meinem Text, aber ihr habt ja weitergeredet. Also der Punkt ist, wie ihr sagt, ja, es gibt kein Palästina, es gab vorher kein Palästina und überhaupt, ne? Alhamdulillah. Das ist ja eure Meinung. Nein, das sind faktische Tatsachen, historische Tatsachen. Also die Meinung hat es ja doch gesagt. Nein, warum ignorierst du die Tatsachen, beziehungsweise warum gehst du 100 Jahre zurück? Okay, ciao, ciao. Ja, also guck mal, meine Meinung ist, warum hast du ihn entfernt? Farbe. Das ist meine Meinung. Aber eine Tatsache ist, dass Israel 1948 gegründet wurde, zum Beispiel. Das sind Fakten. Darüber kann man nicht argumentieren. Hallo, Thomas. Hallo. Ich nehme alle an. Wir reden alle nacheinander. Mensch, ich will einfach nur für ein paar Minuten zur Seite gehen. Bitte, bitte, nacheinander. Jetzt hat Leon gesagt, hallo Thomas, das heißt, Thomas spricht, niemand anderes. Dann haben wir wieder Redouan, auch wenn wir einander nerven mit anderen Meinungen auf beiden Seiten. Wir lassen aussprechen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich als Unparteiischer würde gerne mal eine Frage stellen. Ich glaube, Lion war das vorhin, meinte, ihr seid bei uns zu Hause und nicht andersrum. Damit meinst du wahrscheinlich das Land Israel. Ja. Ich habe das nie gesagt und das hat auch niemand gesagt. Ich hab das gesagt. Okay, gut, dann habe ich nicht zugehört. Gut, worauf stützt du dich da? Auf Jahrtausende Jahre Geschichte, also, okay, und okay. auf den Anspruch von Völkerrecht, dass das ganze Land uns gehört. Ja, ich wollte gerade weiter ausführen. Wenn du dich auf Jahrtausend Jahre lange Geschichte stützt, heißt das, die einzige Quelle wäre die Bibel oder die Tora, das Alte Testament. Das ist nicht richtig, Thomas. Es gibt noch viele andere. Kannst du den noch mal einmal ausreden lassen, bitte? Meist dich gleich runter. Wir reden doch gerade, Thomas und ich. Thomas, es gibt noch viele andere Quellen, die nichts mit der Tora zu tun haben oder mit der Bibel. Die sind zum Beispiel Münzen, okay, Artefakte sowie Stelen, Steine, die gefunden wurden, überall in Israel. Wir haben die meisten Museen per Kapita in Israel. Wir haben Jahrtausende alte Geschichte auf dem Land. Das ist einer unserer Ansprüche. Aber das ist nicht der Hauptanspruch, sondern nochmal auf Völkerrecht basierend ist Israel ein souveräner Staat. Ganz einfach, da gibt es keine Diskussion. Ich gehe mal zurück, weil ich den Ursprung. Also es ist schon richtig, dass es bestimmt mehrere Aspekte gibt, worauf man zurückgreifen kann, um die Legitimität zu bestätigen. Aber der Hauptgrund ist die Quelle ist das Alte Testament und die Tora. Um das mit der Tora selber zu bestätigen. Was laberst du? Ihr seid so respektlos, ne? Thomas, fragt es, dass die zionistische Bewegung eine politische Bewegung war, ja, weitestgehend säkulär. Natürlich gab es religiöse Strömungen darin. Sie haben sich auch die Religionen ein bisschen zunutze gemacht, natürlich. Aber letztlich gesehen ging es darum, einen Staat Israel zu errichten, okay? Also nichts mit Religion oder so. Also natürlich, Bist du Muslim? Wie bitte? Bist du Muslim? Darf ich das fragen? Sagen wir, er ist neutral, oder? Ich bin neutral. Achso, nee, weil viele sich auch deutsche Namen geben, wie Thomas, aber in Wirklichkeit finde ich manchmal auch ein bisschen affig, wenn manche sich dann irgendwie als Muslim dann irgendwie deutsche, wie Thomas also oder so. Also Thomas ist es auf keinen Fall. Das finde ich nämlich auch ein bisschen assi manchmal. Keine zwei Hirnzellen, um festzustellen, dass es kein Thomas ist. Ja, und warum die das machen, weiß ich auch nicht. Das finde ich Hammer. Ein bisschen affig. Darf ich weitermachen oder? Okay, ja, wenn du noch einen Punkt hast, ansonsten. Natürlich. Ich wollte nur auf eine Sache hinaus, also ich geschichtlich betrachtet und auch religiös betrachtet,
du kannst mich gerne korrigieren, weil ich mich mit dem Judentum nicht so gut auskenne. War das denn nicht so, dass Gott das Land Abraham versprochen hatte, das gelobt? Was laberst du? Also ich rede nicht mit dir, lass mich mal ausreden, du kannst danach dazu was sagen. Ich frage nur Leon jetzt ein paar Sachen. Das gelobte Land Kanaan, wurde das nicht Abraham versprochen? Also nicht nur Abraham allein, sondern... Was hat das für eine scheiß Relevanz? Ey, also Jungs, bitte habt doch mal ein bisschen Respekt. Der Junge redet ganz normal. Aber was hat der, nein, was du hast keinen Respekt. Für eine Relevanz? Ey, der Junge redet. Lass ihn doch einfach einmal ausreden, bitte. Was ist das denn? Was macht ihr denn? Ihr wollt hier konstruktiv reden, macht einen auf schlau, ihr könnt recherchieren. Dann lasst den Jungen doch mal ausreden. Habt ihr keine Erziehung genossen? Ich bin ein Verfechter der Gegenwart und der aktuellen Geopolitik. Kurz ausreden, weil dann geht's einfach schneller, okay? Ich verliere langsam die Geduld, schon spät. Thomas, mach mal deinen Punkt nochmal. Ich bin gerade rausgekommen wegen dem dass nachdem der Bund war geschlossen mit Abraham und seiner Sippe, also okay, alle, die mit ihm waren. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder. Dankeschön. Er ist nach Kanaan gegangen. Das sprichst du dir ja selber. Du hast vorher selber gesagt, es gibt nichts außer die Tora, auf die du dich berufst. Auf die du berufst du dich selber auf die Geschichte, das, also was in der Tora steht. Klar können wir dahin gehen. Und natürlich. Ja, ich möchte ja genau Tora, das. Es steht auch im Koran drin, im Heiligen Buch, dass Israel den Juden gehört. Ganz einfach. Richtig, und jeder Moslem, der seine Religion ernst nehmen sollte. Sorry. Genau das wollte ich zu Ende bringen. Okay, bist du fertig, Thomas? Ich bin ganz kurz, höchstens 30 Sekunden. Okay. Richtig, okay, ich muss Gott kurz hat weg. Gott hat den Bund mit Abraham geschlossen und seiner Sippe. Das heißt, seinen Kindern, die alle mit dabei waren. Der Vater der Juden gilt, als Vater der Juden gilt Isaac und als Vater der Araber Ismail. Ismail war elf Jahre älter als Isaac. Das heißt, der Araber war sogar zuerst auf Israel. Also auf dem Boden, was sie heute Israel nennt, war der Araber zuerst. Bevor was überhaupt willst du uns sagen? Das ist hier kein Propaganda-Telegram-Live, sondern hier nein, sind es geht einfach nur darum, das dass ihr immer behauptet... Das ist ein Live, wo du mit Fakten und Gegenwart... Das sind Fakten aus der Tora. Was willst du uns sagen? Komm zum Punkt. Ich habe doch vorher gesagt, was Leon meinte, unser Haus und wie das alles legitimiert wurde. Ja, was willst du uns sagen? Wenn ich sage, es ist unser Haus, berufe ich mich nicht auf die Tora. Nochmal. Ja, ich bin säkulärer Jude. Ich könnte mich darauf berufen, mache ich aber nicht, weil ich das Argument einfach schwach finde. Ich berufe mich aufs Völkerrecht und dann brauchen wir nicht über Tora und 5000 Jahre oder 4000 Jahre diskutieren. Richtig. Ich rede darüber, wem gehört das Haus? Und das Haus ist unsers und das Haus war damals unsers und das Haus ist jetzt unsers. Und wenn sich Gäste in dem Haus befinden, ich liebe Gäste, ja, ich ganz ehrlich, aber sollen sie sich auch bitte an unsere Regeln halten? Wenn ich mal jetzt kurz was dazwischen sagen darf, also ich habe ja lange meinen Mund gehalten, also eine Sache, die ich erstmal ansprechen möchte, ist, dass ich hier auf jeden Fall von euch allen drei, nicht vom Thomas, auf jeden Fall erstmal sehr, sehr respektlos finde, dass ihr euch nicht ausreden lässt, seine Bemerkungen sehr ins Negative zieht. Sorry, ich will mich jetzt nicht von dir moralisch belehren lassen, mach einfach bitte dein Argument. Ausreden? Guck mal, ihr seid doch so intelligent. Mach jetzt deinen Punkt. Natürlich sind wir intelligent. Nein, ja, mach jetzt deinen Punkt oder du fliegst runter. Okay, Jungs, also, mein Punkt ist einfach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, der Punkt ist eher bei euch. Ordne deine Gedanken und dann melde dich zu Wort. Guck mal, der Punkt ist einfach, dass Israel aus der Not entstanden ist. Die Palästina. Das ist mir scheißegal. Wenn dir das scheißegal ist. Lass ihn kurz ausreden, weil dann sehen ja alle, wie dumm seine Argumente sind. Ja, aber dann muss er auf den Punkt kommen. Ja, aber das geht ja nicht mehr. Mein Gott, Alter, mach. Was bist du für ein Mensch? Lass mich doch ausgehen. Rede danach so viel, wie du willst. Der eine, der gerade drin war, der gesagt hat, dass das vor 2.000 Jahren war. Du sagst, mich interessiert nicht, was 200, 300 Jahre war. Ja, aber lass mich doch ausgehen. Jo.
Bruder, mach jetzt deinen Punkt. Eier. Ey, du hast noch genau eine Minute, deinen Punkt zu machen. Los, guck mal. Mein Punkt ist einfach, ihr seid alles unterbelichtete Menschen. Okay. Und ich wünsche euch das Beste. Okay. Und du bist so ein typischer 67.9. Und dann von Respekt reden. Und dann von respektvollem Umgang reden. Ja, immer so. Aber das war ohne Quatsch. Harry, vier Fünftel von dem, was er gesagt hat. Vier Fünftel von dem, was er gesagt hat, waren Beleidigung. Ja, wirklich. Ein Clown. Er hätte ja mal Thomas sagen können. Wirklich, ich hab mich zurückgehalten. Okay, da kommt zum Punkt. Nee, es kommt wieder irgendwas vor. Ich weiß, nein, aber es dauert einfach noch länger, weil dann heult er rum, weißt du, dann sagt er. Es interessiert mich nicht, was vor 1000 Jahren war. I know, Bro. Wir haben hier einen neuen Harry, aber fuck Antifa, ganz deiner Meinung. Oh mein Gott, da kommt er wieder. Okay, da bin ich gespannt. Hello. Komm bitte zum Sorry für die großen Nebengeräusche, ich bin gerade auf dem Auto unterwegs. Ja, schön, dass ihr diskutiert, das finde ich toll von euch. Hört mal auf einen alten Soldaten, der vor 33 Jahren in Haifa gedient hat. Und ich war 3 Jahre in Gaza als Soldat und habe keine guten Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich bekam viel Hass mit, viel Verfolgung mit. Und das jetzige Ergebnis war, ja, es kam, wie es kam musste. Es war irgendwann klar und ja, Frieden wird es so nicht mehr geben, sag ich euch. Ja. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Die Spaltung ist zu groß. Die Zwei-Staaten-Lösung wäre wünschenswert gewesen, vor langer Zeit, jetzt nicht mehr möglich. Aber. Also, ja, bitte. Aber die Spaltung. Ich mag diese generalistischen Aussagen nicht. Die Spaltung. Es ist nicht gerecht, von Spaltung zu reden. Wenn es zwei Seiten gibt, eine demokratische, in der es nachweislich einer Volksgruppe gut geht, sie in Frieden lebt und sogar aus dem Gaza-Streifen, wenn wir jetzt schon auf Gaza mit Gaza anfangen, diese Menschen auch akzeptiert werden. Was ist die Wer ist für diese Spaltung verantwortlich aus deiner Sicht? Ich finde das wirklich, das muss zumindest in solchen Lives, nicht in Islamisten-Lives, aber in solchen Lives muss man das klarstellen, dass es keine Spaltung ist, die irgendwie eine 50-50-Aufteilung hat, sondern es ist eine Spaltung, wie nochmal jeglicher Angriff, terroristischer Angriff auf einen Staat. Das ist keine Spaltung, das ist einfach eine Randgruppe, eine Gruppierung, die einen Staat versucht zu vernichten. Das ist keine Spaltung. Gut, also ich fange noch mal ganz kurz an. Vor über 30 Jahren wurde aus Hamas heraus, aus Gaza heraus versucht, hier Propaganda zu betreiben beziehungsweise Hass zu stören, eine Spaltung des Volkes hervorzurufen, die auch erfolgreich war, die bis heute andauert. Das war mit der Spaltung gemeint. Wir mussten darunter leiden, wir hatten Verluste. Ihr kennt auch die Geschichte. Und das war das zu dem Thema Spaltung gemeint. Ja, ich weiß, das ist jetzt kein Wunsch, weil ich das für zwei Staaten. So, Entschuldigung. Ist gerade. Ja, und wie gesagt, ich war immer Fan von der Zwei-Staaten-Lösung, aber es gibt jetzt momentan keine Chance mehr, hier Frieden hereinzubekommen. Deswegen unterstütze ich auch die Räumung des Gazastreifens und das als Art Bufferzone zu benutzen, um hier mal endlich irgendwann mal Frieden hereinzubekommen. Ja, das wollte ich nur mal so gesagt haben, das war meine Meinung dazu. Dankeschön. Und ja, hast du recht, stimme ich dir zu. Und Netanyahu hat das sogar, was du vorgeschlagen hast, sogar indirekt bestätigt vor ein paar Tagen, indem er gesagt hat, der Norden des Gazastreifens wird höchstwahrscheinlich als Bufferzone eingesetzt werden. Also nicht ganz Gaza, aber so Gaza City, die ganze Area, bis zu diesem komischen Fluss, den die da haben. Ja, und dann werden wir schon sehen. Entweder werden sie dann friedlicher oder auch nicht. Aber dann haben sie wenigstens nicht mehr dieselben Möglichkeiten, uns anzugreifen wie vorher.
Ich möchte noch hinzufügen, ich meine, in Kuwait, Libanon, überall, wo vorher die Transjordanier aufgenommen wurden, muss man so leider konstatieren, kam es zu Terror, kam es leider auch zu Leid. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir es mit einem grundsätzlich friedlichen Volk leider zu tun haben. Das muss man dazu noch sagen. Also es wäre wünschenswert, wenn sich das ändert, aber wir wissen halt, wie es bei anderen Staaten schon gelaufen ist. Denkt doch einmal, dass selbst die kleinsten Kinder, die vierjährigen, fünfjährigen, sechsjährigen Kinder in Gaza damals von der Hamas so deportiert wurden, vergiftet wurden, dass der jüdische Mensch ein Schwein ist, das getötet werden muss. Und, wie soll man ein Volk Frieden propagieren, zeigen, wenn man doch nur angegriffen wird? Egal, ja, vom Platz. Du hast schon recht, aber ich richtige Begrifflichkeiten auch zu verwenden. Es ist keine Spaltung. Das ist ein Begriff, den man in diesem Kontext nicht verwenden sollte. Genauso wie man den Begriff Krieg zwischen, das sind nicht zwei Staaten, das ist eine Terrororganisation, die einen Staat terrorisiert, die einen Staat auslöschen möchte. Und das sieht man auch in den ganzen Lives der Islamisten. Es geht, die tun so, wie nochmal Wolf und Schafspelz. Die tun so, als wären sie für eine Zwei-Staaten-Lösung. Eigentlich geht es ihnen um die Vernichtung Israels, um die Vertreibung der Menschen. Ja, und wenn man sie mit zwei Fakten konfrontiert, dem Fakt, dass Israel eine Demokratie ist, in der Muslime ganz normal leben, in der sie ganz normal ihrer Arbeit nachgehen, im Staat selbst und auch in Randgebieten wie zum Beispiel dem Gazastreifen. Das wird ignoriert. Darauf geht man nicht ein. Man geht auch nicht ein auf den Terrorangriff vom 7. Oktober. Darauf geht man auch nicht ein. Ja, das ist immer die Doppelmoral. Nochmal, Thomas, du bist ja unparteiisch. Hast du noch irgendwelche Fragen oder so? Ich habe mich mal über diese Geschichte informiert, weil mir war das nicht so recht, wenn ein Land irgendwelche Partisanen oder etc. sich verteidigen, ob die dann Terroristen sind. Kannst du dein Mikrofon, ich weiß nicht, ob du Kopfhörer drin hast oder so. Nee, ich bin komplett ohne Kopfhörer und alles. Ist es besser jetzt? Jetzt ist besser, ja. Auf jeden Fall. Ob die Hamas jetzt, ich kenne keinen von der Hamas oder sonst was, ob die jetzt eine Widerstandsbewegung sind oder eine Terrororganisation, okay. Kann ich meine persönliche Meinung nicht sagen, aber international behaupten 12 Länder, die seien eine Terrororganisation und über 150 Länder sehen die als eine Partei an. Also da muss ich schon was dazu sagen, also dass die nicht unbedingt eine Terrororganisation alleine sind, das ist die Ansicht von 12 Ländern. Über okay. 150 Länder sehen die als eine ganz normale Partei an. Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel, ja. Sagen wir mal, du gehst, es ist Samstag, ja, du hast freien Tag, also fast schon Feiertag für dich. Und du gehst mit deinem Freund, deiner Freundin, wenn du eine hast, ihr geht gemeinsam irgendwo in einem Shopping-Mall, weißt du, was essen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen gucken, ein bisschen shoppen und so. Und jetzt komme ich mit meinen 20 Yahoo-Freunden komplett verschleiert mit grünen Bandanas in diese Mall gestürmt. Wir fangen an, wahllos Leute zu erschießen, einfach weil wir Bock drauf haben. Und wir fangen an, auf dich festzunehmen, deinen besten Kumpel, deine Freundin. Wir erschießen deinen Kumpel, einfach weil er ein Typ ist, weil wir nicht mögen, wie er aussieht. Und ich will jetzt nicht wegen Hassrede gesperrt werden, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. In diesem Moment terrorisiere ich dich. Das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Okay. Ich kann aus meiner persönlichen Perspektive... Dann können wir also ohne Wischiwaschi ganz getrost sagen, dass die Hamas eine Terrororganisation sind. Ich sage doch gerade, es ist eine Meinung. Das ist deine Meinung und andere Menschen haben eine andere Meinung. Thomas und Leon, kurz Pause. Guten Abend, Kian. Ex-Islam, guten Abend, Kian. Freue mich, dass du wieder da bist. Ja, hallo, Anna.
Hey Kian, hey, hab gar nicht gemerkt, dass du rein bist. Genau, das sind die Meinungen der Regierungen unserer Länder. Und wenn du meinst, das ist die Meinung von der Regierung in irgendeinem Shithole wie Nordkorea mehr wert als unsere, dann okay. Okay, ich lass mal Exit Islam kurz reden, dann komme ich auf dich zurück. Ich müsste ganz kurz unterbrechen, ich wäre jetzt am Ziel. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mich hochlasst. Ich wünsche euch noch viel Frieden und schönen Abend und diskutiert mal schön munter weiter. Ne? Bis zum Tage. So, da, Rama. Bye. Bis lieber. Bye. Yo, Kian. What's up, Bro? Ja, grüßt euch, liebe Freunde. Grüß dich. Ja, ich habe die ganze Zeit zugehört, habe mir das mal angehört. Ist schon interessant, wenn Ismail und Isaac beide von dem jüdischen Stammvater Abraham abstammen. Wie kann der eine Araber und der andere Jude werden? In dem Sinne, das ist schon ein bisschen verstörend. Abraham ist der Stamm von der gleichen Wurzel. Abraham ist der Patriarch der Juden. Paar Jahrzehnte später wird Moses sozusagen, gehen die Juden in die Gefangenschaft in Ägypten und das macht für mich alles keinen Sinn, keinen historischen Sinn, was du da jetzt gesagt hast, Thomas. Wie heißt du denn wirklich? Murat, Hassan, Ahmed? Lorenz. Na, Spaß. Thomas. Ich wurde ganz kurz gestummt. So. Erstens ist nicht Abraham der Stammvater der Juden, sondern Isaac. Durch Isaac. Wie heißt du denn richtig? Also, du gibst dir ja einen deutschen Namen. Wie heißt du denn richtig? Mit richtigem Namen? Wie bitte? Wie heißt du mit richtigem Namen? Das ist doch nicht relevant, oder nicht? Doch, das ist relevant. Kian hat dich gefragt. Antworte bitte. Ich heiße ganz normal Ali. Oh, du heißt ganz normal Ali. Ja, aber ich bin kein weder Araber noch Palästinenser noch Libanese. Ja, aber du bist auch kein Deutscher, das merkt man, hört man doch an deiner Stimme. Ja, das ist doch jetzt gerade nicht relevant. Du hast gerade etwas gesagt, was nicht stimmt. Das kann ja ihr Leon sagen, wenn er sich mit dem Judentum befasst, nur weil es seine Religion ist. Abraham ist nicht der Stammvater, sondern falsch. Und das hat gerade, ich habe es einmal gesagt, also ich habe gesagt, Abraham war der erste Jude, da wollte mir auch irgendeiner von eurer Seite erzählen, war nicht so. Zadik hat das heute erst wieder gesagt, dass wir Juden ihn als unseren Stammvater ansehen. Richtig. Wir 12 Stämme. Thomas, kannst du bitte Kian aussprechen lassen? Dankeschön, weil das ist okay. Er hat eine Frage gestellt. Ich wollte das nur bemerken, ich kann da nur unterstützen, was Leon eben gerade gesagt hat. Das ist die muslimische Version, aber das ist nicht die faktenbasierte Version über Abraham. Das ist also totaler Unsinn. Also ich habe muslimisch gar nicht erwähnt, dass das weder muslimisch ist. Du bist Muslim. Du spielst nur herum, das alles. Es kann ja sein, dass du es so gelernt hast in deinem, so wie du aufgewachsen bist, muslimisch-islamisch. Seit diese ganze Sache angefangen hat, habe ich immer wieder mal irgendwelche Artikel aus Wikipedia gelesen und eigentlich steht da nicht drin, ob das muslimisch ist oder sonst eine Quelle ist. Ich gebe nur das wieder, was ich da aufgenommen habe. Und als Stammvater, natürlich hat Abraham auch eine wichtige Rolle im Judentum, aber Isaac gilt als Stammvater der 12 Stämme und nicht Abraham. Wie soll diese Feststellung denn helfen? Das ging um ein Gespräch von davor. Den Menschen in Israel oder in Gaza. Nee, ich hatte die Frage noch weil mal. Du, weißt du, du hast immer diese Argumentation, welche viele Menschen haben, und zwar Themawechsel von jetzt auf tausende Jahre zurück oder auf Jahrhunderte zurück. Das hat zwar im weitesten Sinne auch damit zu tun, was Israel durchmacht, ja, und dennoch diese Versuche, immer die Araber den Juden ethnisch oder historisch näher zu bringen, das ist einfach nur das, was man heute leere Worthülsen meint. Ja, das weil das sind leere Worthülsen. Araber und Juden sind nicht ein Volk und sogar wenn es sowas gibt wie Verwandtschaft auf irgendeine entfernteste Weise, ist das eine sehr toxische, mörderische Verwandtschaft. Denn
also Moritz hat das auch heute schon erwähnt, ich will das nicht wiederholen, was sie mit Frauen machen in Israel und was die mit mir machen würden, zum Beispiel einfach, weil ich Judin bin, sogar hier in Deutschland, gäbe es bei deinen in Anführungsstrichen Brüdern die Freiheit, die Möglichkeit. Ich höre das immer wieder raus und ich lese das ja auch im Chat. Und ich habe das in meinen Nachrichten nach jedem Stream, Thomas. Und da kann ich nicht sagen, oh, das sind aber meine Brüder, weil ich Jüdin bin. Anna, es ist... Vor allem Anna, wenn das Brüder wären, wenn es wirklich Brüder wären, welcher Bruder nimmt sich das Recht aus, die anderen beiden Brüder zu unterwerfen, sagt zu denen hier, wenn ihr nicht das tut, was ich will, nämlich wenn ihr mir nicht erstmal eine Schutzsteuer wie bei der Mafia zahlt und zweitens, wenn ihr, wir kennen die Regeln vom Pakt von Umma, unter anderem, dass ein Muslim das Haus von einem Dhimmi benutzen darf, also von einem Juden oder einem Christen, ne, 3 Tage da bleiben darf, seine Frau, sein Essen, sein Bett, alles benutzen darf und dann gehen darf, dann kann der Nächste kommen, dass wenn ein Muslim den Raum betritt, dass der Jude oder der Christ dann aufstehen muss, wenn nicht, dann wird er getötet. Welcher Bruder, welcher Nachkomme der Brüder würde so mit seinen anderen Brüdern umgehen? Wo steht das denn bitte drin? Und welcher Bruder vergewaltigt... Warte mal, Anna, kurz bitte. Im Pakt von Umar, Sure 9, Vers 29, im Tafsir von Ibn Kathir, der Pakt von Umar selber gehört zu den ersten 3 Generationen, das heißt, er ist bindend für die Sunnis. Guck mal, das ist wie das, was die Apostel in der Bibel überbracht haben. Das ist 100 Jahre nach dem Propheten. Islam. Was im Warum Koran gehst du steht? Zum Christentum? Wir sind beim Islam gerade. Sage doch, was im Koran steht, das ist binden. Diese Tafsire, Hadithe und so ist irrelevant. Das, binden. Das ist sowieso ein Disput. Es ist bindend. Sure 9, Vers 29. Die Jizya ist mit Sachen verknüpft. Die Jizya ist nicht einfach nur eine Steuer. Gut, dann ich gucke mir das an und bei der nächsten Unterhaltung werde ich dann was dazu sagen. Auf jeden Fall das, was ich kann persönlich das sagen, was ich so empfinde, von was Anna da vorhin gemeint hat, was mit ihnen passieren würde, wenn die Brüder freie Hand kriegen würden. Also ich kann von mir persönlich reden, ich habe jüdische Freunde. Ja. Sowohl habe ich auch arabische Freunde, verstehst du? Und untereinander verstehen wir uns super, das ist gar kein Problem. Allgemein verstehen wir uns untereinander super, aber der Staat Israel hat mit Judentum genauso wenig zu tun, wie sonst Bananen mit... Ja, das ist dein Glaube. Guck mal, du sagst jetzt, ich nehme das immer als mein absolutes Lieblingsbeispiel dafür. Du machst dasselbe, wie wenn du sagst, ich hasse ja keine Juden, ich hasse nur Zionisten. Das ist dasselbe, wie wenn du sagst, ich hasse keine Afrikaner, ich mag einfach Schwarze nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich bin kein Rassist, ich mag nur Schwarze nicht. Thomas, das ist genau dasselbe, was du gerade machst. Aber ich habe doch Freunde. Und jeder hat, Thomas, jeder von euch, die solche Aussagen treffen, haben einen jüdischen Freund oder jüdische Freunde. Ja. Einfach alle. Okay. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so viele Juden in meiner Bekanntschaft, geschweige von Freunden wie ihr. Ich habe nur ein paar jüdische Freundinnen und ich kenne vielleicht ein paar jüdische Männer plus ein paar habe ich hier bei TikTok kennengelernt in Streams. Woher nehmt ihr so viele Juden? Also das ist so, wie du Thomas heißt und eigentlich Ali bist. Was heißt denn bitte, Israel hat nichts mit Judentum zu tun? Israel ist ein jüdischer Staat, da leben Juden. Der einzige jüdische Staat auf der ganzen weiten Welt. Dem Volk Israel ist es generell verboten, einen eigenen Staat zu haben. Das sagen die Juden selber. Nein, das sagen die Juden nicht selber. Ich bin ein Jude und ich sage das nicht, ganz einfach. Ich bin auch Judin, ich sage das nicht. Du beziehst dich, weißt du, worauf du dich beziehst, Thomas? Weil, Thomas, lass mich aussprechen. Du beziehst dich auf eine Sekte mit maximum 5000 Menschen. Wir sind 15 Millionen an Juden ungefähr. Und es gibt eine Sekte, Thomas, unterbrich mich bitte. Ausreden lassen. Es gibt eine Sekte an ultragläubigen, komischen, eigenartigen Leuten, die so ein Mist verbreiten. Und diese werden als nützliche Idioten für die arabische Welt benutzt. Die laufen rum und erzählen diesen Schmarrn, ja? Aber das sind nicht die Juden. Das ist eben, wie in jeder Gesellschaft es Idioten gibt. Juden sind genauso Menschen und unter Juden gibt es auch Idioten, ja? Du beziehst dich auf diese
1% Idioten-Juden und behauptest, dass es alle Juden so sind. Aber genauso wie die Deutschen im Falle eines Krieges alle dafür wären, dass es einen deutschen Staat gibt, auch die Deutschen, die außerhalb von Deutschland leben, genauso sind es auch die Juden. Alle Juden sind Zionisten, alle Juden, besonders zu Zeiten wie Krieg, wie jetzt, nach dem Holocaust II, sind für den Staat Israel, für den Erhalt von Staat Israel. Palästina als Staat gibt es nicht. Das Volk Palästinenser gibt es nicht. Ja, dieser Freiheitskampf ist nichts anderes als ein Angriff auf unschuldige Menschen, auf einen Staat, der auch noch diese Araber, die die Gebiete um Israel herum, das ehemalige Judäa, besetzen. Sie besetzen es. Ich bin fertig, vielleicht will noch jemand anderes was so dazu wie die sagen. Anderen 57 islamische Länder, die sind auch alle besetzt. Ja, Thomas, darf ich dich? Siehst du, islamische Staaten auch besetzt sind, könnte man ja dann auch sagen, ne? Die auch mal christlich waren. Thomas, darf ich dich fragen, siehst du Israel als Besatzer an? Israel? Ja. Also ich sehe das aus einer Sicht, aus der geschichtlichen Entwicklung. Ja, und dann sehe ich, dass da eine Pufferzeit... Ja, aber es ist aktuell. Ist es aktuell ein Besatzer? Also meine persönliche Meinung, wenn du hören willst, ich lebe nach der Meinung, ein Land wird erobert und dann gehört es jemand anderem. Genau. So. Ja, dann gehört es die Türkei. Dann gehört es auch den Juden. Die Juden haben das Land erobert. Nachdem sechs Länder gegen die Krieg geführt haben, es nicht geschafft haben, haben alle abgewehrt, haben das Land nein. Und nun gehört es denen das Land. Thomas, du kennst die Geschichte. Erstmal war es Osmanisches Reich. So, danach ist es an die Briten gefallen. Die Briten haben einen Teil den Arabern zugesagt und einen Teil, dass es Israel wird. So, daraufhin, das wollten die Araber nicht. Und Israel wurde gegründet, der andere Staat wurde nicht gegründet. Israel hat das Land aufgekauft von arabischen Großgrundbesitzern. Zusätzlich hat das britische Mandat gesagt, hier, wir geben euch das Land darüber und dann wurde Israel gegründet, faktisch. So, es wurde von Israel nicht gewaltsam erobert. Das stimmt nicht so, wie du das gesagt hast. Ich meine das im Nachhinein. Ich rede nicht von Anfang, von den Ursprung. 1817 hat das Ganze angefangen mit dem Versprechen einer zionistischen Bewegung, eines zionistischen Ziel. Ein Land, das ist mir alles bekannt mit Theodor Herzl und alles. Und nachdem das Osmanische Reich dann zusammengebrochen ist, ist es zu den Briten gefallen, auch bekannt. Aber genau das, was die USA in Afghanistan gemacht hat, nachdem sie gegangen ist, alle Hightech-Waffen der damaligen Zeit einfach den Taliban hinterlassen. Die haben die Macht übernommen. Das gleiche hat das britische Mandat, als die Briten weg sind, haben die auch alle da stehen lassen. Die Briten haben das für Israelis, für die Juden verwaltet. Merkwürdiger Vergleich da mit Afghanistan irgendwie gerade. Ich habe es doch gerade erklärt, es geht um die Waffen. Die Araber haben nur Missgaben gehabt. Und, nein, nicht. Die Araber hatten bessere Waffen und bessere ausgebildete Truppen. Zum Beispiel Jordanien hatte britische Offiziere, britische Waffen, während wir irgendwelche komischen drittgradigen alten Sowjetgewehre von den Tschechen kaufen mussten. Am Anfang hatte Israel nicht mal Panzer im Ersten Krieg. Aber Jeeps. Darf ich eine Frage stellen? Irgendjemand will was fragen. Und die haben gewonnen, Thomas. Kannst mit du das Jeeps. Mal sacken lassen? Jeeps. Die haben gewonnen. Aber weißt du warum, Thomas? Ich kann dir sagen, warum. Weil damals waren die meisten jüdischen politischen Führer in Israel aus der ehemaligen Sowjetunion. Die hatten einfach eine harte Vorgehensweise. Heutige israelische Regierung ist sehr oft im Westen aufgewachsen und ist sehr westlich orientiert. Gäbe es eine ukrainische Golda Meir, die kommt aus der kam aus der Ukraine, dann wäre Gaza heute wirklich nicht mehr da. Glaube ich auch nicht, weil sie war ja auch in der Machtposition nach dem Sechstagekrieg. Netanyahu zieht den Krieg einfach. Moment, ich würde dir gerne eine Frage stellen, wenn ich darf, Thomas. Wie sagst du das? Warum
beziehst du dich die ganze Zeit auf irgendwas, was vor 100, 200, 1000 Jahren. Erkennst du, meine Frage lautet, erkennst du den Staat Israel heute an oder argumentierst du mit irgendwelchen Geschichten, die in irgendwelchen Büchern stehen? Also erkennst du die Grenzen Israels, wie sie heute sind und die Souveränität des Staates Israel? Die Grenzen, die, wie die heute sind, natürlich akzeptiert. Ja oder nein? Das ist eine Frage mit Ja oder Nein. Da brauchst du nicht zu lange ausführen. Die Grenzen sind nicht so, die Grenzen sind zu Zeiten des Mandatgebiets. Nein, sind sie nicht. Erkennst du den Staat Israel als souveränen Staat an? Ja oder nein? Hat er doch gerade gesagt. Er hat nein gesagt, die Grenzen sind vom Mandatsgebiet. Und da kann ich nur lachen, weil du hast Glück, wenn wir in Zukunft Gaza zurückgeben. Wie gesagt, ich glaube, ganz Gaza, Norden von Gaza wird. Guck mal, Freund, Anna meinte auch. Ein Auto, oder? Thomas, man hört dich schlecht. Entschuldigung, Leon. Anna meinte auch, Entschuldigung. Von wegen, die haben das alleine geschafft. Natürlich, es ist möglich, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und vor der Auslöschung steht, dass man... Heul bitte nicht. Nur noch eine zweite Frage. Okay, du erkennst Israel nicht als Staat. Das bedeutet, du möchtest Israel... Also dein Wunsch ist es, dass es Israel nicht mehr gibt. Weil wenn du etwas nicht anerkennst, das bedeutet, dass du die Bevölkerung des Staates, die gerade friedlich in einer Demokratie lebt, auslöschen möchtest. Nein, das ist deine Meinung. So radikal bin ich nicht. Frage. Wenn du etwas nicht anerkennst, dann... Nein, das ist komplett falsch. Wenn du etwas nicht anerkennst, muss das nicht heißen, dass du die ausgelöscht... Was heißt es denn dann? Das heißt ganz... Dass du es nicht anerkennst, dass es genau so was wie... Was bedeutet das dann? Das bedeutet, die Grenzen zurückgesetzt bis zu dem Tag des britischen Mandats. Israel ist sein Teil und du meinst... Aber wenn das fair wäre... Nein, warte, ich gehe mal darauf ein, okay? Wenn das fair wäre, dann hätten doch die Araber damals schon akzeptiert, ja, auf dieses Angebot. Und dann wären wir alle, weil wir haben akzeptiert... Wir haben. Das sage ich doch. Ich bin kein Angreifer. Warte ganz kurz, Lein. Ich will, dass er das unbedingt versteht. Wenn du in den Krieg ziehst und verlierst, dann wird deine Position am Verhandlungstisch schwächer, nicht stärker. Das heißt, was ihr jetzt von uns bekommt, nehmt ihr oder ihr lasst es. Ganz aber einfach. Was habe ich denn vorhin gesagt? Du hast ganz gemeint, einfach. Was hältst du davon? Ich habe gesagt, wer erobert, dem gehört es. Nehmt es oder lasst es. Nehmt den Frieden, wer erobert, den gehört es. Sollten die Araber irgendwann zurückschlagen und zurückerobern, gehört es dann wiederum denen. Die können machen, was sie... Also und eben, weil Leute wie du so denken, wird es keinen Frieden geben. Das ist so unverschämt. Es geht doch einfach nur um Eroberung, wie schon Jahrtausende es gab. Ja, bei euch. Die Araber wird erobern. Aber er sagt ja... Warte mal bitte kurz, das ist sehr interessant. Wer es erobert, dem gehört es. Das ist eine typische... Warte mal bitte kurz, Thomas, warte mal kurz. Das ist eine typisch... Warte mal bitte kurz, das ist eine typisch islamische Meinung, weil das Ding ist halt, Israel war damals unter den Osmanen ja islamisches Gebiet so. Jetzt muss man wissen, dass ein Gebiet, was einmal islamisch erobert wurde, bis zum jüngsten Tag islamisch bleiben muss. Das heißt, allein schon deswegen ist es denen ein Dorn im Auge, weil es früher islamisches Gebiet war und jetzt kein islamisches Gebiet, sogar noch schlimmer, ein jüdisches Gebiet ist. Und die Juden sind im Koran die schlimmsten Feinde der Muslime. Und deswegen reagieren die so aggressiv darauf. Die pure Existenz Israels ist denen ein Dorn im Auge, weil es einfach ein jüdischer Staat inmitten der ganzen islamischen Staaten ist. Das Ding ist, Leon, es sind so viele Fragen jetzt offen. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt zuerst antworten. Vorhin wollte ich auf das von Anna. Weil du ja jetzt so in die Ecke gedrängt. Nein, er redet doch gerade mit mir. Guck mal, ich will noch mal drauf hinaus. Du verstehst ja, wenn wir, und ich sage nicht, dass wir das Recht des Stärkeren haben. Ich sage, wir hatten das UN-Völkerrecht auf unserer Seite, als wir Israel gegründet haben. Okay, dass wir abgesehen davon auch stärker sind, das ist ja was anderes. Aber wir waren nicht immer stärker. Von 48 bis 73, würde ich sagen, waren wir die Underdogs, ja, die Kleinen, der David gegen die Goliaths. Und wir haben uns verteidigt die ganze Zeit. Erst nach 73 sind wir stark geworden. Erst nach 73 hat die USA angefangen, uns zu unterstützen mit Waffen und Geld.
Und erst jetzt, nach 2000, haben die moderaten arabischen Länder geschnallt, dass es in ihrem Interesse ist, mit uns Frieden zu schließen. So wie es unsere Nachbarn Ägypten und Jordanien getan haben. Weil sie gemerkt haben, wenn du gegen Israel in den Krieg ziehst, wird jemand anderes deine Kinder großziehen. Wir haben noch jemand Neues da oben. Sagen? Vielleicht möchte er auch nochmal. Ja, wir haben noch Khan Cooper. Oder wolltest du was sagen? Weil Kian ist auch wieder reingekommen. Der ist nämlich vorher rausgefallen. Wolltest du was sagen, Kian? Nein, ich bin's, Mido. Ich meinte Kian. Exit Islam ist Kian. Nein, danke. Vielen Dank. Okay, dann Mido, warst du in der Reihe oder Ken Cooper? Ja, ich sag schnell was und dann gehe ich. Ganz ehrlich, also Moritz hat schon ganz vollkommen recht oder auch richtig erklärt. Die Hauptprobleme, der Frieden, der nie existieren wird und auch nie kommen wird, besteht aus dem Islam, aus dem oder der Wurzel im Koran eigentlich. Es steht dort sehr viele Dinge gegen die Juden, gegen die Christen, gegen sie zu kämpfen, sie zu hassen, und es wird nie einen Frieden geben. Also vor allem von den Muslimen her, von den Muslimen, die anderen Kulturen, Religionen kommen miteinander klar. Der Islam wird nie in einem in einer anderen oder eine andere Religion reinlassen, respektieren, akzeptieren. Das war's. Ja, richtig. Ich sag kurz dazwischen nur, ich habe 2%, falls ich auf einmal weg bin, tut's mir leid. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Okay, vielen Dank. Jetzt schnell mal Ken Cooper anhören. Ken. Guten Abend, erstmal alles zusammen. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich war selber im Islam tätig gewesen, also sprich in Moscheen, alles Mögliche gewesen. Bin mittlerweile, wenn es auch nicht offiziell ist, ausgetreten. Offiziell kann ich ja nicht austreten, aus gewissen bestimmten Gründen, die ich dann irgendwann mal in Ruhe erzählen möchte. Und das stimmt schon, also dass der Islam mittlerweile sehr radikal geworden ist, was einerseits auch früher auch schon war, aber jetzt mittlerweile schon Kult geworden ist in Europa. Das sieht man ja auch in Frankreich, Belgien, Schweiz, Österreich, inklusive Deutschland, dass der Islam sehr radikal geworden ist. Dass man Vorurteile hat gegen Nichtmuslime, dass man Hass entwickelt, auch in der Gemeinde unter sich gegenüber Nichtmuslime. Ne? Also ist nicht nur über Christen, Juden, einfach über jeden halt. Ne? Auch einer, der an nichts glaubt von mir aus, einer Atheist zum Beispiel. Und das Problem ist eher, dass das Justiz in Europa, finde ich jetzt, zu lasch ist. Das heißt, wenn ich nach Deutschland komme und nicht das christliche Land akzeptiere, so wie die Menschen hier beten, glauben etc. pp., was habe ich dann hier zu suchen? Ne? Und da muss das Judikative eingreifen. Ne? Und meines Erachtens auch, also meine, wie gesagt, meine Eltern kommen aus der Türkei, und in der Türkei habe ich selber gesehen, dass die Menschen viel freizügiger im, sag ich mal, Sommer rumlaufen, schwimmen gehen, ohne mit der Niqab oder Hijab-Kleidung, ne, im Vergleich zu Europa. Hier laufen mit Niqabs rum. Niqabs, das gab es auch bereits vor dem Islam. Das war früher für die Sklaverei gang und gäbe gewesen. Da wurden Frauen versklavt gewesen und die dann auf dem Markt verkauft worden. Dafür wurde Niqab verwendet. Das darf man nicht vergessen. Und heutzutage tragen einige angeblich freiwillig. Also stehen die anscheinend auf Sadomaso. Ich weiß es nicht, mit welchem Hintergrund. Und zum Thema Israel kann ich auch noch einen Punkt sagen. Da sind die Araber, also die Palästinenser, selbst schuld. Die haben damals... Also die Juden gab es immer, ne? Auch vor dem Islam. Die Juden gab es immer dort. Ne? Ob die in Unterzahl waren, Überzahl, ist sowas von irrelevant, die gab es immer dort. Und wie nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, da sind auch viele rübergewandert, das wissen ja eigentlich auch jeder, die haben Step by Step Grundstücke abgekauft. Warum? Der Araber konnte es nicht finanziell vielleicht leisten, da wurde es einfach verkauft, Step by Step. Von einem Stadt wurde es dann ein Bundesland, vom Bundesland gefühlt ein Land.
So. Weil es waren nicht die Araber, die dort heute leben. Das muss man nur dazu sagen. Genau. Ich rede ja vom. Wir haben 10-mal so viel geboten für das Land, wie es eigentlich wert war. Genau, genau. Ich rede ja auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich rede ja nicht vom 21. Ja. Jahrhundert oder so. Also ja, kurz davor und danach, ja. Genau. So. Und, ich sag mal so, in Nordafrika, da gab es auch keine Muslime früher. Das waren ja komplett pigmentierte Menschen gewesen, Dunkelhäutige, wie man auch so kennt eigentlich. Die sind ja nachträglich hingekommen. Die Araber dort in Marokko, Algerien etc. pp., die sind dort auch nicht willkommen. Die haben immer noch Konflikte miteinander, mit den Dunkelhäutigen, dass sie dort nicht willkommen sind, weil es ursprünglich den Afrikanern gehört hat, also sprich den Dunkelhäutigen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Araber, um ehrlich zu sein, viele von denen, die ich persönlich auch kennengelernt habe, sind kulturlos, vorurteilig gegenüber Nicht-Muslime. Ne? Die haben keine Erziehung, die haben keine Autoritätsperson, außer einen muslimischen Pfarrer, der Murks erzählt, weil ich war selber in der Gemeinde drin, ich kann da auch leider Gottes nicht aussteigen, weil, ich sag mal so, ich hatte früher ein Profilbild von mir drin, mein Vor- und Nachnamen, weil ich jetzt ganz naiv war. So, ich habe über Religion, also mein Feedback dazu gegeben, ohne eine Religion schlecht darzustellen. Ne? Kann man ja machen, wir leben ja in Deutschland. So, der erste Punkt ist, ich bin verheiratet, habe Kinder. So, wenn ich zur Arbeit gehe und irgendwann war es dann so weit gewesen, dass ich dann Bedrohung etc. pp. Bekommen habe. Ich habe einen Kollegen, der ist ein Oberkommissar. So, und er hat mir gesagt, entweder du lässt die Scheiße komplett sein, weil die Justiz, die wird nicht 24 Stunden lang, also Zivilpolizei, vor deiner Haustür stehen, der erste Punkt. Oder der zweite Punkt ist, du gehst mit einem Fake-Account. Da müsste es schon mal geben, wenn man schon irgendwas kritisiert, ob es jetzt eine Nation ist oder eine Religion ist, dass man dann verfolgt wird im 21. Jahrhundert in Deutschland oder sprich in Europa, da muss man sich den Kopf schütteln. Jo. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, dass der Islam blöd ist oder scheiße ist. Das will ich doch nicht pauschalisieren. Es gibt auch gewisse Gemeinden, die wirklich zwar, sag ich mal, nicht humanistisch geprägt sind, aber schon Tendenz danach geht. Ich will ja auch nicht alle. Und das ist das Wichtige, dass wir beim Pluralismus rausfinden, wo ist die Grenze? Wie viel des Guten, weißt du, ist zu viel des Guten? Genau. Und das vor allem, wir wissen ja auch, das hat Mohammed selber gesagt, wer die Religion verlässt, den tötet. Apostasiegesetz. Ich hab mich mit dem Koran und Alex nicht 100% verfasst gehabt. Ich habe mir da ein paar schon Zitate rausgeholt. Ich denke zwar anders, weil ich selbst Humanist bin, aber ein Konservativer oder ein Rechtsorientierter, also ein Radikaler, der zitiert diesen Zitat ganz anders. Das muss man auch eins verstehen. Da gab's ja, aber ich muss schon sagen, Respekt, dass du dich traust, das so zu sagen. Respekt wirklich. Und ja, ich wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg alles Gute und ich hoffe, dass dir nichts passiert. Ja, ich hoffe es auch. Dankeschön. Ich bin auch begeistert von dir und von deinem Mut. Hier ist auch Exit Islam, der ist auch ausgestiegen aus dem Islam. Mhm. Aber mir ist das Problem, ja, bitte. Ich finde deinen Mut toll. Vielleicht kannst du auch noch kurz erklären, bevor du was anderes erklärst, was du sagen wolltest, wie du darauf gekommen bist, aus dem Islam auszusteigen, denn du bist ja ausgestiegen. Offiziell oder nicht, du bist raus. Offiziell kann ich eh nicht. Grund? Also offiziell ist es sowas wie Selbstmord. Das ist ja wenig ist, eigentlich, oder? Es ist ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt aussteige, ist ja nicht so, dass dann, ich sage mal, übertriebenerweise keine Freunde mehr habe, sondern es geht lediglich darum, es geht um meine Existenzen. Ich bin keine Einzelperson, ich habe eine Familie. So, und wenn jemand von euch auf der Arbeit ist, ihr könnt ja auch nicht jedes Mal mit eurer Frau oder mit eurem Mann telefonieren, Schatz, geht's denn gut oder geht's den Kindern gut? Mit dem Gewissen kann man auch nicht hundertprozentig an der Arbeit sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Was war denn der Grund, warum du nicht mehr beim Islam sein wolltest? Also, ich sag mal so, von Kind an war ich immer in der Moschee gewesen und anfangs war es immer schön, quasi so wie Kindergarten, sage ich mal. Ne? Alle Kinder sind da, alle schön gut und Jahre später dann fing es an, also es war jetzt natürlich nicht der Hodja gewesen, also der Pfarrer, sage ich mal, sondern halt der Umfeld selber, dass die Radikalität sich sehr rasch gestiegen ist gegenüber Nicht-Muslime. Und ich habe auch Fußball gespielt zum Beispiel, ich war auch feiern, Disco, inklusive Alkohol zum Beispiel, ne? Und ich hatte auch Multikulti-Freunde gehabt. Ich bin mehrsprachig aufgewachsen.
Ne? Und ich kannte dieses Vorurteil nicht. So, du bist Russe, du bist Pole, du bist Deutscher, du bist keine Ahnung was. Sowas gab es früher nicht. Wir hatten diese Interessen gehabt, zum Beispiel, wir spielen zusammen alle Fußball. Also du hast diese radikale Ader entdeckt beim Islam, die dich abgestoßen hat, ja? Genau, das war jetzt nur so ein Aspekt zum Beispiel, das sind auch mehrere Aspekte zum Beispiel. Ne? Und irgendwann natürlich sind wir mal wieder, sag ich mal, da gab es auch so diese Seminare und sonst was, ne? Da bin ich dann auch mitgegangen zum Beispiel und auch in Berlin insbesondere. Da gab es, sag ich mal, eine Straße namens Berliner Straße in Berlin. Da ist die Justiz niemals drin gewesen, heutzutage immer noch nicht. Die fahren da zwar entlang, aber die gehen nicht in die Häuser rein. Ich habe einen Kollegen gefragt, der Oberkommissar dort ist. Er sagte zu mir, wir haben keinen Durchsuchungsbefehl, auch wenn wir wissen, dass da Drogen- und Waffengeschäfte gibt. Also ist ein Schläfer in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, Belgien, Schweiz, Österreich, Frankreich insbesondere, sind überall Schläfer von denen. Die warten nur. Ja, warum? Weißt du, hat er mir erzählt? Warte, Leon, unterbrich nicht. Worauf warten die kann? Sag zu einem. Die warten anscheinend sowas wie ein Mohammed oder so. Mhm. Ich will jetzt nicht übertreiben. Also die warten auf einen Angriff auf uns alle hier, richtig? Also auf Nicht-Muslime wahrscheinlich, ja. Also, ja, also das ich meine nicht ich, ja. Bezüglich auf uns, sondern wahrscheinlich, die werden sich in Luft jagen, LKWs, halt der Klassiker halt, ne? Unbestiften. Hat der Kommissar gesagt, warum die Polizei nichts macht dagegen? So, kann ich gerne dazu sagen. Also ich war auch sauer gewesen, weil ich habe es ihm erzählt und er sagte sofort, ich wusste davon. Und da war ich noch mehr sauer gewesen. Ich so, Alter, wenn ihr das schon wisst, warum agiert er nicht dazu? Dann hieß es gab Vorgesetzte, die ohne Befehl, also ohne Durchsuchungsbefehl reingegangen sind, die Kokain bis alles Mögliche gefunden haben. Es wurde natürlich eine Anzeige gestartet, alles schön und gut. Der Typ, aber der ohne Durchsuchungsbefehl reingegangen ist, er wurde versetzt. Ne? Er wurde versetzt wegen dieser Sache, weil das komplett vom Innenministerium kommt. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich Scheiße baue, wenn ich Mist baue oder irgendein anderer, dann kann ich auch mit Konsequenzen rechnen. Aber diese Leute werden in Schutz genommen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht, weil wir unterlaufen sind, vielleicht weil bei der Polizei und den Behörden diese Leute auch arbeiten. Ich merke auch hier im Nein, Chat, das glaube ich nicht. Im Ministerium meinte er ja, dann ist ja schon viel höher als Polizei hoch. Ja doch, definitiv. Also ich glaub, da kann, glaube ich, Moritz was zu sagen. Er ist ja bei den Kundgebungen ja auch von der Pax Europa dabei. Ich meine, nicht alle Polizisten sind ja, also da muss so, man gar nicht, da muss manche man, nicht neutrale man Polizisten. Drauf. Speedy, da muss man gar nicht so weiter drauf eingehen. Man kann einfach sagen, wir wissen, dass Behörden, Finanzamt, bei der Polizei und so, dass da die ihre Leute mit drin haben. Der Remo-Clan, meine ich, hatte jemanden beim Finanzamt zum Beispiel mit drin sitzen. Also wir wissen, dass gewisse Behörden schon unterwandert und unterlaufen sind. Und wir wissen, dass auch gewisse... Nicht nur das, es wird auch Angst, es wird auch schließlich Angst eingejagt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Weil klar, natürlich. Ich sag ja, wir haben ja zum Beispiel die Story jetzt gehabt mit dem Wildschwein, ne, in Berlin, was kein Wildschwein gewesen ist, was wahrscheinlich ein entlaufener Tiger von einem Clan-Mitglied gewesen ist, ne? Und da sieht man mal, wie weit das gegangen ist. Also, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dann hieß es erstens, wir kriegen keinen Durchsuchungsbefehl und zweitens, wenn wir den Antrag erstellen, da kommt eine Ablehnung vom Staatsanwalt. Ne? Dann frage ich mich, wann greift ihr überhaupt an? Also ab wann dürft ihr eingreifen? Dann hieß es, wenn der Max Mustermann, also irgendein ein Araber zum Beispiel, oder wer auch immer, oder ein Täter, ist ja egal, welcher Religion oder Nationalität er gehört, Straftat ist eine Straftat, ganz einfach. Sobald er auf die Straße geht mit einer Waffe, erst dann können wir eingreifen. Ich so, ja, ach so, erst wenn er sich austobt, also sprich Menschen tötet, erst dann, ich so, ja. Und da habe ich mir den Kopf geschüttelt. Ich habe auch Kinder auf diese Welt gesetzt. Ich denke gerade in erster Linie meine Kinder und meine Existenz. Wie weit sind wir da so verloren? Das geht doch gar nicht. Ne? Wenn man auch als Moslem kommt, man ist ja nicht sofort verhasst worden in Deutschland, um Gottes Willen. Jeder Moslem hat eine Gemeinde, jeder Moslem darf beten, fasten, so wie jeder andere auch. Ne? Das verbietet ja doch keiner. Nur das Problem in Europa ist, es hieß dann, Du kannst dich gefühlt austoben in Europa. Das wäre der ausschlaggebende Punkt gewesen. Und die verstehen unter dieser Definition ganz anders. Was verstehen die? Ja, dass wir alles machen dürfen.
dass wir nicht arbeiten müssen, allein schon wegen der Wirtschaft. Da fängt ja schon mit der Wirtschaft an. Ich muss nicht arbeiten. Ich krieg, keine Ahnung, ich habe 10 Kinder auf die Welt gesetzt, ich krieg Kindergeld, ich muss nicht arbeiten. Punkt 1. Punkt 2 ist, immer unzufrieden mit Deutschland, unzufrieden mit Christen, Juden so oder so schon. Das ist ja schon gang gäbe mit Juden. Ne? Die Juden werden immer gehasst, vieles andere halt. Ne? Und allein durch diese Aspekte, da muss die Regierung bzw. die Justiz eingreifen. Es macht keinen Sinn, wenn wir 24 Stunden lang darüber reden, auf einen Nenner kommt und es kein Ende hat. Das macht keinen Sinn. Mir doch egal, an was du glaubst. Mir doch egal, wie du heißt. Mir doch egal, ob du arbeitest. Letztendlich tust du das für dich und nicht für mich, oder? Und ich wollte ja damals auch aussteigen, offiziell. Ich konnte aber nicht. Ich musste immer wieder argumentieren, warum ich nicht mehr komme. Warum ich nicht mehr mit der Familie mal in Ramadan, sag ich mal, in der Gemeinde bin. Ich will die Leute nicht mehr sehen. Ich will da nicht hin. Würdest du sagen, du hast in deinem Umkreis auch so Leute, die wirklich radikal sind? Also, dass du, weil du meinst ja aus Sicherheit. Definitiv. Nicht. Also, das sind jetzt keine Salafisten, um Gottes Willen. Aber das sind Leute, die auf jeden Fall Vorurteile haben. Das sind kleine Fische. Und dann geht es Step by Step weiter hoch. Wie zum Beispiel Salafisten. Und dann halt Leute, wie du gesagt hast, diese Clans, wie die auch alle heißen, die ganzen Kameltreiber, die halt Leute bestechen, bedrohen, wie auch immer. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auch keine Beweise, leider Gottes. Und außerdem mit Beweise komme ich auch nicht weiter, weil ich bin nur ein Zivilist. Ich bin nur ein Steuerzahler. Ich habe keine Rechte. Ganz einfach. Ne? Und deswegen werde ich auch die AfD wählen, weil ich will, dass diese Leute entweder gehorchen, entweder vernünftig arbeiten oder in den Ursprungsländern hergehen, wo der herkommt, ganz einfach. Also du bist für die Remigration, richtig? Was heißt Remigration? Ich sag, Perchen halt, ne? Die Leute, die hier sich nicht anpassen, sollen gehen, ganz einfach. Ist egal. Wenn es auch mein eigener Bruder ist, wenn er sich nicht gehorcht, da kann er ruhig gehen, da wo der sich wohlfühlt. Maschallah. Wahre Worte. John, du hast genau meine Einstellung. Jo, ich lass dir mal ein Follow da. Oh, und wie gesagt, ich hatte ein Profilbild, ich hatte alles. Und wie gesagt, die Justiz, die Polizei hat selber gesagt, lass die Finger von. Wir können nicht 24 Stunden vor deiner Haustür stehen. Ja. Und es ist ja nicht nur der Islam, der Probleme macht. Es ist ja schon ein großer Faktor, das sehe ich ja auch. Aber es gibt auch, sag ich mal, aus Entwicklungsländern, wie zum Beispiel aus Afrika, sag ich mal, Leute, die viel Scheiße bauen. Das kriegt man ja auch mittlerweile. Also aber wie das Deutschland. Das ist ein institutionelles Problem, wenn die Justiz dir sagt, lassen Sie das bitte. Ja, wir sind um Ihre Sicherheit besorgt, aber wir haben nicht die Mittel, um für Recht und Ordnung in unserem Land zu sorgen. Ich wurde da als Hetzer, also quasi so wie Michael Stürzenberger dargestellt. Der die Leute provoziert in dem Sinne. Wie hast du eine Lösung, wenn du kannst als Ex-Muslim und als Mensch, der weiß, wie gefährlich die muslimische Gesellschaft, wie radikalisiert sie werden, wie radikal sie mittlerweile sind, wie viele Schläfer sind von oben in der Pyramide der Macht. Was wäre dein Vorschlag oder was wäre in deinen Augen möglich? Also zuerst einmal, also damals auch 2015 war ja, glaube ich, mit dem IS damals, ne, in Irak, Syrien. Da sind ja auch viele aus ganz Europa auch Freiwillige rübergewandert. Ich muss auch eins sagen, viele von denen, ich habe jetzt keinen persönlich kennengelernt, aber ich weiß, dass es naive Menschen waren. Das waren eigentlich gute Menschen gewesen, die einfach manipuliert worden sind. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das waren ja keine Kriminelle gewesen unter anderem. Ne? Pauschalisieren darf ich auch nicht. Fakt ist, der Staat muss von mir aus nicht nur den Islam, auch viele andere Gemeinden von mir aus kontrollieren, überwachen. Als V-Mann. Ich war eine Zeit lang auch V-Mann gewesen. So, wenn ich es auch so indirekt sagen darf. Ich was heißt gesehen, V-Mann? V-Mann. Ach, V-Mann. V-Mann. Mhm. Ne? So, ich habe Sachen gesehen, was ich jetzt offiziell nicht sagen darf. Okay. Ne? Dass gewisse Sachen immer noch am Laufen sind. Und es sind sehr viele Schläfer. Insbesondere Belgien, das hätte ich niemals erwartet. Ich schon, Belgien. Ich weiß auch, dass da schläft. Aber auch in Deutschland sind sehr viele Schläfer. Ja, aber Belgien ist kleiner als Deutschland. Und da ist noch mehr, prozentual betrachtet, noch mehr als in Deutschland. Ja. Die warten, viele von denen, das sind ja diese radikalen, ich sag ja so, die bei Michael Stürzenberger hinkommen, die einfach Scheiße zählen. Das sind kleine Fische, davon rede ich gar nicht. Das sind so wie Hunde, die nicht beißen können. Einfach die bellen.
Davon rede ich gar nicht. Ich rede von den Leuten, die still sind, aber tief sind. Ne? Davon rede ich. Und die Leute, wir haben keine Grenzposten, keine Grenzkontrollen. Nein, die haben keine Familien wie wir. Die haben keine Perspektive. Das heißt, der eine, also der Max Mussmann sagt, ich mache jetzt eine Ausbildung, ich will irgendwann mal heiraten, ich will dann von mir das Kredit ziehen, ein Haus kaufen, der hat ja gewisse Ziele im Leben. Das ist ja dieser Klischee. Das haben die Leute gar nicht. Das haben die gar nicht. Die laufen 24 Stunden, nehmen Drogen, verkaufen Drogen, teilweise auch andere Sachen. Ne? Ich habe Leute erlebt, die keine Steuern gefühlt zahlen, die keine Steuern zahlen. Die zahlen zwar diese Grunderwerbsteuer, Einkommensteuer teilweise, aber das Finanzamt hat keinen Einfluss, um zu kontrollieren, ob das passt oder nicht. Wie funktioniert das eigentlich? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Finanzamt keine Instrumente hat. Also zumindest bei uns einfachen Menschen, die, ich weiß nicht, in Festeinstellung oder Unternehmen haben, klein oder mittelständisch, da geht kein Weg dran vorbei. Sind das richtige Mafia dann wahrscheinlich? Die zahlen Schutzgeld, ganz einfach. Die zahlen Schutzgeld, ne? Und dafür kommen diese Leute nicht an, beziehungsweise es wird dann zur Kenntnis gesetzt, dass dieser Dönerbude oder dieser Restaurant zum Beispiel zu mir gehört. Das heißt, Finger weg von. Also das ist im Prinzip schon eine kriminelle Bande, die Deutschland unterwandert hat. Also in Berlin sind es ganz klar die Araber. In Hamburg ist es zum Teil geteilt, ne? Zum Teil von Hells Angels, zum Teil von der PKK, zum Teil von der arabischen Albaner. Jugend, unter anderem, genau. Ne? Also es ist immer individuell. Das heißt, jeder Ort, sag ich mal, jeder hat irgendeinen Ort geschnappt und sagt, jetzt, das ist meiner. Und was denkst du, weil ich habe schon andere Ex-Muslime gefragt, ich möchte deine Meinung hören, was denkst du, warum und wer hat dieses Pack nach Deutschland so massenhaft hineingezogen? Kann ich ganz schnell sagen, es geht ja, wie gesagt, es geht ja nicht nur um den Islam, es gibt ja auch viele andere Punkte, wo es Kopfschmerzen verursacht, aktuell in Deutschland. Das ist hauptsächlich die SPD, denn die SPD ist überall drin, die ist in der Gewerkschaft drin, die ist im Rathaus drin, die ist in der, also im Bundestag natürlich auch, Militär, Justiz, und Polizei. In vier sozialen Bereichen. Überall. Bruder, und die Grünen. Ja, die Grünen, das sind kleine Fische im Vergleich zu der SPD. SPD, glaub mir, das ist ganz anderer Faktor. Ne? Und die haben überall. Sind die unterwandert von Linken oder von extremen Muslimen? Nein, von Linken. Die haben nur ein Ziel. Es geht nicht einfach darum, die sind keine Freunde von dem Islam oder von dem Muslim. Es geht einfach darum, Deutschland zu destabilisieren. Das war mit dem, das war mit Afghanistan genauso. Genau, das war in Afghanistan nicht anders. Warum haben denn die Amis Al-Qaida gegründet, unterstützt? Nicht aus dem Grund, weil die Muslime geliebt haben, sondern einfach Russland einfach zu schwächen. Das war derselbe. Ich stelle das so hin, als hätten sie einen Aha-Moment. Ich so, hey Bro, das ist normale Geopolitik, das würde jeder machen. Was willst du von mir? Ja, es ist ja nicht so, dass der Muslime der Verbündete ist. Vielleicht in dem Fall, weil er seinen Sinn und Zweck erfüllt, ja. Ein von meinem aber, sozusagen. Ja, aber sonst ist das nur eine Marionette, nichts anderes. Im Schach wären das die Bauern. Ja, ganz einfach. Die kennen sich ja selber mit dem Islam vielleicht auch nicht so aus, auch die Sozialdemokraten, ne? Nicht so wirklich mit dieser Kultur, ne? Also, dass die Muslime dazu benutzt werden, um Deutschland zu destabilisieren, und dass jeder, der meint, ich bin für Palästina zu schreien, schreien zu müssen, ist ein Linker und kein Rechter und kein Patriot. Das haben wir hier oft sehr laut gesagt. Und ich danke dir sehr, du als V-Mann und Ex-Muslim, dass du Menschen hilfst, das auch einzusehen, denn radikale Muslime, die uns zuhören, die sind eigentlich kaum meine Zielgruppe, weil ich bin in deren Augen nicht, also keine Autorität, die hören mir nicht wirklich zu, aber eben Deutsche und Europäer, die in Deutschland leben, oder Muslime, die normal sind, die hören hier zu und die können sich eine gediegene Meinung bilden, indem sie verschiedene Seiten anschauen und anhören. Und wenn jemand sich eine gute Zukunft in Deutschland wünscht und eine Zukunft für Deutschland überhaupt, ja, sollte... Da müssen wir handeln.
ja, müssen wir handeln. Genau, Khan. Danke dir dafür. Sehr, sehr, sehr. Ich habe dich auch abonniert. Dankeschön. Silvin Musik, guten Abend. Du bist neu. Du kannst gerne dein Mikro anmachen und uns auch mitteilen, was du sagen willst. Alles klar. Sorry, ich habe es gerade ausgehabt. Danke. Geht's euch gut, allen hier? Ja. Müde. Ja. Wir machen auch gleich Schluss. Ich wollte dich nur zu Wort kommen lassen. Okay. Ich weiß nicht, bin ich hier mit Menschen, die für Palästina oder für Israel sind? Oder? Ich bin absolut für die Menschlichkeit. Ich bin eine Zionistin und das ist ein zionistisches Bataillon. Da drin ist Leon, Stefan, Moritz, Speedy und ich glaube Kian sowieso. Das ist Exit Islam. Also ich bin auch noch Judin. Zu deinem was sagtest du denn, welches Stream das wäre? So, wäre ja, was heißt mit, also was heißt zionistisch? Also ich verstehe es gerade nicht. We love Israel, Habibi. We love Israel. Zionistisch bedeutet, ich finde, jemand hat es mal ganz gut ausgedrückt. Zionist ist ein Jude, der nach Hause will. Okay. Also aus dem jüdischen Sinn raus, aber natürlich können auch Leute, die nicht jüdisch sind, auch unterstützen, dass Israel ein Existenzrecht hat. Das heißt, Zionismus heißt, dass man für das Existenzrecht eines Staates Israel ist, in dem Sinn. Safe. Also ich bin auf jeden Fall für das Existenzrecht von Israel. Safe. Überhaupt. Aber seid ihr auch für das, was gerade passiert? Was gerade passiert, Silvi? Klär uns mal auf, ja. Silvi Musik. Was passiert denn? Ich muss euch nicht aufklären. Du meinst, dass Israel seine Frauen nicht vergewaltigen lässt, dass Israel seine Menschen nicht entführen lässt, dass Israel sein Land verteidigt? Du meinst das? Ja, ich bin dafür. Ja, ich glaube, ich bin auch dafür. Ja, also im Krieg sterben immer Zivilisten erst einmal. Sterben immer, ne? Ja, also man sollte Israel jetzt keinen Persilschein ausstellen, aber ich bin dafür, dass die Hamas beseitigt wird und ich bin dafür, dass die Leute, die dort wirklich friedlich leben wollen, auch die Möglichkeit bekommen, friedlich zu leben. Die Frage ist halt, wie man das organisiert, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, jeder unschuldige tote Zivilist ist einer zu viel. Genau. Ja, auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Der Krieg ist nie was Schönes gewesen. Nee. Ja, aber diesen hat Hamas angefangen und alles, was Schlechtes passiert für Israel und das hat Hamas auf jeden Fall angefangen. Ja, ja und dafür für all das ist auch die Hamas seit dem 7. Oktober, oder? So. Ja. Immer, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ja klar. Ja, okay, dann bist du ja einer Meinung. Sind wir ja einer Meinung. Also, du hast ja noch nicht eine Aussage getätigt, aber dein Sarkasmus ist so billig. Vor allem, du denkst ja, dass du im Recht bist. Das ist das Lustige. Ah, Leute, das ist doch, also jetzt mal ohne Spaß. Jetzt mal ganz ohne Spaß. Ja, du machst ja den Spaß hier. Nein, ganz kurz. Darf ich kurz noch sagen, bevor ich gehe? Ja, sag, bevor du gehst. Wie in diesem Lied. Bitte, weil das ist das. Xavier Naidoo. Ich bin nicht Xavier Naidoo. Ich habe nicht gesagt, du bist Xavier Naidoo, aber sag, was du sagen wolltest. Alles gut. Also, für mich persönlich ist es so irgendwie. Also, mit Zionisten zu reden, ist so wie, wenn ich mit einer Wand rede und diese Wand sagt zu mir, ich bin keine Wand. Und dann sage ich zu dieser Wand, nein, du bist eine Wand. Antwortet dir. Das ist so schwierig. Was können wir denn dafür, wenn du mit Wänden redest? Was können wir denn dafür, wenn du immer nur mit Wänden redest? Das ist schon mal der Unterschied. Wir gehen auf deine Fragen ein. Ja, formuliere einfach deine Frage, Silvia. Ja, okay. Also geht dieses Ganze seit dem 7. Oktober? Ja, der Krieg jetzt aktuell, ja. Safe, oder? Wir reden jetzt nur über den aktuellen Krieg in Gaza, richtig? Genau. Ja, und wann hat der deines Wissens angefangen oder deiner Meinung? Also jeder Mensch mit einem gesunden Menschenverstand, mit einem gesunden... Gesunden. Das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig bei euch Zionisten. Aber mit einem gesunden Menschenverstand hat das schon vor 75,
Ja, 75.000 Jahre lang. 75.000. Ja, das ist von Vorteil, wenn man immer nur mit Wänden redet, weil die widersprechen nicht, gell? Silvi, bitte, das war ein Top-Kommentar. Silvi, weißt du, was 1937 passiert ist? Nee, was ist denn da passiert? Habe ich mir gedacht, dass du das nicht weißt, weil die Wände erzählen. Ich habe keine Ahnung von der Geschichte, ja. Ja, und erzähl mal. Erzähl mal, was ist da passiert? Du kennst doch bestimmt den Onkel von Yasin Arafat. Mhm. Das ist der Mufti al-Husseini. Er hat auch mit K. zusammengearbeitet. Also der. Ihm wurde 1937 vorgeschlagen, Palästina aufzuteilen. Und zwar 80% davon bekämen die Araber, weil Palästinenser gibt es ja nicht. Guck mal, also du hast jetzt schon gesagt Palästina. Ja, Palästina. Genau, und alle anderen haben gesagt, es gibt kein Palästina. Es gibt kein Palästina als Staat. Es Palästina ist kein Staat. Easy, es gab noch nie ein Palästina als Staat oder als König. Es gab noch nie ein Palästina? Noch nie. Nicht als Staat oder als König? Als Staat nicht. Als Staat nicht. Auch nicht als Königreich. Sind wir das bis von Landsmann? Ich will Gebiet Palästina genannt. Ja? Aber es war niemals ein Staat. Das heißt so viel wie Land der durchziehenden Völker. Aber es gab nie ein palästinensisches Volk als ich. Nee, gab es nicht. Noch nie. Gab es noch nicht. Stimmt. Gab's nein, auch nicht. Das sind hauptsächlich aus Saudi-Arabien die Leute. Silvi, Kosovo, genau. Ja Serbia. So ist es ja. Was? Kosovo, ja Serbia. Was sagst du gerade? Aus welchem Land kommst du oder deine Eltern? Warte mal ganz kurz, was hast du gerade gesagt? Albaner, oder? Was hast du gerade gesagt? Kosovo, was? Kosovo ist Serbien. Hast du es nicht verstanden? Bist du nicht Albaner? Warum sagt ihr sowas gerade? Er hat es verstanden. Ja, warum sagt ihr sowas gerade? Ich glaube auch. Jemand hat schon was gefragt. Hä? Schon was gefragt. Du sagst ja auch, Israel ist Palästina. Warum sagt ihr sowas gerade? Hat es dich verletzt? Das ist was ganz anderes. Was redet ihr? Natürlich. Ich glaube, gleich fängt er an zu weinen. Ja. Nein, guck mal, was sie sagen. Eben Armin al-Husseini angesprochen. Darf ich kurz ein Zitat von diesem Mann, von Armin al-Husseini sagen, weil das... In die Lage ja, Moritz, sag das bitte. Oder guck. Also Armin al-Husseini selber, der hat ja mit dem Österreicher zusammengearbeitet. Ich erwarte ja nichts anderes. Silvi, kannst du mal zuhören? Danke. Moritz, los. Also Armin al-Husseini selber, er war damals in Berlin und der hat im Berliner Sender Stimme des freien Arabertums 1942 Folgendes gesagt. Ich werde das jetzt zensieren, weil ansonsten wird es gesperrt. Ihr müsst Juden, ehe sie euer Feuer auf euch eröffnen, die Juden, die euer Vermögen an sich gerissen haben und einen Anschlag auf eure Sicherheit planen. Araber, Syrien... Auch so ein Palästinas, worauf wartet ihr? Die Juden haben vor, eure Frauen zu, eure Kinder und euch zu vernichten, ja. Nach der muslimischen Religion ist die Verteidigung eures Lebens eine Pflicht, die nur durch die Vernichtung der Juden erfüllt werden kann. Das ist eure beste Chance, diese dreckige R-Punkt loszuwerden, die eure Rechte beraubt und eure Ländern Unheil und Zerstörung gebracht hat. Die Juden steckt ihren Besitz in Brand, zerstört ihre Geschäfte, vernichtet diese Niederträchtigen des britischen Imperialismus. Eure einzige Hoffnung auf Rettung ist die Vernichtung, ehe sie euch vernichten. Das hat Armin al-Husseini 42 gesagt. Okay, warum sagst du gerade... Weil es der Großmufti von Palästina war. Das war der Großmufti von Palästina, dieser Judenhass. Ist okay, guck mal, ganz kurz. Der existierte vor der Staatsgründung von Israel. Ja, ist okay, mit deinem ganzen Palästina... Und Israel, guck mal, warum sagst du gerade, wenn ich mit euch rede, warum sagst du zu mir mit Kosovo und Serbien so ein Scheiß? Warum sagst du sowas? Also du hast Moritz nicht zugehört? Nein, du sollst dich in die Lage hinein. Die Serben haben uns umgebracht. Die haben unsere Frauen vergewaltigt. Das, was die Hamas und die Gazianer. Nein, hör auf mit dem Scheiß. Das ist völliger Schwachsinn. Hör auf ganz kurz, bitte. Warte. Dass du mir nicht zugehört hast, genau was du gerade gesagt hast, war ein Aufruf vom Armin al-Husseini an den Juden. Genau das hat er gesagt. Man soll die Frauen und die Juden komplett beseitigen. Das hat Armin al-Husseini gesagt, der Großmufti von Palästina. Sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber gerade eben regt er sich selber darüber auf, dass die Serben die Frauen irgendwie, you know, gegraped haben. Aber er sagt nichts dazu am 7. Oktober. Ja, am 7. Oktober. Es geht seit 75 Jahren, Digga.
Du bist ein kleiner Heuchler. Ja, und 75 Jahre lang, Silvi, haben die Araber genau das versucht zu machen, worüber du dich aber bei deinem eigenen Volk aufregst. Also du wünschst, Moment, Leon, Silvi, du wünschst uns also Juden das, was du dir nicht wünschst, nur genau, weil wir Juden sind. Wie nennt man das? So. Und was machst du in Deutschland, wenn es hier doch heißt, nie wieder? Du bist hier falsch. Das ist ein Fehler, dass du hier bist. Echt so. Es ist irgendwie immer das Gleiche mit denen. Immer. Er ist bestimmt so ein Spotify-Rapper oder so. Wir wollen jetzt ja nicht persönlich werden. Habt ihr es gemerkt? Immer, wo die Muslime leben, heißt es immer, wir wurden umgebracht, wir wurden vernichtet, wir wurden abgeschlachtet. Also erzählen sie, oder die haben keinen Spiegel zu Hause. Eigentlich haben sie das gemacht. Ja. Also ich bin ohne Quatsch, wenn ich diesen Text jetzt eben ohne... Ich bin Christ, hallo, ich bin Christ, ich bin kein Moslem. Du bist auf keinen Fall, du das schlaut doch keiner. Ich bin kein Moslem. Du bist, ich habe nichts mit Palästina zu tun, nichts mit Israel, aber ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Du bist alle Menschen. Okay, und ich habe einen gesunden Menschenverstand. Ja, alle Menschen, sag doch, das ein Christ wird doch nicht Silvi, warte mal, Silvi, ist Mohammed ein Prophet für dich? Warte mal, Silvi, ist Mohammed ein Prophet für dich? Silvi, ist Mohammed ein Prophet für dich? Du bist auf Stumm. Schämt euch alle dafür, dass... Nein, ja, ja, siehst du, ist Mohammed ein Prophet für dich? Schämt euch. Sag ja, Mohammed ein Prophet. Ja. Ich habe keinen Prophet. Ich habe keinen Prophet. Aber schämt euch alle, dass ihr hier sitzt. Lass dich nicht zu antworten. Ist Mohammed ein Prophet für dich? Silvi, ist Mohammed ein Prophet für dich? Ich habe keinen Mohammed. Ich habe keine Religion. Aber ich habe die Menschheit. Du hast doch gerade gesagt, das, was ihr nicht habt. Was denn jetzt? Das, was ihr nicht habt, habe ich. Und ihr solltet euch schämen, dass ihr hier sitzt. Nein, du sollst dich schämen. Und hier irgendeine Scheiße labert. Heute wurde 107. Wir sind froh, dass wir nicht das haben wie du, nämlich Paranoia und mit Wende reden. Schau mal, du lügst doch, Silvi. Du hast eben gesagt, du bist Christ. Jetzt hast du keine Religion. Was bist du denn jetzt? Eben. Ja. Er ist Christ ohne Religion. Ich bin Christ, aber es ist mir scheißegal. Er ist ein Mensch, der mit Wende. Du bist auf keinen Fall. Nochmal, akzeptierst du Mohammed als Propheten? Ihr seid behindert, Mann. Ihr seid krank. Akzeptierst du Mohammed als Propheten? Ihr seid kranken, gestörten Zionisten. Maschallah Menschlichkeit. Ihr dürft aber auch eins nicht vergessen, wenn er auch ein Christ ist. Er könnte jetzt, guck mal, schaut euch mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich so heißt mit dem Namen, aber nicht. Er kann nicht, also vom normalen Menschenverstand sagen, ich erkenne keinen Propheten Mohammed oder er ist kein Prophet. Sowas könnte ja niemals outen. Ne? Es kann ja gut sein, dass er ein Albaner ist. Ist ja überwiegend muslimisch. Mit Sicherheit. Ne? Und es wird nur Konsequenz drauf kommen. Er kann diese Frage nicht beantworten. Ja, in Albanien muss auch mal antworten. Ein Christ hätte kein Problem damit zu sagen, er ist kein Prophet für mich. Aber ein Muslim hat ein Problem damit und damit ist die Sache klar. Ja, aber okay, ich gehe jetzt raus. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ja. Aber ich sage euch eine Sache nur. Lass mich einen Satz noch sagen, dann gehe ich raus. Ja, ja. Grüß mir die Wand. Ein Satz von allen, die hier drin sind. Ihr lacht alle. Alles gut. Nicht alle, nur ich. Nur ich, Silvi. Ist okay. Schämt euch nach vier Monaten, dass du dich nicht outest, du Vogel. Ich habe Silvi entfernt, denn Menschen, die unter Scham leiden, die sich andauernd schämen. Shame of the wall. Ja, ja, shame of the world, genau. In Albanien müsste sich auch die Politik mal ändern. Da sind, glaube ich, auch die Sozialisten schon seit Jahren, die da Gehirnwäsche irgendwie mit den Leuten betreiben. Ja, Menschen, Leute, die sich schämen, werden alles auf andere Menschen übertragen und sagen, wir sollten uns schämen. Ist so. Ich glaube, ganz ehrlich, wir kommen jetzt zum Schluss, weil wir haben fast 3 Uhr morgens. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ich glaube, das wird so ein kleiner Schlaf. Schau, dass es nicht so Überdosis wird. Ja, es wird auf jeden Fall kein Überdosis-Schlaf.
Und zum Schluss möchte ich mich einfach nur bei allen bedanken im Chat und bei allen meinen Sprechern, die nicht mehr da sind, die da waren, und natürlich bei denen, die da sind. Ja, und Kahn, Moritz, ich bin sehr glücklich, euch kennengelernt zu haben. Ich folge euch. Morgen, ich möchte euch erinnern, bin ich nicht hier. Ja, morgen ist Kians Stream bei YouTube. Geht alle schön dahin. Da geht es um das, was Kahn angesprochen hat. Es geht um Remigration. Sein Kanal heißt Auf dem Radar und er findet das, es ist ein Podcast, er findet das einfach, wenn ihr das eintippt bei YouTube. Und übermorgen bin ich wieder da mit diesem Stream und wir werden weiterhin aufklären. Wir sehen immer wieder, wie viel gelogen wird. Es ist einfach zu lügen, wenn natürlich das IQ nicht hoch ist und wenn die Allgemeinbildung niedrig ist. Und ja, also wenn es keine Hemmungen gibt. Deswegen, ich wünsche euch gute Nacht. Ich bin unendlich dankbar. Und wer noch was sagen möchte, hat ein paar Minuten. Aber bitte nacheinander. Ich mache mal als Erster, weil ich bin echt müde. Danke für die Plattform, wie immer, Anna. Dankeschön. Ansonsten, wie gesagt, hört nicht drauf, was die sagen. Wir haben alle überhaupt keine Ahnung. Sie sind alle sehr, sehr frustriert, wie ich es raushöre, und wütend, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sich das vielleicht vor 3-4 Monaten vorgestellt haben. Nochmal, wenn ich jetzt heute schlafen gehe gleich, oder ob ich in 60, 70 Jahren, Gott will, schlafen gehe, Israel wird existieren und Israel wird nach mir noch weitere 1000 Jahre existieren, so Gott will. Und da wird sich nichts dran ändern und diese Menschen müssen lernen, das zu akzeptieren. Dankeschön. Israel, hi. Am Israel, hi, Lekula. Laila Tov. So, Kahn, möchtest du noch was sagen zum Schluss? Ja, also da gibt's so einiges, was ich zu besprechen habe, aber natürlich nicht innerhalb von Minuten, ne? Das kann dann ich übermorgen nicht so. Kannst du kommen und uns mehr erzählen. Ich bin um 21:30 Uhr eigentlich täglich da.